Seid gegrüßt, eine neue Folge Jung und Naiv, beziehungsweise eine neue Reaktion auf Jung und Naiv. Diesmal ist Maximilian Krah, der Europawahl-Spitzenkandidat der AfD, zu Gast. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie Thilo Jung dieses Interview gestalten wird. Ich kenne zwei Interviews mit AfDlern, die sind mir zumindest noch im Kopf. Eins mit Alexander Gauland, das war wirklich ein sehr gutes Interview. Da hat man einen tiefen Einblick in die Programmatik der AfD gewonnen und da hat man auch wirklich Ansätze gewonnen, wie man die AfD dann auf Basis dieser Programmatik gut kritisieren kann. Alexander Gauland hat beispielsweise gesagt, es gebe keine alternative Sozialpolitik. Also das ist für alle, die eine linke Wirtschaftspolitik wollen, für alle, die den Neoliberalismus beenden wollen, ziemlich deprimierend. Also da hat die AfD gezeigt, dass sie wirtschaftspolitisch nicht viel anders machen wollte als die Altparteien beispielsweise. Und dann hatte Thilo Jung noch Erika Steinbach zu Gast. Das war wirklich ein furchtbares Interview. Da hat er ihr quasi moralisches Verhör gehalten und also wirklich übelste Vulgärsprache verwendet und ihr irgendwelche Vorwürfe gemacht. Also wirklich abstrus schlechtes Interview. Dagegen das Gauland-Interview war sehr gut. Ich bin wirklich sehr gespannt, was für einen Thilo Jung wir heute hier sehen werden. Eher den Thilo Jung von dem Steinbach-Interview oder vom Gauland-Interview. Ich würde sagen, lassen wir uns einfach überraschen. So, eine neue Folge Jung und Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Ich bin Maximilian Krah. Maximilian, was machst du? Ich bin Abgeordneter im Europäischen Parlament und Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl. Warum bist du das? Weil ich sein wollte, weil ich mich immer für Politik interessiert habe, weil das meine Leidenschaft ist und weil ich mich der AfD angeschlossen habe aus Überzeugung und die das für eine gute Idee findet, mich ins Rennen zu schicken als Spitzenkandidat. Und warum? Also was qualifiziert dich im Vergleich zu, gibt ja noch viele andere AfD da? Zum einen offensichtlich gibt es Leute, die meinen, dass ich ihre Anliegen gut vertrete, gut verkaufe und dass sie sich in mir sowohl inhaltlich wie auch im Stil wiederfinden. Was für einen Stil hast du? Ich bin direkt, ich bin kontrovers und hoffentlich unterhaltsam. Ja. Und freundlich, habe ich gelesen. Ich habe ja dein Buch gelesen. Das freut mich. Den Manifest Politik von Rechts. Und da hast du geschrieben, zur politischen Freundlichkeit gehört auch, den politischen Gegner zu respektieren. Die politische Rechte hat, das ist unsere Überzeugung, die besseren Lösungen für unsere Zeit. Sie kann diese in aller Ruhe, Gelassenheit und Unaufgeregtheit vortragen. Persönliche Angriffe, gar Entgleisungen sind nicht nötig, nur obendrein kontraproduktiv. Exakt. Daran werden wir uns halten. Das will ich hoffen. Also das ist ja schon mal ein wesentlich freundlicherer Einstieg als das, woran ich mich bei Michael Lüders erinnern kann. Ich meine, es ist Michael Lüders AfD zu tun, der tritt ja jetzt sogar fürs BSW zur Europawahl an, aber da war das Gespräch schon am Anfang konfrontativer, also das scheint, ich hatte es ja am Anfang schon angekündigt, ich kenne, also Thilo Jung tritt sehr verschieden auf, aber das könnte tatsächlich ein gutes Interview werden nach dem Einstieg hier. Also zumindest, wenn Thilo Jung sich an die Good-Faith-Linie hält, die er hier von Maximilian Krah zitiert hat. Hoffe ich jedenfalls, oder? Ja, ich bemühe mich. Erzähl mal was zu dir, wo kommst du her? Ich bin geboren 1977 in einem kleinen Dorf namens Reckelwitz. Wo ist das? Das ist bei Bautzen in der Oberlausitz. Kommst du aus der DDR? Ich komme aus der DDR, das haben wir gemeinsam. Und bin schon 1979 mit meinen Eltern mit 2,5 Jahren nach Dresden gezogen. Und da bin ich dann aufgewachsen, zur Schule gegangen, Wehrdienst, Jura studiert, dann nochmal in den USA Wirtschaft studiert, USA, England. War recht zugelassener Rechtsanwalt, Stiftungsvorstand, also soweit so normal für Juristen oder ambitioniert. Und da ich aber in der Wendezeit politisch sozialisiert bin und meine Eltern, also schon mein Vater sehr politisch unterwegs war, habe ich diese Leidenschaft für Politik gehabt, war CDU-Mitglied und irgendwann habe ich Merkel nicht mehr ertragen. Und manche sind dann von Merkel nach links gegangen, andere sind von Merkel nach rechts gegangen, ich bin nach rechts gegangen. Und die AfD, glaube ich, ist jetzt die Partei, die die richtigen Lösungen für die Zukunft hat. Du meinst gerade, Eltern waren politisch? Beide. Waren sie in der SED? Nein, sie waren gegen die SED. Also mein Vater war immer aktiv, hat rumgelästert, gestichelt, dann bei den Demonstrationen recht früh dabei. Und am Ende, da wo in Sachsen eigentlich die meisten Regimegegner gelandet sind, CDU. Ja. Wie ist das aufgehört? Man war 13 Jahre lang in der DDR. Wie ist das als junger Mensch dort aufzuwachsen? Hast du gewusst, dass ihr in einer Diktatur lebt? Also die Familie war gegen die Kommunisten. Ja. Die mochten wir einfach nicht. Warum?
weil wir ihnen die Verantwortung dafür gaben, dass das Land unterentwickelt war. Man wusste, dass man nicht alles sagen konnte, was man wollte. Mhm. Man konnte nicht reisen. Man sah durch die Briefe von Westverwandten, da war es besser. Man empfand diese Regierung, diese Gestalten als doof. Ja? Mhm. Also Honecker und Co. empfanden wir jetzt nicht als brillant. Und auch die Vertreter der SED oder des Regimes, die wir vor Ort kannten, waren jetzt auch keine leuchtenden Gestalten. Also insgesamt, man verachtete eigentlich diese Regierung, man wollte sie loswerden. Mhm. Und insofern haben wir so einen gesunden Oppositionsgeist mitgenommen. Aber haben Sie diese, deinen Eltern dir diese Verachtung für das System mitgegeben oder bist du darauf selbst gekommen? Worauf kommt man selbst als Grundschüler, was wird mitgegeben? Es ist halt immer eine gegenseitige Befruchtung. Also meine Eltern, mein Vater hat im Wesentlichen dieselbe Meinung vertreten wie ich jetzt. Von daher ist es jetzt kein Revolutionsgeist gewesen, dass ich gegen die Kommunisten gewesen bin, sondern ich bin da ganz offensichtlich im Familien-Mainstream mitgeschwommen. Aber Revolution ist ja am Ende rausgekommen. Dafür seid ihr auf die Straße gegangen. Also wir mochten die Regierung nicht und wir sind also mit der Erkenntnis aufgewachsen, Regierungen können schrecklich dumm und unfähig sein. Hm. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk kann lügen und man soll selbst denken. Also insofern etwas, was Konservative im Westen oft nicht so haben, eine gewisse Bereitschaft auch mal aufzubegehren, die hat man als Konservativer, der in der Endphase der DDR sozialisiert ist, schon mitbekommen. Dass DDR-Fernsehen gelogen hat, ist belegt und wissen alle. Habt ihr dann Westfernsehen geguckt und den geglaubt? Wir haben Westfernsehen geschaut durch eine Antennengemeinschaft ab April 1989, dann also RTL, Sat.1, ZDF und das war genau da, wo wir die Niederschlagung des Tiananmen-Aufstands in China gesehen haben und da sahen wir den Unterschied zwischen der Berichterstattung West und der Berichterstattung Ost. Ja, wir haben selbstverständlich erstmal dem Westfernsehen komplett geglaubt. Hm. Ich wollte ja nur wissen, hattest du gewusst, dass du in einer Diktatur lebst als junger Mensch? Ich glaube, dass diese Begriffe Demokratie, Diktatur... Nee, ich meine, die DDR hieß ja so Deutsche Demokratische Darüber Republik. Darüber hat man sich lustig gemacht bei uns in der Familie. Ja. Dass wir nicht gefragt werden, dass unsere Meinung, wenn wir sie öffentlich äußern, uns zu Problemen bringt. Ja. Dass nahezu das halbe Umfeld meiner Eltern entweder Ausreiseantrag gestellt hat oder zumindest darüber nachdachte, das war klar. Aber das jetzt runterzubrechen auf diese abstrakten Begriffe, das habe ich zumindest als 12-Jähriger nicht hingekriegt. Das war dann... Klar, das war dann der Schub ab 89, wo man dann sagte, jetzt sind wir eine Demokratie, jetzt entscheiden wir selbst. Siehst du irgendwelche Parallelen zur heutigen Zeit? Ich meine, es gibt ja viele Menschen, die, und kein unbeachtlicher Teil, der sagt, wir haben ja auch schon wieder fast eine Errichtung der Diktatur in Deutschland. Also ich glaube nicht, dass sich Geschichte wiederholt. Aber trotzdem gibt es Erfahrungen, die man weitergeben kann. Also zum Beispiel, dass wieder in Sachsen ganz häufig den Kindern gesagt wird, wir reden zu Hause diese Version des politischen Lebens, aber in der Schule sag's bitte nicht, dann kriegst du Ärger. Zum Beispiel? Zum Beispiel bei Meinungen über die Frage der Einwanderung ist das der Fall, dass man zu Hause oft anders redet als in der Schule. Das heißt, wir sagen Eltern, das, was meine Eltern mir beigebracht haben, nicht alles zu sagen, das gebe ich jetzt meinen Kindern weiter. Oder dieses zwischen den Zeilen lesen in der Zeitung, dass man sagt, da steht irgendwas drin, aber es ist nur die halbe Wahrheit und den Rest müssen wir uns selbst schlussfolgern. Hm. Das sind ja alles Techniken, die man so in der Spätphase der DDR kannte und die jetzt wieder angewandt werden und die zumindest in unserer Wählerschicht, und wir sind nun mal in Sachsen. Es ist aber schon Ewigkeiten so. Also Medien vertreten die Interessen derer, die sie bezahlen. Und die privaten Medien, die vertreten eben die Interessen ihrer Eigentümer. Und wenn der Zeitung nicht will, dass irgendwas berichtet wird, dann wird das nicht berichtet. Also das ist jetzt kein neues Phänomen, was Maximilian Krah hier beschreibt. Thüringen eigentlich im ganzen Osten die stärkste Partei, die da praktiziert werden. Aber wer wendet das an? Wer macht das? Unsere Wähler, die Masse der Leute. Ja, aber du meinst ja gerade auch öffentliche Meinungsbeeinflussung, Medien und so weiter. Da meinst du, diese Technik werden angewandt? Nein, das zwischen den Zeilen lesen wird angewandt. Aber das natürlich sich, wir haben ja Umfragen, Vertrauen in die Medien, Vertrauen in die Zeitung, Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das sieht schlecht aus. Ist immer noch ziemlich gut, hatte ich jetzt so. Ja, die Hälfte glaubt nicht dran. Dann war jetzt die Frage, darf man seine Meinung offen sagen? Da sagt 45% der Deutschen, Ost wie West, sagen, nein, man muss aufpassen, darf nicht alles sagen. Also das sind so die Stimmungsbilder, die wir haben. Also Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Glaube an die Meinungsfreiheit, dass man das, was man wirklich denkt, sagen darf. Hm.
das sieht ja, da sind die Umfragen, werden immer schlechter von Jahr zu Jahr. Siehst du das denn auch so, dass man nicht alles sagen darf? Ich empfehle Menschen, die nicht in dem Glück sind wie ich, dass sie ein sicheres Abgeordnetenmandat haben, dringend nicht immer tatsächlich alles zu sagen, was sie glauben. Also wenn du jetzt ein Polizeibeamter wärst, jetzt sagen wir mal Streifendienst Anfang 50, würde ich dir dringend empfehlen, nicht in der Kaffeerunde zu sagen, hey, ich finde die AfD super, die wähle ich auch. Wieso? Das würde ihm wohl, wenn er in der falschen Landespolizei ist, ein Disziplinarverfahren unter Umständen einhandeln. Oder zumindest hätte er ein Problem mit der nächsten Beförderung. Aber wieso? Ja, oder als Schüler kannst du aus dem Unterricht geholt werden. Also das ist ja in Mecklenburg-Vorpommern vor kurzem passiert. Seine Schülerin pro AfD-TikToks geteilt hatte, wurde sie dann aus dem Unterricht geholt. Das gilt für linke Organisationen. Also ja, wir erleben eine immer weitergehende Einschränkung des Meinungskorridors. Das ist eindeutig so. Also warum soll es ein Disziplinarverfahren geben, wenn man sich für eine Partei ausspricht, die im Bundestag sitzt, ja, das die nicht verboten ist? Super Einschätzung, sehe ich ganz genauso, aber die Realität ist leider anders. Das ist mittlerweile im öffentlichen Dienst. Kennst du einen Fall, wo es ein Disziplinarverfahren für einen Polizisten gab? Bei AfD-Mitgliedern wird das angedroht, zum Beispiel Thüringen, vom Innenminister ganz offen. Also wird gesagt, wer sich da, die haben ja die AfD eingestuft, also das Innenministerium hat ja den Verfassungsschutz als nachgeordnete Behörde, die haben die Thüringer AfD eingestuft, das ist sicher rechtsextrem. Und wer jetzt als, sagen wir mal, Polizeiführer bei uns Mitglied wäre, würde nicht mehr befördert werden. Das ist geltende Rechtslage da in Thüringen. Das ist übrigens auch bei linken Organisationen so. Also ich habe bei 99:1 vor kurzem eine Folge gesehen, da war jemand Mitglied im SDS und bei der Roten Hilfe. Und ja, da hat der Verfassungsschutz was zusammengeschwurbelt und die Uni meinte dann deswegen, ihn nicht mehr befördern zu dürfen, ihn gar nicht erst anstellen zu dürfen. Also in Bayern gibt es tatsächlich Berufsverbote für Leute, die vom Verfassungsschutz beobachteten Organisationen sind. Und der Verfassungsschutz ist nun mal ein Repressionsinstrument, das, wie Maximilian gerade völlig richtig gesagt hat, dem Innenministerium unterstellt ist. Aber nehmen wir einen ganz aktuellen Fall aus dieser Woche. Da gibt es einen Landtagsabgeordneten der AfD im Saarland, der ist in seiner Pfarrgemeinde, in seiner Kirchgemeinde, ist er ehrenamtlicher Verwaltungsrat. Der ist jetzt einfach mal entlassen worden. Der hat sich da ums Geld gekümmert, weil man sagt, Mitgliedschaft in dieser Partei sei nicht vereinbar mit einem Ehrenamt. Das sind Dinge, die gehören sich in einer Demokratie nicht. Die sind meines Erachtens indiskutabel. Übrigens nur ein Beispiel. Ja. Wir haben gestern ein Video auf X gesehen, da war meine Spitzenkandidatins Konkurrentin der FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Und die ist in Ravensburg von einem Zuhörer einer Wahlkampfveranstaltung relativ hart kritisiert worden. Und dann hat sie ihn gekontert und gesagt, bei wem arbeiten Sie, weiß Ihr Chef, was Sie sagen. Das finde ich schon eine Einschüchterung. Aber hast du andere Beispiele, welche Meinung man öffentlich nicht mehr sagen darf oder kann? Ich meine, AfD wählen? AfD wählen, Einwanderungskritik. Also wenn du jetzt die, sagst... Die höre ich überall, auch im Bundestag, nicht nur von der AfD. Kritik am Kapitalismus, Kritik am transatlantischen Bündnis, Kritik an Waffenlieferungen sowohl in die Ukraine als auch nach Israel. Also es gibt zig Themen, wo der öffentliche Meinungskorridor eingeschränkt wird. Man denke an das Betätigungsverbot für Giannis Varoufakis, man denke an Nancy Fraser, die nicht an der Uni ihre Gastprofessur antreten durfte, weil sie sich kritisch zum Ostkonflikt geäußert hat. Also oppositionell werden in Deutschland massenweise Konten gekündigt, also Apolut beispielsweise oder der jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost. Outlaw schreibt es gerade im Chat, Kritik an der LGBTQ-Ideologie. Ja, absolut, absolut, absolut. Also es gibt so viele Sachen, wo einem, wie gesagt, Konten gekündigt werden, wo man nach Deutschland nicht einreisen darf. Ich hatte es gerade gesagt, Giannis Varoufakis, Martin Sellner, also die Beispiele, die häufen sich ja. Und auf der linken wie auf der rechten Seite. Also jeder, die entscheidende Frage ist ja nicht, seid ihr links oder rechts, die entscheidende Frage ist, weicht ihr in wichtigen Themen, die der Mainstream gerade als wichtig erachtet, vom aktuellen Narrativ zu stark ab? Und seid ihr zu relevant, erreicht ihr ein zu großes Publikum, dann seid ihr raus. Dann wird euch der Kanal gelöscht, dann wird euch das Konto gesperrt und dann dürft ihr, wenn ihr Ausländer seid, eventuell nicht nach Deutschland einreisen. Also das sind die Mittel, die gerade schon gang und gäbe sind, die sich hier in relativ kurzer Zeit eingebürgert haben. Ja, MTOSAB schreibt gerade, Proletopia wurde demonetarisiert, ein weiteres Beispiel, weil er die Walkbubble zu sehr kritisiert hat und sich für Frieden ausgesprochen hat. Also die Zensur, die greift immer weiter um sich. Noch ein anderes Beispiel, mir fallen auf Anhieb so viele Beispiele ein, das ist schon krass. Antispiegel TV wurde auf YouTube gesperrt, weil sie eben ein Sender sind, der sich zu kritisch mit dem transatlantischen Bündnis auseinandersetzt. Jedenfalls kann man davon
ziemlich eindeutig ausgehen. Ich meine, die beschäftigen sich ja meistens mit russischer Innenpolitik beziehungsweise deutscher Innenpolitik oder allgemein Außenpolitik. Und da nehmen sie halt sehr kritische Positionen ein und entsprechend sind sie raus. Von unseren Leuten? Ja, aber nicht nur von der AfD, nein. Ja, die CDU, wir stehen kurz vor den Wahlen, die CDU entdeckt wieder, dass sie was rechtsblinken Wählerstimmen bringen könnte. Aber und im Bundestag könnt ihr das doch sagen. Also, wir sagen es ja auch, nur ja. Wir sagen es ja. Ja. Aber du meinst ja gerade, man kann manche Sachen nicht mehr öffentlich sagen. Wir als Politiker sagen das, dafür sind wir da. Ja. Aber du bezahlst ein Bekenntnis zu unserer Partei oder auch zu unseren Inhalten allzu deutlich. Bezahlst du... Womit? Mit einem Verlust eines gesellschaftlichen Ansehens. Beispiel, wir haben hier in Berlin den ehemaligen CDU-Finanzsenator Peter Kurt. Mhm. Ein honoriger Mann. Der hat, weil wir lange genug befreundet sind, hat er mich mal auf eine Dachgeschossparty oder auf eine Dachterrassenparty von sich eingeladen. Mhm. Das stand in der Zeitung. Dessen bürgerliche Existenz, seine bisherige, ist jetzt ruiniert. Also dem hat man mit dem CDU-Ausschluss gedroht, dem ist er zuvor gekommen. Der war noch eine Woche als Geschäftsführer interimsmäßig eines Umweltverbandes, das hat man beendet. Den hat man jetzt überall gebrandmarkt als quasi Faschist. Der wird auch nicht mehr eingeladen, das gleicht er natürlich aus, weil er dann andere Freundeskreise sich aufbaut. Nächstes Beispiel in Dresden, die Buchhandlerin Susanne Dagen, seitdem die sich inhaltlich zu uns bekannt hat, sie ist ja nicht Mitglied, hat die einmal ihren Kundenstamm wechseln müssen. Aber ist dieser Peter Kurt nicht derjenige, der bei dieser Konferenz in Potsdam im November dabei war? Nein. Das ist ein anderer. Er war definitiv nicht dabei. Peter Kurt war nicht dabei. Da waren ja andere CDUler dabei. Ja, da waren viele CDUler dabei, aber Peter Kurt war nicht dabei, weil er genau die CDUler, die da dabei waren, nicht leiden kann. Geht irgendwie wie mir. Warum warst du nicht dabei? Waren ja andere AfDler waren ja auch dabei. Nein, das war... Du kennst die Hausherrin ganz gut. Die Grundmelodie dieser Konferenz ist eher Werteunion gewesen. Also, das ist... Als gerade einer im Chat geschrieben hat, ja, ich weiß, dass ich nicht mehr im Bild war. Ich habe gerade die Heizung ein bisschen runtergedreht, weil die Sonne hier so ins Fenster scheint, dass es warm geworden ist im Raum. Also wundert mich euch nicht, wenn ich kurz weg bin. Das ist gewollt. Ich war da nicht dabei, weil ich... Warum gehen AfDler dann zu einer Werteunion? Gibt da Überschneidung? Ja? Ja. Okay. Gut, zurück zu dir, apropos Union. Du bist direkt nach der Wende, hatte ich gesehen. In die Junge Union. Mit 14 war das, ne? In die Junge Union, mit 14, mit 1991. Warum? Ja, weil ich politisiert war und dachte, das ist jetzt der Moment, dass ich mich einsetze und was mache. Und warum CDU? Weil das die Partei war, von der wir überzeugt waren, dass sie für genau die Prinzipien und Vorstellungen vom Land steht, die wir glaubten, immer gegen die DDR verteidigt zu haben und die wir jetzt zum Sieg gebracht haben. Okay. Und war es die Partei? Du bist irgendwann raus. Das ist eine interessante Frage. Ich erinnere mich, ich hatte als Student, da war ich dann Chef des Ringchristlich-Demokratischen Studenten an der Dresdner Universität, hatte ich eine Diskussion mit dem damaligen Assistenten Christoph Möllers, der ist jetzt hier ein super linksliberaler Public Intellectual in Berlin. Mhm. Und der sagte dann zu mir, ich würde nie CDU wählen, aber wissen Sie, wofür ich die CDU liebe? Dass die Leute wie Sie neutralisiert. Was meint er damit? Fand ich natürlich extrem empörend, dass er dachte, ich lasse mich neutralisieren. Ich befürchte, er hatte recht. Aber was meint er damit? Er meint damit, dass die CDU... denke ich, über die vergangenen Jahrzehnte bis zum Auftauchen der AfD hat sie Leute, die eigentlich echt konservativ oder wie ich es jetzt nenne, rechts gedacht haben, also diese Überzeugung hatten, hat sie bei sich aufgenommen und dafür gesorgt, dass sie politisch überhaupt nichts bewirkt haben. Also aller Strauß, der meinte, die rechts der CSU ist nur die Wand. Ja, wobei Bayern ist immer ein Sonderfall. Aber nehmen wir zum Beispiel Alfred Regger, das war nun ein klassisch altkonservativer rechter Hesse. Der hat in Hessen ja die Vorherrschaft der SPD gebrochen. Also was hat man gemacht? Man hat ihn dann nach Berlin geholt und wurde er sogar Fraktionsvorsitzender. Aber er hat ja politisch keine Spuren hinterlassen. Man hat ihn eingebunden und dafür gesorgt, dass er sich da um seine Randthemen kümmert. Aber auf die deutsche Politik Einfluss konnte man nicht nehmen. Und ich denke, dass das im Nachhinein, ich habe dann immer noch über 10 Jahre gebraucht, um die Konsequenz zu verstehen und es umzusetzen. Aber dass die CDU... die Konservativen, die es in Deutschland immer gab, die ich jetzt die Rechten nenne, weil der Begriff konservativ so schwammig ist, dass sie die zu sich reingeholt hat und dann dafür gesorgt hat, dass die nicht politisch wirkmächtig werden, Einfluss auf die Republik nehmen. Diese Analyse war leider richtig und insofern muss ich sagen, habe ich mich da wahrscheinlich geirrt mit einer Einschränkung. In Sachsen war es anders. In Sachsen in den 90er Jahren war die CDU eine echt coole Truppe. Hat die CDU versucht, dich einzubinden? Naja, ich war RCDS-Chef, ich war Bundesparteitagsdelegierter. Ja, in Sachsen in den 90er Jahren, das idealisiert Krah hier schon sehr. Da war die CDU an der Macht und sie hat das Land deindustrialisiert. Also die DDR, ehemalige DDR, die Bundesländer, die dann der Bundesrepublik sind, die haben in Friedenszeiten einen einzigartigen wirtschaftlichen Niedergang erlebt in den 90er Jahren. Und das alles unter CDU-Regentschaft. Die CDU hat nicht versucht, die alten Betriebe zu erhalten, sondern sie hat alles zerschlagen und verscherbelt. Also das sollte man schon sagen. Der wirtschaftliche Abstieg, also Krah hat ja gesagt, die DDR sei unterentwickelt gewesen. Stimmt auch, die DDR war wesentlich ärmer als die Bundesrepublik. Aber
Ja, als die Länder dann der Bundesrepublik beigetreten sind, ist die Bevölkerung erstmal noch mal ein ganzes Stück ärmer geworden. Allerdings war es so, die meisten meiner Generation haben ja schon im Studium quasi nur Politik gemacht. Und mir war das zu heiß, ich wollte ein anständiges Examen. Mhm. Und deshalb habe ich mich dann ausgeklinkt und habe erstmal geschaut, dass die Examensnote stimmt, dass ich die Promotion hingekriegt habe. Mhm. Ansonsten hätte ich, glaube ich, nicht die innere Freiheit, mich so zu exponieren, wie ich es tue. Aber haben sie dir nie irgendwie mal Mandat in Aussicht gestellt? Nein, das darum, oder wolltest du auch irgendwas werden? Also irgendwie kann auch mal im Bundestag... Ich wollte 2013, aber da war ich schon in Großmaul. Da bin ich angetreten gegen den amtierenden Kreisvorsitzenden und Amtsinhaber und habe knapp verloren in Dresden. Ja. Aber das Entscheidende ist ja, diese Neutralisierung erfolgt ja auch durch die politische Bildung, durch die Formung der Kandidaten. Also die jungen Union-Leute kommen hier rein und sind meist ungestümt und haben ihre Ideale. Und dann ist es ja klar, man wird dann eingeladen, man macht erstmal ein Presseseminar, macht ein Rhetorikseminar, man macht auch inhaltliche Seminare. Mhm. Man unterhält sich dann mit älteren Abgeordneten und dann versucht man sich... Im Laufe der Zeit, wenn man dann dabei ist, wenn man immer wieder auch die nächste Stufe erklimmt, schleift man ein bisschen ab. Ja? Also eine Partei formt ihren Nachwuchs auch. Und wenn ich mir jetzt die heutigen CDU-Typen anschaue, so meine Generation, gibt es da einen, der dich vom Hocker haut, der irgendwie kantig ist, der Prinzipien hat, wo du sagst, hey, das ist ein cooler Typ, mit dem würde ich gerne auch abends mal ein Bier trinken, wenn die Kamera aus ist und selbst wenn ich mit dem überhaupt nicht übereinstimme, aber zumindest kann er mir was erzählen, was mich selbst weiterbringt. Ich kenne keinen. Hast du deine Auffassung über Politik, Deutschland, Europa und so weiter, über die wir später noch reden, eigentlich für dich behalten, während du in der CDU warst? Oder bist du damit offen umgegangen? Ich war schon ziemlich laut. Und wie ist die CDU damit umgegangen? Also das, was du jetzt auch sagst, das hast du damals auch schon gesagt. Das Denken entwickelt sich. Ja. Ja? Und Nietzsche sagt ja nicht zu Unrecht, der denkende Mensch ändert seine Meinung. Aber die Prinzipien sind immer dieselben. Also ich habe irgendwie kurz nach dem Jahr 2010 bereits in der Sächsischen Zeitung als Gastbeitrag meinen langen Artikel geschrieben. Und als ich dann Oberbürgermeisterkandidat in Dresden war, sagt der Journalist zu mir, naja, Herr Krah, was Neues erzählen Sie mir hier nicht, das habe ich ja alles schon vor 10 Jahren von Ihnen gelesen. Also ich glaube, die Prinzipien sind gleich geworden, aber es zieselt sich aus. Es gibt ja auch ganz neue Fragestellungen, die wir vor 15 Jahren nicht hatten. Also vor 15 Jahren musste ich mir nicht Gedanken machen über Außenpolitik, da war das ziemlich klar. Und ich war immer ziemlich, ja, outspoken, das ist richtig. Und das war sicher etwas, was in der CDU nur begrenzt ankam. Also Kreisvorstandsmitglied konnte ich werden. Ja. Wahrscheinlich hätte ich es auch in den Stadtrat geschafft. Aber schon für ein Landtagsmandat, da passt man dann auf, dass es nicht passiert. Und wie gesagt, beim Bundestag war es so, dass da eine große Mobilisierung kam, dass dann der Amtsinhaber und Kreisvorsitzende doch nochmal mit 53% das Mandat bekommen hat. Dann war das auch gleich in die CDU reingegangen, ne? Ja, ist sofort rein, ja. Ist auch Funktionär geworden? Nein, er war... Ja, aber im Innenministerium hat er gearbeitet, ja, aber das ist ja ein Beamtenjob. Also er konnte gerade kein Parteifunktionär werden, ja, weil er ja Beamter war. Also er war passives Mitglied und war halt dann im Ministerium, am Ende Ministerialrat. Hast du deine Auffassung von deinem Papa geerbt oder habt ihr unterschiedlich? Weil er ist ja immer noch in der CDU. Ja, ist in der CDU, weil er sagt, er ist jetzt in einem Alter, wo er nicht mehr wechselt. Ach so. Ja. Und was habe ich geerbt? Ich glaube, also wir haben uns eigentlich immer gestritten um Politik. Ja. Und trotzdem würde ich heute sagen, dass ich in allen wesentlichen Fragen eigentlich mit ihm übereinstimme. Ja, warum holst du denn nicht in die AfD? Weil er mittlerweile eigentlich schon pflegebedürftig ist. Also er hat 3 Schlaganfälle. Er ist am Ende seines Weges angekommen und da hat er zurzeit andere Themen als Politik. Er schließt ab gerade. Aber hat er noch mitbekommen, dass du in die AfD gegangen bist? Wie fandet er das? Ah ja. Ja. Warum? Weil er sich selbst immer brennend für Politik interessiert hat, weil ich von seinen 3 Kindern der einzige bin, der dieses brennende Interesse übernommen hat und weil es jetzt halt umsetzt und welcher Vater ist da nicht stolz drauf? Hm. Ich hatte jetzt gelesen, du bist für die Zerstörung der CDU. Ja. Das ist doch klar. Weiß dein Papa das, dass du seine Partei zerstören willst? Das weiß er. Okay. Warum willst du die CDU zerstört sehen? Weil wir einen Wandel in Deutschland nur hinbekommen, wenn die CDU in ihrer heutigen Form nicht mehr da ist. Der Punkt ist, die CDU bindet, sie neutralisiert, das nehmen wir das Wort, Wähler, die eigentlich eine eher konservative, sagen wir mal, eine nicht grüne Politik wollen. Die CDU tut immer eins, vor den Wahlen blinkt sie nach rechts, dann wählen die Leute die CDU, weil sie sagen, naja, da wissen wir, was wir haben und so weiter. Nachher macht die CDU eine Koalition mit den Grünen. Und wir sehen in ganz Europa, dass es zu einer Änderung der Politik weg von diesem dominierenden... Ich kriege gerade einen Hinweis, also was Krah hier über die CDU sagt, das stimmt grundsätzlich. Die etablierten Parteien, die sind sich in allen Wegen einig, kulturell wokistisch, außenpolitisch transatlantisch und wirtschaftspolitisch neoliberal. Und transatlantisch kann man bei der AfD in Frage stellen, das ist ja noch am wenigsten. Neoliberal wirtschaftspolitisch ist er auf jeden Fall. Und ja, okay, dass so kulturell anti-woke ist, das möchte ich Ihnen doch zugestehen. Aber ich habe im Chat gerade einen Hinweis gekriegt, deswegen unterbreche ich gerade.
Thilo Jung wird von seinem Chat ziemlich fertig gemacht. Und jetzt habe ich überlegt, dass wir den Chat einblenden könnten. Wo macht man das denn? Es geht doch bestimmt, also bei Twitch kann man den Chat hier so nebenbei laufen lassen. Bei Twitch kann man den Chat nebenbei laufen lassen. Also, genau so laufen lassen, sagt MP außer B. Okay, das können wir auch machen. Dann schneide ich das gleich mal etwas. Irgendeinen grünen Mainstream nur dann kommt, wenn eben diese christdemokratischen Parteien, die rechts die Wähler abgreifen, aber dann links mitmachen, wenn die klein werden oder verschwinden. Also in Italien war der Weg freier, als die Demokratia Christiana verschwunden ist. In Ungarn war der Weg für Orban freier, als die Christdemokratie verschwunden ist. In Polen war der Weg für die Kaczynskis freier, als diese christdemokratischen Mitteparteien verschwunden sind. In Frankreich hätte Marine Le Pen niemals über 40% geholt, wenn nicht die Gaullisten mittlerweile unter 10% wären. Und das ist mittlerweile, also bis in die 90er Jahre hinein, war es in Europa ja insgesamt so, dass die Politik dominiert wurde von diesen christdemokratischen Parteien der Mitte. Mhm. Mittlerweile ist es eigentlich so, dass wir in ganz Europa, nur noch in Deutschland, diese dominierende christdemokratische Partei haben, vielleicht noch in Spanien, dass überall sonst aber diese starken Staatsparteien christdemokratischer Prägung verschwunden sind. Und dass dadurch überhaupt erst der Weg frei ist, dass dezidiert konservative rechte Parteien zu Volksparteien werden können. Aber wie zerstört man die CDU? Sie zerstört sich selbst. Wie denn? Sie wird ab 2025 eine Koalition mit den Grünen eingehen. Es werden sehr, sehr viele Leute, die von der Ampel enttäuscht sind, werden 2025 CDU wählen. Sie werden sagen, AfD, naja, kann man denen das Land anvertrauen? Noch zu jung, vielleicht zu radikal. Wählen wir doch mal den Merz. Der sieht so schön aus wie die alte Bundesrepublik. Und dann wird Herr Merz regieren mit den Grünen. Und die Politik von Schwarz-Grün wird im Wesentlichen dasselbe sein wie die Ampel. Ja, nicht, 2020 also, erleben. Wenn man sich die aktuellen Umfragen anguckt, wird es nicht schwarz-grün, sondern schwarz-rot-grün. Also CDU, SPD und Grüne und mit dem Bundeskanzler Friedrich Merz. Also das werden wir wahrscheinlich bis 2029 sehen. Schwarz-rot-grüne Koalition mit Friedrich Merz als Kanzler. Und na, wie gesagt, ich blende jetzt den Chat noch mit ein und versuche da ein bisschen drauf zu achten. Denn in meinem Chat wurde mir gerade gesagt, dass da viele ziemlich aggressiv gegen Thilo Jung gehen würden, was durchaus interessant wäre. Eben, dass viele Leute. Also wenn Thilo Jung sich hier tatsächlich eine intolerante, also wenn einige aus Thilo Jungs Community tatsächlich so intolerant wären, dass sie nicht mal ein Interview mit Maximilian Krah würden. Sagen, wahrscheinlich geht es eben dann doch nur mit der AfD. Ich hatte jetzt auch mitbekommen, dass viele fürchten, wenn die CDU mit der AfD in Thüringen oder Sachsen gemeinsame Sache, entweder Koalition oder Duldung machen würde, das würde die CDU zerstören. Das würde sich wahrscheinlich umgekehrt auch studieren, das kann schon sein. Also in Sachsen und in Thüringen zerstört es die CDU gerade, dass sie die ganze Zeit mit den linken Parteien zusammenarbeitet. Aber es ist richtig, wenn man die sächsische und Thüringer CDU das tun lässt, was sie will, nämlich mit uns kooperieren, würde das für die CDU, sagen wir mal, im Rheinland oder im Münsterland oder in Baden, wo es eher eine mittlerweile schon Partei ist, die links der Mitte unterwegs ist, würde es zu furchtbaren Konflikten führen. Und deshalb wird die Bundes-CDU alles tun, die sächsische, sachsen-anhaltinische und Thüringer CDU daran zu hindern, mit uns eine Tolerierung auszuhandeln. Das wird für die sächsische, Thüringer, sachsen-anhaltinische CDU ein furchtbares Problem, weil dann muss sie weiter, weil sie ja keine Alternative hat, grüne Politik machen und das treibt die Wähler weiter zur AfD. Und umgekehrt ist es ganz klar, wenn die CDU eben konsequent eine Politik macht, die sich von der Ampel nur graduell unterscheidet, werden all jene, die Verlierer dieser Politik sind, das sind sehr viele Menschen in unserem Land, werden am Ende sagen, ja, AfD, wir haben Punkte an ihr zu kritisieren, aber es geht halt nicht anders, was sollen wir sonst wählen? Und das wird uns dann den nächsten Schub bringen. Ich meine, du meinst gerade, Thüringer CDU macht gemeinsame Sachen mit den linken Parteien, also ich habe eher so mitbekommen, ihr habt gemeinsam Kemmerich gewählt, zumindest. Ja, das hat einen Tag gehalten. Gemeinsame Gesetze wurden mittlerweile in Thüringen schon. Eins. Ja, aber. Die CDU hält seit 5 Jahren den Ramelow als Ministerpräsidenten. Der ist ja Ministerpräsident ohne parlamentarische Mehrheit. Er ist gewählt worden mit Stimmen der CDU. Und er hält sich ja, er kriegt ja seinen Haushalt nur durch, dank der CDU. Er kann ja tatsächlich nur regieren, weil die CDU im richtigen Moment entweder zustimmt oder sich enthält. Das heißt, dass es den Ministerpräsident Ramelow in Thüringen überhaupt gibt und dass es ihn überhaupt noch gibt, obwohl Neuwahlen versprochen waren, verdankt Ramelow der CDU. Wenn sie dann irgendwie zweimal bei völlig klaren Dingen mit der AfD stimmen, dann ist das gar nichts. Das ist eine nette Geste.
Aber wir haben in Thüringen einen linken Ministerpräsidenten Ramelow, den es da nicht gäbe ohne die CDU. Ihr seid ja gerade in Thüringen, Sachsen, zumindest in Umfragen die stärkste Partei. Könnte ja sein, dass ihr dann damit, also es wird schwer gegen euch eine Regierung wird es. Zu machen. Wenn du die CDU zerstören willst, dann werden die ja bestimmt nicht sagen, okay, dann dulden wir die AfD-Regierung mal oder machen wir denen eine Koalition. Das ist, denke ich, eine Frage, wie wir das vor Ort machen. Du bist ja aus Sachsen. Also ich bin aus Sachsen. Was willst du denn als AfD-Sachsen? Die CDU Sachsen also mit euch? Ich hoffe, dass wir es schaffen, ohne die CDU regieren zu können. Das ist unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Ja. So. Ansonsten, wenn es so ist, dass die CDU, also das Wahlergebnis wird mutmaßlich so sein, dass die CDU mit allen anderen Parteien koalieren muss, um uns zu verhindern. Das ist die Zerstörung der CDU, die Selbstzerstörung. Wenn die CDU sagt, wir wollen uns aber nicht selbst zerstören, würdet ihr uns tolerieren, würde ich meinen Parteifreunden empfehlen, Land geht vor Partei, macht es. Also wenn das ist doch sehr interessant. Also Kahr spricht sich hier wirklich dafür aus, mit der CDU zusammenzuarbeiten. Das ist ja auch das, was Björn Höcke schon beim TV-Duell mit Mario Vogt gesagt hat, dass man eine Minderheitsregierung toleriert von der CDU bilden will oder selbst die CDU tolerieren will. Also das ist doch eine sehr klare Position. Man arbeitet auf eine Zusammenarbeit mit der CDU hin. Also das sind ziemlich klare Aussagen, die sich auch mit dem decken, was Alice Weidel letztes Jahr oder vor zwei Jahren mittlerweile fast schon gesagt hat. Da hat sie nämlich gesagt, dass es im Hintergrund Gespräche mit der CDU-Vertretern liefen, informelle Gespräche über eine künftige Zusammenarbeit und dass eine Zusammenarbeit mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht ausgeschlossen sei. Also dementsprechend, ja, ist es ein Szenario, was es in ostdeutschen Bundesländern bald erwarten könnte. Eine Minderheitsregierung der AfD toleriert von der CDU oder andersrum eine Minderheitsregierung von der CDU toleriert von der AfD. Also das ist, ja, zumindest das, was man aus Kahrs Antworten und auch aus Höckes letzten Antworten und aus dem, was andere AfD-Vertreter wie Alice Weidel schon länger sagen, rauslesen kann. Kretschmer, Sachsen-Union sagt, wir wollen eine alleine Regierung machen und die AfD toleriert uns. Da würde ich empfehlen, zuzustimmen. Obwohl du diese Partei zerstört sehen möchtest. Partei. Landeswohl geht vor Partei. Sachsen nochmal 5 Jahre mit grünen Ministern, das ist eigentlich, oder was heißt eigentlich, das ist ein Desaster. Aber dann müsstet ihr, wenn ihr die CDU dann duldet, das ja dann alles mitmachen. Na, wieso alles? Dulden sie. Und wenn sie unsere Stimmen haben will, muss sie halt von Einzelfall zu Einzelfall mal vorbeiklingeln kommen. Und warum nicht andersrum, dass die CDU euch duldet? Das ist noch besser, aber das ist noch unwahrscheinlicher. Das Allerbeste ist natürlich, in der Staatskanzlei sitzt Jürgen Urban. So. Die superschönste Lösung ist mit einer eigenen parlamentarischen Mehrheit. Die zweitschönste Lösung ist von der CDU geduldet. Eine Koalition? Ist auch nett. Ja. So, alles das, also die absolute Mehrheit ist im Bereich des unwahrscheinlich Möglichen. Duldung und Koalition halte ich für noch unwahrscheinlicher, eben wegen der Bundes-CDU, wegen der West-CDU. Würden wir auch mitmachen. Wir würden auch helfen, wenn die CDU sagt, wir wollen ohne die Grünen koalieren. Auch das wird die West- und Bundes-CDU verhindern. Das heißt, das, was leider wahrscheinlich ist und wogegen wir kämpfen und wo wir auch unsere Landsleute in Sachsen wachrütteln wollen. Ja, ich hatte jetzt mal tatsächlich ein bisschen auf den Chat geachtet und das Erste, was ich sehe, man gibt Nazis keine Bühne. Also ja, den Gegner als Nazi beschimpft. Das ist recht. Es gibt einige in Thilo Jungs Community, die schon etwas intolerant sind. Wenn man mal kurz auf den Chat achtet. Ich hatte ihn ja extra eingeblendet für euch. Heißt, wir kriegen eine ganz scheußliche... Ja, so schlimm wie bei Dara ist es nur nicht, weil es einige im Chat schreiben. Also bei Dara, da ist die Frequenz ja wesentlich höher. CDU-Grüne-Linkspartei-Koalition. Zurück zu deiner Biografie. Klar. Warst ein guter Schüler offenbar. Warum hast du Jura studiert? Das war damals... Also mich interessieren diese biografischen Fragen eher nicht. Ich hätte vorhin das mit dem Vater wahrscheinlich auch schon überspringen sollen. Mich interessieren politische Inhalte. War in vielerlei Hinsicht hatte sie mehr demokratische und weniger rechtsstaatliche Elemente. Das Grundgesetz. Das Grundgesetz ist rechtsstaatlicher und weniger demokratisch. Aber du stehst klipp und klar zum Rechtsstaat. Und ich bin Jurist, das ist genau mein Handwerkszeug. Also was heißt Rechtsstaat? Rechtsstaat heißt, dass es für alle geltende, auch für die Mächtigen geltende juristische Verfahren gibt. Und dass diese Verfahren einzuhalten sind. Und dass sich jeder auf die Gültigkeit und Unparteilichkeit dieser Verfahren verlassen kann. Und dass jeder auch gleich ist vom Recht. Absolut, die Gleichheit für den Gesetz, der gleiche Zugang zum Rechtsstaat. Jeder kann sich an Gerichte wenden. Jedem wird rechtliches Gehör gewährt. Das heißt, der Rechtsstaat ist für mich, oder er ist nach den klassischen Definitionen, ein formales Kriterium. Und wenn man formale Verfahren hat, haben die etwas unglaublich Beruhigendes, weil sie eben nicht
nach der politischen Meinung schauen. Vor dem Gesetz sind alle gleich. Und das ist ein großer Wert, von dem ich ja profitiere. Denn wenn zurzeit es eben diese Gleichheit vor dem Gesetz nicht geben würde, in der zurzeit gegen meine Partei doch recht aufgeheizten Stimmung, wäre das für mich nachteilig. Insofern, ich mag das Recht, ich mag diese rechtsförmigen Verfahren und ich setze mich sehr dafür ein, dass sie gewahrt werden und auch nicht abgeschliffen. Mhm. Bist du jetzt Verfassungspatriot oder nicht? Unter Verfassungspatriotismus versteht man leider, dass das Recht ausreicht, um eine Gesellschaft am Leben zu halten. Das teile ich nicht. Also ein Haus hat eine Hausordnung. Das ist die Rechtsordnung. Aber sie hat eben auch eine Statik. Sie hat eine Architektur. Man kann nicht mit dem Recht die Ethnologie, die Soziologie, die Kommunikationswissenschaft, die Politik ersetzen. Sondern das Recht ist eine Sphäre im Funktionieren einer Gesellschaft. Und der Name Verfassungspatriotismus, der tut so, man braucht eigentlich nur die Verfassung und dann hat man alles. Und diese Ausdehnung des Rechts, dass das Recht quasi alles andere ersetzt und dass man nur die Rechtsordnung braucht, das glaube ich nicht. Insofern, den Begriff des Verfassungspatriotismus halte ich für scheußlich unterkomplex. Er klingt toll, aber es ist etwas, was am Ende nicht funktioniert, sondern eine Gesellschaft braucht schon mehr. Ich will es auch kurz erklären, weil das Grundgesetz da ist. Das Grundgesetz regelt zwei Dinge. Das Verhältnis des Einzelnen zum Staat und das Verhältnis der Staatsbehörden untereinander. Weil das Grundgesetz regelt nicht das Verhältnis zwischen uns beiden. Ja, dafür gibt es das BGB. Das Bürgerliche Gesetzbuch. Ja, aber du kannst jetzt nicht aus der Verfassung ableiten, wie sich die Menschen untereinander verhalten sollen. Ja, gut, es gibt ja so Artikel 1, Menschenwürde. Also das ist auch so, da steht dann alles drin. Ich meine, in dem juristischen Grundgesetzkommentar steht es im Artikel 1, steht 30 Seiten. Du darfst meine Menschenwürde nicht antasten, nicht deine nicht. Das ist zum Beispiel Artikel 1, das ist das Wichtigste. Selbst das ist, im Artikel 1 steht drin, sie zu achten und zu schützen, ist die Aufgabe jeder staatlichen Gewalt. Ja. Das heißt, die Artikel 1 und die Grundrechte, sie verpflichten zuallererst einmal den Staat. Aber sie verpflichten jetzt nicht zwingend. Also du zum Beispiel darfst Unterschiede machen zwischen Menschen, der Staat nicht. Der Staat muss alle gleich behandeln. Aber du selbst darfst zum Beispiel sagen, der Freund ist mir lieber als jener Freund und deshalb schenke ich dem zu Weihnachten mehr als dem. Mhm. Das kannst du rein willkürlich machen, der Staat darf das nicht. Das heißt, Artikel 1 und die Grundrechte drin, wo andere Staaten darauf neidisch werden. Und darauf kann man ja stolz sein. Darauf bin ich stolz und das ist trotzdem noch nicht Verfassungspatriotismus. Weil du die Volksentscheide angesprochen hast, ja? Bist du denn auch für Volksentscheide, die potenzielle Grundrechte betreffen könnten? Also, dass dann der Mehrheitsentscheid des Volkes Grundrechte verletzen könnte? Also, jedes Gesetz kann ein Grundrecht verletzen, sofern es verhältnismäßig ist. Also Beispiel, es gibt ein Gesetz, das sagt, wenn jetzt du ein Grundstück hast und da will die Stadt jetzt aber eine wichtige Straße drauf bauen, dann darfst du dich enteignen gegen Entschädigung. Mhm. Da wird Artikel 14 in dein Grundrecht auf Eigentum eingegriffen. Mhm. Das heißt, in ein Grundrecht darf eingegriffen werden, aber natürlich muss am Ende von dem Grundrecht noch was übrig bleiben. Was überhaupt nicht geht, ist das komplette Abschaffen eines Grundrechts. Also Der Chat, der dreht gerade, ist immer blöd, da wir den Chat und das Video ein bisschen verzögert haben. Also was Krader gerade beschreibt, dem kann ich wirklich reagieren. Ich finde, das liegt nicht daran, es liegt einfach daran, dass ich ihm nicht groß widersprechen kann, weil die Sachen, die er ausführt, eigentlich Selbstverständlichkeit sind, beziehungsweise Erklärungen, denen man inhaltlich ja auch nicht widersprechen kann. Aber jetzt scheint der Chat ja richtig auszurasten. Also 10 Minuten nach der Stelle, wo wir gerade sind, da scheint, glaube ich, ordentlich was los zu sein. Also jetzt nimmt der Chat schon wirklich dareske Züge an. Ein Gesetz darf in ein Grundrecht eingreifen, wenn dieser Eingriff notwendig, verhältnismäßig angemessen ist. Mhm. Aber es darf keine Willkür entstehen. Und dasselbe gilt jetzt auch für einen Volksentscheid. Ein Volksentscheid darf nie mehr machen, als der Bundestag tun durfte. Mhm. Also beim Volksentscheid darf nicht einfach mehr entschieden werden, als das, was der Bundestag auch entscheiden dürfte. Auch bei einem Volksentscheid. Ja. Also hier hat Kra völlig recht inhaltlich, um das mal zu sagen. Volksentscheide, natürlich dürften die nicht mehr in Grundrechte eingreifen, als es der Bundestag dürfte. Und letztendlich muss das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Was natürlich problematisch ist, da das parteipolitisch besetzt ist. Also der Chat, der dreht ja hier wirklich völlig durch. Der brabbelt nur wirres Zeug. Brecht das bitte ab und schmeißt den raus. Er hat überhaupt nichts zu sagen. Hier sind schon einige Gegner der freien Debatte im Chat. Oder da passiert gleich in 10 Minuten noch was. Ich bin gespannt. Volksentscheid darf am Ende das Verfassungsgericht kommen und sagen, tut mir leid, liebes Volk, habt ihr zwar schön entschieden, aber geht nicht. Mhm. Das verletzt die Verfassung. Das muss klar sein. Also insofern, ein Volksentscheid ist jetzt nicht das Mittel, die Verfassung zu zerstören. Sondern ein Volksentscheid würde nichts anderes sein, als das, was der Bundestag ohnehin darf. Aber dann eben in einem anderen alternativen Verfahren. Zurück zu dem Jurastudium. Wo hast du das Studium? Dresden. Nur in Dresden? Nur in Dresden. Ich bin stattdessen lieber in einem Semesterferien. Ich sagte ja, ich überspringe diese biografischen Fragen, da mich das nicht sonderlich interessiert. Das will ich auch so sehen. Also meine Mutter war Sonderschullehrerin. Das ist schon sehr, also da sieht man schon viel.
also so die klassische Familienfrömmigkeit war nicht da. Bei mir war das eigentlich so ein Punkt, dass ich immer an gewisse Situationen gekommen bin. Ist für dich das Grundgesetz wichtiger oder die Bibel? Ich sehe das nicht als Widerspruch. Ich glaube, die Mehrheit der Mütter und Väter des Grundgesetzes waren sehr, sehr deutlich frömmere Katholiken als ich. Geht in der Bibel nicht irgendwie, dass man Ehebrecherinnen steinigen soll? Also ich habe die jetzt nicht komplett durchgelesen, aber ja, schon die Antwort, ich sehe das auch ein bisschen seltsam, finde ich. Welche Bedeutung hat die Bibel denn für dich? Als Katholik ist die Bibel jetzt nicht das Zentrale. Ne? Ne? Na, das ist, also sola scriptura ist ziemlich Luther. Der katholische Glaube ist schon ein bisschen bunter. Das ist so ein bisschen wie, vielleicht wie beim Verfassungspatriotismus. Die Verfassung ist wichtig, aber sie ersetzt nicht alles drumherum. Der Katholik schätzt die Bibel, aber eigentlich lebt er in einer Welt, die doch sehr viel sinnlicher ist. Also da gehört dann eben dazu, dass man in die Kirche geht, dass sie auch schön ist. Da gibt es dann die 7 Sakramente, zu denen man bitte schön gelegentlich gehen sollte. Mhm. Nicht zur letzten Ölung, aber zu denen, die man kann. Es ist eine sehr, sehr schöne Welt des Geistes und wir sind jetzt hier festgesetzt auf diese Welt mit unserem Tisch und mit unserem irdischen Leben. Aber ich glaube, dass sehr viele Menschen in unserem Land auch die Sehnsucht haben oder die Ahnung haben, dass es irgendwie etwas gibt, was das unser alltägliches Leben übersteigt. Und der Katholizismus also, ist ein Weg. Himmel und Hölle? Nein, einfach übersteigt. Dass es einfach Dinge gibt, die wir nicht mit Mathematik, Physik, Ökonomie und Soziologie fassen, sondern dass wir als Menschen auch einen Platz haben, der vielleicht mehr ist als die rein physische Welt. Glaubst du an den Himmel und die Hölle? Ich glaube daran, dass es mehr gibt als die physische Welt. Himmel und Hölle sind dafür schöne Bezeichnungen. Glaubst du, dass du in den Himmel kommst? Na, das hoffe ich. Ob ich das zurzeit glaube, das ist bei Politikern schwierig. Ja, kann ja sein, dass du sagst, spricht bisher nichts dagegen, oder? Ja, ich glaube, ich muss mich noch ein bisschen anstrengen. Meinst du, dass Jesus in der AfD wäre heute? Jesus war revolutionär. Also ich glaube, es gibt zurzeit keine revolutionärere Partei als die AfD. Allerdings würde ich jetzt ungern Jesus politisch vereinnahmen wollen. Ihr seid revolutionär. Das heißt, revolutionär ist ein Umsturz. Wir sind revolutionär im Sinne von, wir sind revolutionär im Sinne von, dass wir Fragen aufwerfen, vor denen die anderen Parteien sich drücken oder die sie überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen. Wir sind revolutionär in dem Sinne, dass wir bereit sind, alteingebrachte Routinen und immer wieder dasselbe einfach mal anders zu machen. Wir sind revolutionär in dem Sinne, dass jeder, der glaubt, oder dass das, was wir in Deutschland zurzeit haben, so nicht ewig weitergeht, sondern dass wir neue Ansätze in der Politik brauchen, dass er eigentlich bei uns, dass er den einzigen Platz, wo er den finden kann, dass der bei uns ist. Und bei uns, wir lieben neue Ideen. Und wir wollen tatsächlich eine Zukunft haben, die lebenswert ist. Und wir glauben oder sind überzeugt, dass wenn wir einfach den Weg, der jetzt beschritten wird, weiterlaufen, dass das uns in eine Dystopie führen wird. Welche Bedeutung haben die 10 Gebote für dich als Katholik? Die sind, glaube ich, die 10 Gebote sind so allgemein, dass sie für jeden Menschen eine Bedeutung haben. Also du sollst nicht töten. Ich wüsste jetzt nicht, dass irgendjemand, egal ob er Katholik ist oder nicht, sagt, super, jetzt gehe ich mal töten. Also insofern, das sind ja einfach zivilisatorische Grundregeln. Weil man kann jetzt den Katholizismus nicht auf 10 Gebote runterbrechen. Ja, aber die sind schon wichtig. Die sind alles wichtig und Teil des Fundaments. Kennst du alle? Gott ehren, den Namen, kein Bildnis. Und dann kommen die 7. Und dann kommen die 7 zwischenmenschlichen, also nicht töten, nicht stehlen, nicht begehren eines anderen Weib, nicht falsch Zeugnis geben. Den Nächsten lieben? Das ist Neues Testament, das ist nicht 10 Gebote. Das, so. Das ja. Ist schon. Na gut, da fehlen noch 3. Moment. Morden, stehlen, Zeugnis. Zeugnis. Nicht begehren des anderen Weib. Fehlen noch. Ich dachte, so als überzeugter Katholik kennt man das. Nein. Naja, das ist jetzt schon. Wie gut erinnerst du dich aus einem Religionsunterricht aus der 5. Klasse? Das finde ich jetzt schon ein bisschen albern. Naja, ich glaube, wir spulen mal nach ganz. Vielleicht wird es dann interessanter. Also das finde ich jetzt ein bisschen albern, hier ihn mit so einer Wissensfrage irgendwie. Herr zu sein, du bist, jetzt ist ein theologisches Wort, Gottes Ebenbild. Und wir helfen dir, genau diese Existenz, die... Dankeschön, SepiTV, dass du ein Abonnement abgeschlossen hast. ...nicht deine irdische Existenz ist. Wir helfen dir, deine geistige Existenz zu erkennen, in sie reinzuwachsen, und in ihr zu leben. Wir machen dich so. Die Kirche muss spirituell sein. Sie darf nicht irdisch sein. Sie darf sich nicht um den Alltag kümmern, sondern sie muss dem Einzelnen eine Chance eröffnen, gerade aus diesem Alltag in eine geistige Welt auch mal rauszutreten. Und das tut sie nicht. Die deutsche Kirche ist völlig unspirituell. Also guckt euch das mal an. Also er redet hier ein bisschen über Kirche, über Spiritualität. Wie gesagt, finde ich jetzt nicht so interessant. Also wirklich überhaupt nichts stark Politisches. Und wie der Chat hier ausrastet, wirklich interessant. Bigger, wie lost kann man sein? Von Wolfgang M. Schmidt-Ultras.
jetzt zieh den Namen des armen Wolfgang M. Schmidt hier nicht in den Schmutz. Ich erkenne bei Kra auch keine geistige Existenz. Gott, es ist ja fast interessant, hier auf den Chat zu gucken. Also Kra gibt ja einige Allgemeinplätze von sich und kann sich an den Großteil der 10 Gebote erinnern und der Chat rastet aus. Das ist ja, Bro, alles ist politische Pappnase. Gott. Also was ist das für ein Chat? Sie kümmert sich nur um Politik nicht mehr. Sie ist heute nur noch NGO. Echt? Ja. Ja, bitte. Wie heißt der Erzbischof von Berlin? Keine Ahnung. Gut. Glaubst du, dass dieser Erzbischof, wenn du mit ihm jetzt reden willst, über die Frage, wie kann ich in eine geistige Welt reinkommen und vielleicht, was bedeutet Gott in meinem Leben, dass dieser Erzbischof in irgendeiner Form für dich relevant ist? Also du hast jetzt die Wahl, du kannst den Erzbischof von Berlin fragen und sagen wir mal... Schon wieder, also wie gesagt, ich finde das, was Kra gerade sagt, nicht so interessant. Er kritisiert hier die deutschen Kirchen und dass die deutschen Kirchen sich beim Mainstream anbiedern, das ist ja kein neues Phänomen, das war ja schon immer so. Und dass er jetzt auf diesen Podcast komplett mitmachen, stimmt ja auch. Also das ist ja, wie gesagt, das sind halt die deutschen Kirchen, das ist nichts Neues. Also die evangelischen Kirchen sind ja zustande gekommen als Vertreter eines absolutistischen, fürstengeführten Kirchentums und keiner großen katholischen Kirche, die Rom mehr untersteht. Also da waren ja schon, ja, die evangelischen Kirchen haben ja von Anfang an schon die politischen und ökonomischen Interessen der Fürsten vertreten und nicht, um sich von Rom lossagen zu können. Also das ist wirklich kein neues Phänomen, das ist ein uraltes Phänomen, gerade bei der evangelischen Kirche. Der Erzbischof von Berlin ist 1000-mal spiritueller als der Schwurbler. Gerade hatte ich gelesen, Nazis soll man keine Bühne bieten. Das wollte ich gerade noch vorlesen. Aber ja, die Kommentare kommen ja auch zuhauf. Also ja, der Chat nimmt wirklich immer mehr Daraeske Züge an. Oder vielleicht achte ich jetzt auch nur mal darauf. Wie gesagt, den Chat, den finde ich gerade wesentlich interessanter, als was Maxi Kra jetzt zu den Kirchen zu sagen hat. Das ist ja doch relativ trivial und das dürfte jeder von uns mitbekommen haben. Ist, wie gesagt, auch kein neues Phänomen. Na gut, außer wenn du zu einem pädophilen Priester kommst, ne? Ja, aber die gibt es komischerweise bei den Modernen deutlich häufiger als bei den Konservativen. Ist auch interessant. In den konservativen Gemeinschaften ist das so gut wie nicht vorgekommen. Gerade in den 70er Jahren ist es da vorgekommen, wo die Kirche besonders modern und diesseitig war. Aber das ist nur am Rande. Aber ich glaube, das mit der Pädophilie, das ist auch Jahrhunderte alt, nicht ein neues Ding. Weil wir die Fälle ja zurückverfolgt haben und wir sehen ja an den jetzigen Untersuchungen auch, wo der Peak war. Und der Peak war eben genau, als die Kirche Mitte der 60er Jahre. Also dieser Wolfgang im Schmidt-Ultras ist ja wirklich schlimm. Also Pädophile relativieren Kra, ja, das hat Kra überhaupt nicht gemacht. Also Feststellung getroffen. Wie gesagt, das kann man jetzt empirisch bestimmt überprüfen. Das stimmt, keine Ahnung, aber er hat nichts relativiert. Das ist ja wirklich absurd. Entschieden hat, dass sie jetzt mal super duper weltlich wird. Da fing es an. Warum? Also wir hatten letztens gerade vor Weihnachten jemanden zum Zweiten Vatikanischen Konzil hier. Das ist der Grund, warum die Priester pädophil wurden. Nein, aber das setzte Prozesse in Gang. Ja. Die dazu geführt haben, dass die Leute eben sich mehr aus ihrer geistigen Existenz meinten, sie müssten sich jetzt um irdische Probleme kümmern. Und irdische Kinder anfassen. Nein, aber zum Beispiel, dass ein Priester, der vorher vielleicht überhaupt nicht über irgendwelche Sexualität groß reflektiert hat, jetzt plötzlich der Meinung ist, naja, meine geistige Welt ist mir versperrt. Und dann anfängt irgendwie Pornografie, Kinderpornografie kommt ihm dann vor die Hand. Und er steigert sich rein. Also Sexualität ist ja durchaus etwas Fließendes. Es ist ja nun, sicherlich gibt es Tendenzen und Neigungen. Uns auch von dem Raumort Alltag zu verlassen und sich in eine überzeitliche, überörtliche Gemeinschaft einzufügen. Ja. Und wenn ich das jetzt aber alles nur in der heutigen Sprache mit heutigen Worten mache, was ist dann überzeitlich, überörtlich, überräumlich? Das heißt, in dem Moment, wo ich mich aber hinstelle und dann singt da vorne irgendeine Litanei in Latein. Ich habe ja die Übersetzung im Buch. Ich weiß ja, was er macht. Mein Latein ist lausig. Dann weiß ich, okay, ein Christ im 6. Jahrhundert irgendwo in Frankreich, der hat jetzt dasselbe Lied gehört. Er ist jetzt eigentlich mit mir gemeinsam vor diesem Schauspiel. Ich bin Teil einer Gemeinschaft, die nicht auf die heutige Zeit beschränkt ist. Weil der Priester im 16. Jahrhundert auf Latein das vorgetragen hat, wie heute dann.
teilweise dieselben Worte, dieselbe Melodie. Mhm. Das ist ja die Religion gewinnt ihre Glaubwürdigkeit genau durch die Überzeitlichkeit. Eine Religion, die heute anders... Gott, nimm den Frauenhasser mal endlich in den Schwitzkasten. Also, der Chat ist auch wesentlich unterhaltsamer als Maximilian Kraden erzählt hier, die Kirche, ja, scheint ein religiöser Mensch zu sein, kann er von mir aus auch sein, interessiert mich jetzt nicht so, es scheint für seine Politik auch nicht allzu relevant gewesen zu sein. Also es wäre genauso, wie er ein Interview mit Carl Schmitt machen würde und ihn, ohne ihn jetzt vergleichen zu wollen, um nicht falsch verstanden zu werden, und ihn die ganze Zeit nach seinem Katholizismus befragt hätte. Katholizismus ist jetzt nicht das Interessante an der Person Carl Schmitts, wenn man den interviewt hätte. Und ja, ob es an der Maximilian Krah irgendwas Interessantes gibt, ob er zu historischen Weichenstellungen, zur Politik etwas zu sagen hat, das müsste man halt rausfinden, indem man politische Fragen stellt und nicht immer auf dieses religiöse oder persönliche biografische geht. Also das ist jedenfalls meine Auffassung. Die Fragen vorhin zur Koalition mit der CDU waren sehr erhellend. Also das war doch eine klare Richtungsaussage. Aber diese Fragen hier zur Religion, die finde ich dann doch etwas nervig. Das ist als Internex. Im Anspruch, eine geistige Welt zu sein, eben sehr, sehr schön künstlerisch umsetzt. Gibt es so heilige oder bedeutende Personen, Persönlichkeiten in der Kirchengeschichte, die dir nah sind, also wo du sagst, das ist... Noch eine Frage zur Kirchengeschichte. Wie gesagt, ich fände es wirklich interessant, wenn wir uns ein bisschen mit dem Diesseits beschäftigen würden. Und ja, Geschichte ist sicherlich auch interessant, wenn du jetzt antwortet, aber Kirchengeschichte, da... Ja, ich kann mir nicht vorstellen, inwieweit diese Frage interessante Antworten hervorbringen könnte. Also, Karl ist hier als Europaspitzenkandidat der AfD. Und nicht, da finde ich es mir überflüssig, dass er jetzt auf Kirchengeschichte, seine Biografie oder seinen Katholizismus eingehen sollte. Zunächst mal gibt es die, die wert sind, dass man sich mit ihnen beschäftigt. Ja, wer wäre das? Nehmen wir den heiligen Augustinus, ohne den es das Abendland nicht gäbe. Aha. Ohne dass ich ihm, also bisweilen ist es ziemlich hart. Nehmen wir den heiligen Thomas von Aquin, der eigentlich Aristoteles wieder in die Jetztzeit geholt hat. Wo man dann so lustige Diskussionen führen kann, wer wäre der bessere Aristoteliker, Aristoteles selbst oder Thomas von Aquin. Wir haben in der Renaissance ganz tolle Intellektuelle, also richtige Universalgenies. Ja. Robert Bellarmin. Finde ich schon stark. Muss man sagen, der hat damals Kopernikus gejagt? Nee, Kopernikus nicht, sondern Galilei. Ja. Aber es war anders. Aber die Kopernikaner waren auch ein Problem für Bellarmin. Nicht wirklich, weil bereits an der katholischen Universität von Salamanca Kopernikus gelehrt wurde. Und Bellarmin hat damals Galilei zum Gespräch eingeladen. Das fand aber in der Villa des Kardinals statt, in der Regel beim Essen. Und man hat dann miteinander parliert. Insofern, ich sag nochmal, Heilige sind nicht deshalb Heilige, weil sie nie einen Fehler gemacht haben. Jedes große Leben, eigentlich auch jedes kleine Leben, aber bei großen Leben noch mehr, hat natürlich auch große Fehler. Es hat Misstritte. Ein Leben ist nicht nur im positiven Bereich. Aber warum ein Leben hat auch Nachteile. Das ist ja die große, was ist die Botschaft der Kirche? Die Botschaft der Kirche ist ja nicht, du bist ein blöder Sünder, ich kann dich nicht leiden. Sondern die Botschaft der Kirche ist, ist Verzeihung. Es ist, du machst Fehler, aber du kannst trotzdem weitermachen. Steh auf. Ja, du hast einen Fehler gemacht. Wir geben dir trotzdem eine zweite Chance. Wir geben dir eine dritte Chance. Wir geben dir eine vierte Chance. Du bist es wert, dass du trotz deiner Fehler weitermachen kannst. Ja, aber insofern finde ich das jetzt nicht verkehrt, wenn ein Heiliger seine schwachen Seiten hatte. Aber warum war er denn Genie? Also er stand ja zuvorderst, also ich habe ihn so als Inquisitor, als wissenschaftsfeindlicher, weil der hat dafür gesorgt, dass Galilei und meinetwegen auch die kopernikanischen Erkenntnisse, dass die Erde um die Sonne kreist, der hat das bekämpft. Nein, das heißt nie. Zum Beispiel, es gibt katholische Universitäten, die haben es unentwegt weitergelehrt. Also zunächst mal, bereits Kopernikus war ja Kleriker. Und Galilei, im Übrigen kann man bei Bertolt Brecht sehr schön nachlesen. Das Problem bei Galilei war ja nicht, dass er das kopernikanische Weltbild vertreten hat. Das Problem bei Galilei war, dass er aus seinem kopernikanischen Weltbild heraus theologische Aussagen gemacht hat. Also er hat gesagt, die Erde dreht sich um die Sonne, und dann hat er das aber übertragen auf irgendeine theologische Fachfrage. Es tut mir leid, ich hätte mich jetzt zu Galilei belesen, wenn ich gewusst hätte, es ist dran. Und dann haben sie ihm eingeladen und haben gesagt, pass mal auf, du kannst deine Naturwissenschaft machen, aber hör mal bitte auf, dich in die Theologie einzumischen.
Und darüber haben die mit Bellarmin nicht im Folterkeller, sondern sie haben damit in seiner Villa beim Essen parliert. Und irgendwann haben sie aber gesagt, wir haben den Luther in Deutschland, jetzt haben wir den Galilei hier, die fuschen uns in unsere Theologie rein, jetzt reicht's aber mal. Und haben den großen Fehler des Jahrhunderts gemacht, indem sie gesagt haben, ihr müsst jetzt alles abschwören. Absolut, völlig idiotisch. Aber wenn man sich Bellarmin anschaut, das war ein Universalgelehrter, der die ganze antike Philosophie, den Humanismus gebracht hat, der den doch weitgehend mit der Theologie versöhnt hat. Also es war in der Tat, nebenbei war er gebildet, er sprach mehrere Sprachen. Ja, aber er hat auch die... Aber er hat auch Fehler gemacht. So muss das sein. Jeder große Mensch... Den damaligen Stand des Wissens oder der Wissenschaft bekämpft. Das kannst du jetzt... Der damalige Stand der Wissenschaft war wahrscheinlich... Galileo und Kopernikus? Ich weiß nicht, ob das der Stand der Wissenschaft war. Das war eher die Avantgarde. Also das waren Galileo und Kopernikus war nicht der damalige Stand der Wissenschaft. Also damals galt das ptolemäische Weltbild, also dass das geozentrische Weltbild Erde im Mittelpunkt des Universums stünde. Also das war der damalige Stand der Wissenschaft. Also Galilei, beziehungsweise Kopernikus, das war eine neue Denkschule, die sich dann erst nach und nach durchgesetzt hat. MT aus HB fragt gerade, das ist doch der ARD Mixtalk Chat. Ja, das kann sein. Also wenn ihr Krawall wollt, dann guckt auf den Chat. Wenn ihr ein ruhiges Gespräch wollt, dann guckt Thilo und Maximilian Krah hier zu. Das kann ich auch noch sagen. Das Gespräch ist wirklich erstaunlich ruhig. Kreist leider um ein Thema, das jetzt, glaube ich, politisch nicht so relevant ist. Ich habe mich zu Galilei, muss ich zu meiner Schande gestehen, selber auch nicht genug gelesen, als dass ich zu dem Streit damals jetzt was sagen könnte. Ich weiß natürlich, wer Galilei war, aber was dieser Bellarmin jetzt dazu gesagt hat, welche Rolle der da gespielt hat, weiß ich nicht, Krah kritisiert das hier auch, also ja. Wir einigen uns darauf, Bellarmin ist ein Heiliger trotz massiver Fehler und ich würde sagen, ein Heiliger muss Fehler auch haben. Das ist einfach so, denn er ist auch ein Mensch. Wir haben ja vorhin schon über dein Jurastudium, dein Juristendasein gesprochen. Wie bist du bei der Pius-Bruderschaft als Anwalt gelandet? Erklär mal kurz, was die Pius-Bruderschaft ist. Die Pius-Bruderschaft ist eine Organisation, die sagt, diese Selbstsäkularisierung oder diese Modernisierung der katholischen Kirche machen wir nicht mit. Es ist ein radikaler in der katholischen Kirche, was ich so weiß. Ja, ne? Sie sagen einfach, also die Kirche modernisiert sich zwar, das Vatikanische Konzil, du hast es wahrscheinlich in der Sendung gehabt, hast du mir gerade gesagt. Mhm. Und dann gibt es einen französischen Erzbischof, der sagt, ihr habt einen an der Waffel, das geht schief. Marcel Lefebvre. Mhm. Und der lädt dann kommen lauter junge Männer und sagen, wir wollen gern Priester werden, aber in den modernen Priesterseminarien erzählen sie uns irgendwas Neues. Mhm. Sie erzählen uns das, was eben auch Seminaristen im 8., 14. Jahrhundert so gelernt haben. Können sie uns nicht ausbilden? Und da sagt er, der war schon über 60, mach ich. So, und daraus entsteht die Pius-Bruderschaft. Mhm. Ja? Und die braucht einen Anwalt. Und da ich. Wofür? Na, zunächst mal brauchten sie einen Anwalt unter anderem für Presserecht, aber später ist dann dazu gekommen, dass sie eine größere Zuwendung, eine Erbschaft bekommen haben und die musste rechtlich strukturiert werden. Ich hatte jetzt gelesen, dass du eine Firma in Liechtenstein eingerichtet hast für die. Genau. Eine Privatstiftung in Wien sowie eine Aktiengesellschaft in der Schweiz und diese Konstruktion war dafür da, Steuern zu vermeiden. Absolut legal. Ah, jetzt. Thilo hat zu seinem Bezug zur Religion beziehungsweise hier zur Pius-Bruderschaft was rausgesucht und deswegen hat er das auf dem Thema wahrscheinlich so lange rumgehackt. Vermute ich zumindest mal. Legal, na klar. Klar war es legal. Ist doch super. Dafür sind Anwälte da. Anwälte sind dafür da, für ihre Mandanten legal das herauszuholen, was ihrem Interesse entspricht. Das habe ich getan. Jede Organisation, jede... Aber damit hast du dem deutschen Staat ja... In dem Fall dem österreichischen. Ja. Jede Organisation ist dazu da, braucht ja Geld. Also man wenn man seine Miete nicht bezahlen kann, rettet man nicht die Welt. Und ja, hier ging es um Millionen. Jetzt nicht um ein paar tausend Euro, womit man die Miete zahlen muss. Jede weltweit umspannende Organisation braucht halt auch viel Geld. Hm. Und da sie das Geld hatten, musste es in eine rechtlich saubere Form gebracht werden. Und dafür gibt es Experten. Ich war einer davon. Hm. Hast du das schon für andere gemacht? Nicht in dem Maße. Das war sicher das größte Mandat. In dem Maße? Was heißt das? Wie kann man sich das vorstellen? Ich helfe immer. Als Anwalt hilfst du Leuten und redest nicht darüber. Das ist dann in die Presse gekommen. Hm.
du bist als Anwalt dafür da, dass Leute innerhalb der Legalität ihre Interessen durchsetzen können. Mhm. Und du hast einen Steuerberater ja auch deshalb, damit du wenig Steuern zahlst. Oder korrekt. Also mir geht es eher um das Korrekte. Korrekt und wenig. Hm. Gut, du hast also der Pius-Bruderschaft bei Steuervermeidung geholfen. Vor allen Dingen beim Sichern, bei der langfristigen Sicherung ihres Vermögens. Hm. Jährlich entstehen ca. 100 Milliarden Euro Schaden für die Volkswirtschaft in Deutschland durch Steuervermeidung. Durch Hinterziehung. Steuerhinterziehung, also auch legale Steuervermeidung, aber Steuerhinterziehung, genau. Hast du da ein paar Tipps? Kannst du dich aus? Wie der Staat das eindämmen kann? Ja, indem er das Steuersystem, er muss zwei Dinge machen. Er muss das Steuersystem so einfach machen, dass es für beide Seiten klar ist, was gewollt ist. Das heißt also, wir haben das Deutsche, es gibt kein Land mit einem derartig komplizierten Steuersystem wie Deutschland. Es gibt also zu jeder Regel gibt es eine Ausnahme. Gibt es eine Ausnahme von der Ausnahme, es gibt eine Ausnahme von der Ausnahme der Ausnahme. Mhm. Es gibt Unterpunkte mit Buchstaben, also Paragraph, Absatz, dann hat er noch einen Buchstaben und der Buchstabe geht über die gesamte Textseite von so einer Backausgabe. Mhm. Das heißt, was muss ein Steuersystem machen? Ein Steuersystem muss so einfach sein, dass eigentlich ein normaler Angestellter oder kleiner Selbstständiger es selbst versteht. Das ist das eine. Das zweite ist, das Steuersystem muss Steuersätze haben, wo die Menschen zwar immer noch sagen, aber wo sie sagen, ich sehe es auch ein. Es gibt zum Beispiel in der Schweiz so gut wie keine Steuerhinterziehung. Nicht, weil die Schweizer gern Geld an den Staat zahlen, sondern weil sie sagen, mit allen Einschränkungen, die wir haben, es ist fair. Es ist fair und ich verstehe es. Und das sind die beiden Grundsätze eines Steuersystems. Es muss fair sein und die Leute müssen es inhaltlich verstehen, wie es funktioniert und den Eindruck haben, sie werden gerecht behandelt. Und das tut das deutsche Steuersystem nicht mehr. Insofern bräuchten wir eine grundlegende Steuerreform, hat die CDU mal versprochen. 2002. Auch die Linkspartei in ihrem Programm und hat jetzt auch das Bündnis Sarah Wagenknecht in ihrem Programm. Eine grundsätzliche Steuerreform, die vor allem die Mittelschicht entlastet und ja die Steuern für die Reichen dann anhebt. Will sie natürlich nichts davon wissen, aber das ist auch nicht so schlimm, weil jetzt gibt es die AfD, die verspricht es jetzt. Aber kannst du das mal konkret machen, wie ihr, das, also Steuern hinterzogen werden natürlich Reiche und die Superreichen. Das macht ja jetzt nicht Oma Erna. Ja, auch die Unternehmen. Ja. Oma Erna zahlt keine Steuern. Wie kommt man dazu, dass die Steuerhinterziehung ein Ende hat? Nur wenn du das Steuersystem insgesamt änderst. Ja, wie denn? Du machst einfach einen Cut und setzt ein neues Steuergesetzbuch in Kraft. Mhm. Und dieses Steuergesetz muss zwei Grundprinzipien haben. Es muss einfach und verständlich sein, wenig Ausnahmen haben. Also. Und die Steuersätze müssen so sein, dass auch der Steuerzahler sagt, habe ich verstanden. Bin ich bereit. Aber ich habe jetzt noch nicht verstanden, wie man dann die Steuerhinterziehung bekämpft. Darauf gibt es weniger Steuerhinterziehung. Die Steuerhinterziehung ist eine Folge des irren Steuersystems. Denn du siehst Länder, die ein Steuersystem haben, das meinen... Und vor allem die legale Steuervermeidung. Also wie Unternehmen Steuern in Steueroasen schieben können. Das könnte man ja alles relativ leicht verhindern. Entspricht, haben sehr, sehr wenig Steuerhinterziehung. Die Schweiz hat kaum Steuerhinterziehung. Sie hat ein bisschen, hat sie das überall. Aber die decken sie auf. Aber je komplizierter ein Steuersystem ist, umso mehr Steuerhinterziehung hast du. Das heißt, simplifiziere das Steuersystem und mache Sätze, wo die Leute sagen, bin ich bereit zu zahlen mit Schmerzen. Dann hast du keine Steuerhinterziehung. Wenn du irgendwelche astronomischen Sätze hast und dazu auch noch ein System, das so kompliziert ist, dass selbst dein Steuerberater dran verzweifelt, dann hast du Steuerhinterziehung. Aber ich verstehe nur den ganzen, wir haben zum Beispiel keine Vermögensteuer und trotzdem hinterziehen die Vermögenden in Deutschland die Steuern. Ja, aber das ist ja, was sie hinterziehen, da ist doch ja die, nicht das Vermögen. Das ist doch ganz einfache Regeln und ein sehr niedriger Satz. Nein, also keiner. Es geht nicht um die, was sie hinterziehen, mutmaßlich sind Einnahmen, nicht Vermögen. Sie hinterziehen ja einen. Also in Deutschland werden nur Einnahmen besteuert? Na gut, wenn ich auf Cayman Islands Vermögen liegen habe, dann ist das natürlich... Warum habe ich es aber auf den Cayman Islands? Na? Weil in Deutschland das System so ist, dass die Leute dem Staat nicht vertrauen. Kein Schweizer, so gut wie kein Schweizer, hat Geld auf den Cayman Islands. Warum nicht? Warum hat ein Schweizer, der hin und bitte, also nehmen wir mal an, du hast einen reichen Sack am Bodensee auf deutscher Seite und du hast einen auf Schweizer Seite. Einer wohnt in Konstanz und einer wohnt in Kreuzlingen. Mhm. Beide sind gleich reich. Warum schickt der Konstanzer sein Geld auf die Cayman Islands,
und der Kreuzlinger nicht. Warum zahlt der Kreuzlinger seine Steuern brav beim Kanton, wo er da ist? Und warum gibt der Deutsche Unsummen aus und riskiert Gefängnisstrafen, nur um sein Geld zu verstecken? Das ist doch die Frage. Der Kreuzlinger hat dasselbe Geld, aber er zahlt brav Steuern in Kreuzlingen, der Deutsche nicht. Das heißt, du musst auch immer, gerade im Bereich des Steuerrechts, musst du das System so machen, dass der Steuerpflichtige mitmacht. Wenn du den Steuerpflichtigen in eine Feindschaft hereinziehst zum Steuerrecht, wird... Ja, du kannst es auch einfach verbieten, dass er Geld auf den Cayman Islands versteckt. Also du kannst sagen, du musst alles versteuern und wenn, ja... Und Einnahmen, die aus dem Ausland an dich gehen, die musst du auch besteuern. Also das kannst du ja einfach einschränken. Und eventuell bei bestimmten Steueroasen musst du dann auf Kapitalverkehrskontrollen setzen, aber sowas kann man auf jeden Fall einschränken, wenn man das will. Wird er anfangen, nach Schlupflöchern und auch nach kriminellen Schlupflöchern zu suchen. Wenn der Steuerpflichtige aber bereit ist, mitzumachen, weil er das Steuersystem für nachvollziehbar und unter Schmerzen gerecht hält, wird er nach diesen Schlupflöchern nicht suchen. Hast du Konten im Ausland? Nein. Also all dein Geld, all dein Vermögen, all dein Einkommen? Moment, ich habe eins in Belgien natürlich. Ja. Okay. Aber weil du in Brüssel abgeordnet bist. Weil ich in Brüssel da bin, habe ich Konto und Lokal. Du hast nicht in der Schweiz, Liechtenstein. Du kannst mir durchaus glauben, dass ich imstande war, als ich entschied, Politiker zu werden, einmal mich komplett selbst zu durchleuchten. Na, vielleicht hast du ja irgendwelche Konten gefunden, von denen dir nicht klar war. Weiß ich nicht. Ich habe nichts. Ich gehe doch nicht ins Rampenlicht, bevor nicht klar ist, dass, wenn das Licht auf mich ist, keine Schatten fallen. Mir ist vorhin bei der CDU noch eingefallen, den Marco Wanderwitz, den musstest du ja auch kennen. Klar, wir waren zusammen bei irgendeiner Premiere von unserem scheußlichen Star Wars 6 oder so sogar. Ja, aber er ist ja auch aus CDU Sachsen. Klar, dein Alter. Wir waren irgendwann mal per Du. Und dann muss er irgendwie auseinandergegangen sein, weil er ist so einer der Vorreiter, genau, in der Union, die mich sagen, verbieten wollen. Ja, die AfD verbieten wollen. Das ist noch viel lustiger. Er hat seinen Wahlkreis verloren an einen AfD-Kandidaten. Der war damals mein Mitarbeiter. Aha. Und mit Wanderwitz das letzte Mal live zusammen waren wir bei der Premiere hier in Berlin von irgendeiner Star Wars Sendung. Da hatte er noch meine Partnerin und mich eingeladen auf irgendwie Tickets, die er bekommen hat als Bundestagsabgeordneter. Mhm. Warum ist das so auseinandergegangen? Weil ihr wart ja mal zusammen in einer Partei. Ja, wir waren sogar persönlich einigermaßen befreundet. Ja, weil sich leider unser Land politisch sehr, sehr stark polarisiert hat. Weil das Land sich ändert, weil die Weltlage sich ändert. Und Wanderwitz und ich eben entschieden haben, jeder für sich in verschiedene Richtungen zu gehen. Und ich bedauere das. Bei mir hängen persönliche Beziehungen nicht an der politischen Gesinnung. Also ich... Ganz im Gegenteil, ich finde es sehr befruchtend, mit Leuten Umgang zu haben, die eigentlich alles, was ich sage, furchtbar finden, weil die mir ja helfen, meine Argumente besser zu machen. Oder auch mal zu sagen, okay, hier hast du recht, da muss ich mal mich korrigieren. Es gibt aber auch Leute, die eben diesen intellektuellen Spaß nicht teilen und dann sagen, also Leute, die komplett anderer Meinung sind als ich, die will ich in meinem Umfeld nicht haben. Und offenbar ist der liebe Marco da eben eher im denkfaulen Camp. In welche Richtung, hast du schon mal gesagt, bist du gegangen? Welchem Weltbild hängst du heute an? Von den Prinzipien ist es dasselbe, aber du musst ja immer die konkreten Antworten sehen. Also eine Migrationsfrage, die heute nach allen Umfragen für die meisten Deutschen die wichtigste politische Frage ist, stellte sich vor 2015 in der Dringlichkeit nicht. Die stellt sich danach. Wie hältst du es mit Russland, ist eine Frage, die sich, glaube ich, vor 2021, spätestens 22, nicht als eine primäre Frage gestellt hat. Ach doch. Also Russland, seitdem ich politisch denken kann, ist immer ein Thema. Aber nicht in dem Maße. Also als Gerhard Schröder Kanzler war und die Gasdeals gemacht hat, waren alle Parteien im Bundestag eigentlich ziemlich zufrieden damit. Gab es keinen Widerspruch. Das ist erst jetzt emotionalisert worden. Die Grünen waren schon immer gegen Nord Stream 1 und 2. Die waren in der Regierung drin, als die Gasdeals gemacht wurden. Merkel hat den Nord Stream 2 gemacht. Ja, aber den Nord Stream generell, dass man den Atomausstieg mit Nord Stream kompensiert, war eine Schröder-Idee. Und der hat mit den Grünen regiert. Hat er. Ja, aber Nord Stream 2 kam durch Merkel und deine Partei. Damals. Ja, immer noch eine sehr gute Idee. Ja, aber ich hatte ja gefragt, was ist dein Weltbild jetzt? Sollten wir übrigens wieder aufmachen. Also Nord Stream 2, ein Strang funktioniert noch von zwei. Nur einer von beiden wurde gesprengt und der
und Russland wäre bereit, Gas zu liefern, den sollten wir sofort wieder öffnen. Und die anderen, einen von Nord Stream 2 und zwei von Nord Stream 1, die sollten wir so schnell wie möglich reparieren. Also das sind Dinge, die, ja, die fordert das BSW ja und die fordert, glaube ich, auch die AfD. Migration, mein Weltbild ist immer dasselbe geblieben, aber das Entscheidende ist ja, ein Weltbild ist was Abstraktes und das konkretisiert sich dann im Politischen. Beschreib das mal, also deine Ideologie, beschreib das mal. Meine Ideologie wäre, dass ich sage, ich will leben. Ich will leben als das, was ich bin. Ich glaube, dass die große Frage, die sich jeder stellen muss, ist er eine leere Hülle, der von der Gesellschaft und den Diskursen geprägt wird? Oder ist er einfach ein Ich, das was in sich hat, eine Identität hat und das die Umwelt nach seiner eigenen Veranlagung und nach seinem Wesen prägt? Prägst du deine Umgebung nach dem, was du bist? Oder prägt der Diskurs, die Gesellschaft dich? Was ist das? Du kannst sagen, sicher, beides anteilig. Du willst, dass die Gesellschaft... Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist ja kein Widerspruch. Wenn du einfach nur stur auf deiner Ideologie beharren würdest und gar nicht wahrnehmen würdest, aussehe, dann würdest du ja auch geistig verarmen. Also musst du natürlich auch anschauen, wie sieht die Umwelt aus. Aber entsprechend, wenn du immer nur das machst, was andere wollen, dann ist das andere Extrem, was auch nicht gut ist. Also dieses Entweder-Oder, das existiert ja so nicht, sondern man sollte versuchen, eine gesunde Mitte zu finden. So lebt und ich möchte, dass jeder sich die Frage stellt, wer bin ich, dass er sich selbst erkennt. Und dass er selbstbewusst aus dem, was er selbst ist, anfängt, in seinem Umfeld Dinge zu gestalten, seine Meinung zu äußern, dass er von sich, von innen nach außen agiert. Und das, was aber heute Mainstream ist, du bist eine leere Hülle, du hast noch nicht mal ein Geschlecht, sondern du bist, es gibt Diskurse, es gibt gesellschaftliche Trends und du kannst darauf jeweils reagieren, aber du hast kein Geschlecht, du hast eigentlich kein Ich, sondern du wirst geformt von dem, was kommt und dann kannst du damit interagieren. Aber die Vorstellung, dass du jemand bist, der eigentlich ganz viel schon in sich hat, sehr viel Potenzial, der ein Geschlecht hat, der eine gewisse Form zu denken hat, der auch geprägt ist durch seine Eltern, durch seine Vorfahren und der damit nach außen geht und der selbstbewusst sagt, hey, ich will leben, ich bin der ich bin, ich habe jetzt meine Zeit, ich baue hier was auf, ich hinterlasse was, ja, ich gründe eine Familie, ich baue mir mein eigenes Haus oder ich pflanze einen Baum, aber von mir bleibt was übrig, was weiterlebt. Ich gebe etwas von dem, was ich bin, in die Welt, in die Zukunft hinein. Dieses Selbstbewusstsein, das ist eigentlich der Kern, der unverhandelbare Kern für mich. Und den möchte ich geben in einer Zeit, wo ich leider sehr, sehr viele orientierungslose Menschen erlebe, bei denen ich den Eindruck habe, dass sie völlig fremdbestimmt sind. Ja. Aber jetzt nach deiner Logik, wenn ich mich selbst erkenne, in mich reinhöre und feststelle... Du bist schon Teil. Ich möchte als Frau leben und ich will mein Leben leben, so wie du das hier forderst. Ja. Und mein Leben würde ein glücklicheres und freieres für mich selbst sein, wenn ich so leben kann, wie ich das möchte. Dann argumentiere ich dir, komme ich dir damit, dass es eben auch so etwas wie eine objektive Realität gibt. Es gibt eine Natur. Also darf ich nicht abweichen von deinen Vorstellungen? Also krass, ein objektiver Idealist, jetzt haben wir eine schon mal philosophisch eingeordnet. Das ist doch auch was Feines. Naja, also, wie ich leben möchte. Schau, stell dir vor, du sagst jetzt, ich bin Chantal. Und dann stirbst du. Und nach 60 Jahren werden deine Gebeine gefunden. Und dann kratzen die Wissenschaftler und wollen rauskriegen, wer liegt denn da. Da steht wahrscheinlich ein Name dran. Nee, da sagen sie, da liegt ein Mann. Das heißt also, es gibt einfach Grenzen dessen, was ich... Ich bin frei in den Grenzen dessen, was ich objektiv tatsächlich bin. Aber das hast du vorher nicht gesagt. Weil du meintest ja, man muss sich erkennen. Und wenn ich mich... Genau, aber ich kann nur etwas Objektives erkennen. Also ich erkenne die Wahrheit. Ich erkenne, dass 2 plus 2 4 ist. In deinem Kopf ist ja nichts objektiv. Das bestreite ich. Ich glaube, es ist das Objektiv. Ich glaube, das ist tatsächlich so eine Art, also ich weiß nicht, hast du noch Computerunterricht gehabt, wo es das gibt? Ein Fascho. Also der Chat ist ja auch hochqualitativ. Ja, krass, beschränkt. Was auf der Festplatte immer drauf ist. Also kaum spricht man dieses Trans-Thema an, kommt dieser quasi religiöse Überschwang, diese ideologische Glaube, sich jetzt das unbedingt man hier für richtig hält oder was man für ideologisch geboten hält, verteidigen zu müssen und die Gegner zu beschimpfen. Das ist schon witzig. Das kennen wir doch von dieser Walking Bubble. Die Thilo Jungs Community, wie es aussieht, komplett übernommen zu haben scheint. Und dann erst wird das System aufgespielt. Also wie hieß das? Gramm oder nee? Genau, bin zu jung dafür. Okay, danke. Also es gibt,
ich glaube, dass es tatsächlich ein gewisses Set gibt, das in dir drin ist. Es gibt ein Potenzial, das in dem du dich, in dem du hereinwächst. Aber du kannst nicht sagen, ich bin jetzt eine Frau. Du bist keine Frau. Du kannst es auch nicht sagen, ich bin jetzt aber in Wahrheit ein Klingone. Du bist ein Mensch. Da kommst du nicht drüber weg. Du kannst nicht sagen, ich bin jetzt aber eine Miezekatze. Ja, warum bildest du dir ein, mir zu sagen, was ich bin? Ich bilde mir das nicht ein. Er bildet sich das nicht ein, sondern es gibt eine objektive Realität. Da würde ich ihm zustimmen. Tust du ja gerade. Das ist einfach eine Sache. Dann, der Mensch ist eben nicht nur reiner Geist, der Mensch ist auch Körper. Und dann laden wir einen Mediziner oder einen Biologen ein und die sollen dir mal was über XY-Chromosom erzählen. Und dann werden sie dir sagen, ja, die Zweigeschlechtlichkeit ist eben sehr fundamental für jedes Lebewesen, gerade für Säugetiere. Also wenn wir so fundamental sind, was ist der Mensch? Der Mensch ist Geist und Körper. Untrennbar verbunden. Und selbst wenn du jetzt sagst, ich habe einen Gedanken, dann hat dieser Gedanke eine körperliche Entsprechung. Jeder Gedanke hat ja eine eine Entsprechung im Körper im Sinne eines elektromagnetischen Impulses oder im Sinne, dass da irgendwie was spielt. Das heißt, dein Geist und dein Körper sind eine Einheit. Und wenn du jetzt aber erkennst, dass du im falschen Körper bist, das ist ja der übliche Spruch, ich bin im falschen Körper, dann würde das ja logisch bedeuten, dass dein Körper nicht zu dir gehört. Ich im falschen Körper heißt, mein Körper ist nicht ich, richtig? Geht nicht anders. Und damit bist du leider im Irrtum. Dann hast du was Falsches erkannt. Denn du bist dein Geist und dein Körper. Und wenn du nun mal einen männlichen Körper hast, dann bist du ein Mann. Und wenn du jetzt aber sagst, ich bin kein Mann, aber dein Körper ist nun einfach mal männlich, weil du halt XY hast, dann hast du was Falsches erkannt. Dann hast du halt erkannt, 2 plus 2 ist 5. Ist zwar ein netter Versuch, aber 2 plus 2 bleibt trotzdem 4. Also deine Selbsterkenntnis, deine Freiheit endet natürlich an dem, was einfach objektiv gegeben ist. Es gibt eine objektive Wahrheit, es gibt eine Körperlichkeit. Du als Mensch bist eben auch dein Körper. Wir dürfen nicht den Körper komplett vergessen und denken, alles ist nur freier Wille, was ich gerade will, ist das, was zählt. Nein. Dein freier Wille, der Geist zählt nicht. Das wäre subjektiver Idealismus, was Kra hier beschreibt. Und wie gesagt, er ist ein objektiver Idealist, wie es aussieht. Der Geist und der Körper müssen übereinstimmen. Weil der Mensch Geist und Körper in einem ist. Ja, aber wenn mein Geist weiblich wäre. Nilo, stell den endlich. Das ist gut. Dann sagst du, aber dann Nilo halt männlich. Er relativiert wissenschaftliche Erkenntnisse. Schmeißt Dinge in einen Topf, die nicht zusammengehören. Die Fresse. Weil dein Körper männlich ist, ja. Die Körperlichkeit beschränkt ist. Was würde Transsexuellen in Deutschland drohen, wenn die an der Macht sein? Gar nichts. Wieso? Wir würden allerdings versuchen zu verhindern, dass jetzt irgendwelche Drag Queens in die Grundschulen gehen und den armen Mädels und Jungs versuchen einzureden, dass sie was anderes sind, als sie sind. Aber wer jetzt als Transe in Deutschland lebt, der lebt selbstverständlich weiter so. Niemand muss Angst davor haben, dass wir irgendjemand, der zurzeit irgendwas hat und irgendwas hat, das ihm wegnehmen. Wir glauben nur, dass es kein Gesundheit ist. Also hier hört ihr es mal zur angeblichen Transfeindlichkeit der AfD, die immer unterstellt wird. Das klingt ja jetzt ganz im Gegenteil. Also das klingt ja jetzt überhaupt nicht danach. Nach dem, was beispielsweise immer hört. Ich meine, da schwurbeln sich manche herbei, dass ihre Gegner sie in Lager stecken wollten oder ihnen die Existenz absprechen wollten, aber das ist ja jetzt exakt das Gegenteil, was Maximilian Krah hier gerade sagt. Ein gesunder Trend ist, dass wir das im großen Stil propagieren, dass wir Drag Queens in die Schulen schicken und so weiter. Ich hatte ja nach deiner Ideologie gefragt, der Buch ist ja Politik von rechts. Ja. Also du bist ein Rechter. Klar. Was heißt das? Ich glaube, wir müssen... Politik, ähnlich wie Jura, basiert auf Klarheit der Sprache. Und der typische Mensch, der so denkt wie ich, sagt, ich bin Konservativer. Problem, Armin Laschet sagt auch, ich bin ein Konservativer. Jetzt habe ich zwei Chancen. Ich kann mich mit Armin Laschet über den Begriff konservativ streiten oder ich kann sagen, hey Armin Laschet, dann bist du halt konservativ, bin ich rechts. Die Frage ist, was ist effizienter, kommunikativ? Aber gibt es dann so einen objektiven Unterschied zwischen konservativ, ja, rechts, also, rechtsradikal? Na, das sowieso. Also der Unterschied ist der, dass das sind ja Etiketten, das sind ja Bezeichnungen. Ja. Was konservativ bezeichnet, ist zurzeit nicht klar. Du kannst sagen, ich bin ein Konservativer, aber Armin Laschet ist auch ein Konservativer. Das heißt also, du hast ein Wort, das zwei sehr verschiedene Dinge bezeichnet. Ein Wort, das zwei sehr verschiedene Dinge bezeichnet, ist kommunikativ wertlos. Denn der Sinn der Kommunikation ist ja die Klarheit. Du willst ja genau wissen, was ich dir sage, wenn ich ein Wort nutze. Also wenn ich dir sage Sonne, aber Sonne bedeutet Mond und Sonne und du weißt am Ende nicht, meine ich jetzt den Mond oder die Sonne, dann veralber ich dich. Das heißt, das Problem, was wir haben, ist, ich möchte Klarheit in der Sprache haben. Und da ich keine Lust habe, mich mit Armin Laschet zu streiten über den Begriff konservativ, sage ich, okay, ich lasse ihm das Wort konservativ und nehme mir das unschönere Wort rechts. Und weil ich aber so ein lustiger Typ bin, mache ich das Wort schön. Wenn du rechts bist, was ist dann rechtsradikal, rechtsextrem? Fangen wir mit rechtsextrem an. Rechtsextrem hat nach den gängigen Definitionen, die bis vor 2 Jahren noch galten, immer einen Gewaltaspekt. Also wer Gewalt einsetzt zur Erreichung politischer Ziele,
wer bereit ist, Gesetze zu brechen, der ist ein Extremist. Das ist die klassische Definition, an der ich festhalte. Oder verfassungsfeindliche Sachen sagen. Das ist deshalb schwierig, weil mittlerweile der Verfassungsschutz ja über die Frage der Verfassungsschutz so Gesinnungsaussätze schreibt. Also lassen wir es, diese Vorstellung der Gesinnungsaussätze gibt es nur in Deutschland. Außerhalb Deutschlands bist du immer dann ein Extremist oder ein Verfassungsfeind, wenn du gegen Gesetze verstößt. Ganz einfach. Und der Extremismusbegriff hat immer einen Gewaltaspekt. Mhm. Das ist das, was Haldenwang jetzt gerade abschaffen will, damit er uns zum Extremisten erklären kann. Als ich Jura studiert habe, war Extremist immer verknüpft mit Gewalt. Und jetzt stellt sich nicht zwangsläufig. Also es gab auch in westlichen Ländern politische Verfolgung gegen völlig gewaltfrei agierende Leute. McCarthy-Ära aus den USA. Also auch in westlichen Ländern ist es völlig normal, dass Leute als Extremisten deklariert wurden, obwohl sie nie zur Gewalt aufgerufen haben. Und auch in Deutschland gab es ja auch Berufsverbote gegen Kommunisten, die nie gesagt haben, dass sie Gewalt anwenden wollen, sondern die einfach nur mal Mitglied in der DKP beispielsweise waren. Also das, Krah hier sagt, der Extremismusbegriff, der wäre klar gewesen und jetzt plötzlich werde der erst so verwässert. Nee, der war schon immer unscharf und politisch umkämpft. Nur jetzt wird der halt auf alles ausgeweitet, was irgendwie die Regierung kritisiert. Haldenwang hin und erzählt, wir müssen den Gewaltaspekt aus dem Extremismusbegriff loswerden. Okay, also Rechtsextrem ist für dich ein Rechtsextrem. Du hast Gewalt dabei. Genau, der Gewaltbereitschaft zum Beispiel. Gewaltbereitschaft würde reichen, auf alle Fälle ja auch mal. Also wer Gewalt. Ja, und Gewaltbereitschaft. Also was ist denn der Staat anderes als eine Gewaltinstitution? Der Staat basiert auf der Anwendung von Gewalt. Also wenn ich jetzt sage, die Polizei sollte Gesetze durchsetzen, beziehungsweise der Staat braucht eine Polizei, die dann dafür sorgt, ein Justizsystem. Es braucht also eine Staatsgewalt, ja, da bin ich ja offensichtlich für Gewalt. Ich bin ja für eine Institution, die auf Gewalt beruht. Und wie gesagt, das bin ich ja. Bin ich jetzt für Gewalt? Bin ich jetzt ein Extremist? Also ihr merkt, mit diesem Gewaltbegriff als Distinktionsmerkmal für Extremisten kommt man hier nicht weiter. Also das, wie gesagt, der Begriff, der ist immer ziemlich unscharf und politisch umkämpft. Deswegen, ist auch keine gute Abgrenzung, ist keine gute Abgrenzung. Also jeder Politiker, wir müssen ja jetzt gar nicht mal die Polizei nehmen, wir können ja jetzt noch mal viel direktere Gewalt nehmen, Kriege. Ist jeder Politiker, der in den letzten Jahren Angriffskriege befürwortet hat, sei es in Serbien, sei es in Afghanistan, Extremist. Also nach der Logik, Gerhard Schröder, Angela Merkel, Olaf Scholz, Extremisten. Allesamt Extremisten. Könnte man nach Krahs Definition jetzt wunderbar argumentieren. Allein, weil diese Leute Angriffskriege unterstützt haben. Aber ja, bringt uns diese, also ich glaube, mit diesem Wort Extremismus kommen wir gar nicht groß weiter. Ich glaube, das ist so unscharf, das ist ein polemischer Begriff, den man gegen politische Gegner richten kann, aber es ist kein Begriff, der große inhaltliche Aussage hinausgehend über die politische Ablehnung und die Diffamierung des anderen hat. Also das würde ich so sehen. Alt einsetzen möchte zur Erreichung politischer Ziele. Was ist der Unterschied zwischen rechts und rechtsradikal bei dir? Ja, also weil es gerade einer im Chat schreibt, Schröder war gegen den Irakkrieg, ja, aber für den Krieg in Afghanistan und für den in Serbien. Also er hat direkt Angriffskrieg. Ja, ich glaube, der Radikale ist dann derjenige, der eben nicht mehr diskursiv anschlussfähig ist. Also der ist zum Beispiel dieses Gespräch. Und hier bin ich skeptisch bei dem, was Krah sagt, wenn er diesen Extremismusbegriff hochhält und sagt, der sei früher eindeutig definiert gewesen, was damals nicht der Fall war. Er war nicht so verwässert wie heute, aber politisch extrem umkämpft, was heißt das dann? Will er zu einem neuen Extremismusbegriff zurück und, also wie gesagt, das sind jetzt Gedankengänge meinerseits, ich will ihm jetzt hier nichts Falsches unterstellen, will er den Extremismusbegriff dann wieder auf das zurückführen, was wir einmal hatten, um härter gegen Linke vorgehen zu können? Also das ist, diese intellektuellen Verrenkungen, die er hier gerade gemacht hat, die zeugen entweder davon, dass er hier tatsächlich ein etwas wirres Weltbild hat oder dass er damit ideologisch noch was anstellen will. Und das finde ich dann doch ein bisschen besorgniserregend. Aber vielleicht bin ich hier auch etwas paranoid, ich weiß es nicht. Führen könnte, weil er überhaupt nicht mehr versteht, worüber du redest. Darum bist du jetzt zum Beispiel nicht rechtsradikal. Ich selbst halte mich weder für radikal noch für extrem. Also Gewalt setze ich nicht an. Und ansonsten leiste ich mir durchaus den Luxus, auch gern linke Autoren zu lesen, weil ich tatsächlich glaube, wie du es ja zu Anfang vorgelesen hast, wir müssen zuhören, wir müssen diskutieren, wir müssen freundlich sein und wir müssen akzeptieren, dass es auch Themen geben kann, wo ich Unrecht habe. Also, ich will jetzt hier nicht zu viel mit dem Chat diskutieren, aber auch der Angriffskrieg auf Serbien 1999 war völkerrechtswidrig, die Sezession des Kosovo auch völkerrechtswidrig, eindeutiger Verstoß gegen Souveränität und territoriale Integrität Serbiens. Enduring Freedom gab kein UNO-Mandat, war eindeutig völkerrechtswidrig. Also da gibt es keine Diskussion. Beides war eindeutig völkerrechtswidrig.
Also Google Enduring Freedom und guck nach den UNO-Mandaten, die es dafür gab. Es gab keine. Das war ein Angriffskrieg auf Afghanistan 2001. Und vielleicht ein linker Recht hat. Und in Bezug auf Serbien, Don Burrito schreibt gerade, hat Schröder sogar selber zugegeben, dass das völkerrechtswidrig war. Also da, das steht gar nicht mehr zur Debatte, dass das Verstoß gegen das Völkerrecht war. Da lernen kann. Gut, steigen wir mal ein. Es gibt ja viele Probleme, die die Menschen in Deutschland haben, warum sie auch vielleicht überlegen. Finde ich jetzt aber nach anderthalb Stunden eine mutige Aussage, aber. Ja, das ist Teil von Jung und Naiv, erstmal mit der Biografie anzufangen und dann über die Themen zu reden. Steigen wir ein. Oder? Ja, ich steige ein. Na gut. EU, Europawahl, du bist Spitzenkandidat. Warum will jetzt eine Partei, die EU hasst, ins Europaparlament? Die AfD möchte dahin gehen, wo die wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Wir schulden unseren Wählern, dass wir dahin gehen, wo die wichtigen Entscheidungen getroffen werden und dass wir versuchen, auf diese Entscheidungen in ihrem Sinne Einfluss zu nehmen. Die wichtigen Entscheidungen heutzutage werden in Brüssel getroffen. Also gehen wir dahin. Ja, aber ihr wollt das ja beenden und abschaffen. Wir wollen die EU transformieren. Wir wollen nicht die Renationalisierung. Wir brauchen in der Welt von der Zukunft eine europäische Ebene. Aber wir wollen die EU umbauen. Das sehe ich auch so. Das ist sehr vernünftig. Und jetzt bin ich gespannt auf Details, die Höcke im TV du nicht genannt hat, was auch an der grottenschlechten Moderation der Weltmoderatoren lag, die gar keine sinnvollen Nachfragen gestellt. Und jetzt bin ich gespannt, ob K. uns hier mehr über die Reformpläne der AfD sagt, die zum Teil doch sehr unkonkret sind und die teilweise zu einem wirtschaftlichen Chaos führen würden. Da hoffe ich, dass Thilo Jung jetzt gute Nachfragen stellt. Bauen. Und solange das eben noch nicht der Fall ist, der Umbau, müssen wir in den bestehenden Institutionen arbeiten. Ich weiß, dass da drin steht, das Parlament soll weg, aber das ist gemeint, wenn die EU umgebaut ist. Zum jetzigen Zeitpunkt werden wir sicherlich nicht die Institution abschaffen, die uns als einziges die Chance gibt, unsere Meinung zu vertreten, unsere Wähler zu vertreten. Das steht aber jetzt bei euch anders drin. Ihr sagt, also euer Wahlprogramm, das undemokratisch gewählte EU-Parlament wollen wir abschaffen. Die Rechtsetzungskompetenz wird bis zur Neuordnung der Verhältnisse allein dem Rat übertragen. Das heißt, ihr schafft das Parlament ab und dann gibt es so lange noch eine EU. Das ist die Kurzfassung, es ist unglücklich formuliert, da ist wahrscheinlich was vorbeigekommen. Also, wenn die EU umgebaut ist und weniger zu tun hat auch, dann können das auch die Regierungen machen. Wir werden sicherlich nicht. Ja, das ist ja eine Entdemokratisierung. Also, das ist ja genau der falsche Weg. Also wir können doch nicht das einzig demokratisch gewählte Gremium, nämlich das EU-Parlament, abschaffen und dann Kommission und Rat beibehalten. Also das ist ja völlig die falsche Richtung, meiner Ansicht nach. In der jetzigen Situation das einzige Instrument abschaffen, wo wir unsere Wählerauftrag erfüllen können. Aber grundsätzlich wollte dieses... Wir wollen die EU komplett umbauen und das Parlament abschaffen. Was danach kommt, wird eine andere Form der Volksvertretung haben. Wie weit bist du denn jetzt? Du bist ja 2019 im EU-Parlament. Ja, also Verlagerung auf die Regierung. Also noch mehr Mauschelei, noch mehr Kuhhandel, noch weniger Öffentlichkeit. Also eine Entdemokratisierung der EU. Eine noch weitere, als es ohnehin schon der Fall ist. Also das ist definitiv die Richtung. Wie weit bist du gekommen? Was hast du gemacht, um die EU abzuschaffen? Wir wollen die letzten fünf Jahre umbauen, transformieren. Das Abschaffen hat immer... Ja, wie weit bist du mit dem Umbau und der Transformation gekommen? Wir sind so weit gekommen, dass wir zunächst einmal ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut haben, weit auch über die eigene Fraktion hinaus, zum Beispiel in die Fraktion ECR, also alles, was rechts der Union ist, wo wir zur Entwicklung der EU und möglichen Zukunftsalternativen im Wesentlichen übereinstimmen. Das heißt also, wir haben die Plattform aufgebaut, um eine Antwort zu geben auf die Pläne der linken Mehrheit, aus der EU so eine Art Superstaat zu machen. Das heißt, wir sind nicht mehr alleine und wir haben eine Übereinstimmung dahin, wo wir hinwollen. Das haben wir geschafft. Ja, aber habt ihr irgendwas gemacht? Die Leute wählen euch ja, weil ihr... Weil sie eine realistische Chance sehen, dass es eine starke Kraft gibt, die eine immer weitere Zentralisierung verhindert. Dafür sind wir da. Ja. Und das können wir garantieren. Nach den heutigen Umfragen können wir garantieren, dass wir so stark sein werden, dass wir deutlich mehr als ein Drittel der Stimmen haben, sodass also fundamentale Änderungen in die falsche Richtung nicht mehr möglich sind. Wie würdest du beschreiben, wie deine Arbeitsintensität die letzten fünf Jahre war? Oh, die ist deutlich besser als das, was mittlerweile ZDF frontal sagt. Ich bin nämlich Mitglied in nicht nur einem Ausschuss, ich bin Mitglied Handel, Menschenrechte, ich bin Stellvertreter Außenpolitik, ich bin in der Regionalförderung drin. Im Handelsausschuss warst du in den letzten 12 Monaten bei keiner Abstimmung dabei. Ja, das muss man auch nicht hingehen, weil ich habe den Vorteil, ich kann zu den Sitzungen Teammitglieder schicken. Das tue ich. Und ich gehe natürlich zu den Abstimmungen im Ausschuss nur dann, wenn es knapp wird. Ansonsten lasse ich mich vom Teammitglied briefen und sage, okay, die Sache ist eindeutig, das ist 90-10, ich würde vielleicht selbst zustimmen. Da muss ich nicht hingehen, sondern kann Sachen machen, die vielleicht anderswo wichtig sind. Das ist das eine. Das zweite ist, ich bin im Handelsausschuss der Berichterstatter für den gesamten Handel der EU mit folgenden Ländern. Bangladesch, Sri Lanka, Malediven, Bhutan und Nepal. Und ich bin das einzige AfD-Abgeordnete, der so eine Berichterstatterstelle bekommen hat, die ich auch ausfülle, indem ich mich um den Handel mit diesen Ländern kümmere. Also die Vorstellung,
man beweist seine Wichtigkeit nur dadurch, dass man jetzt 8 Stunden in einer Sitzung sitzt, in der man genauso gut seine wissenschaftlichen Mitarbeiter setzen kann, teile ich nicht. Das Entscheidende beim Politiker ist ja das, was wahrgenommen wird und inwiefern er den öffentlichen Diskurs zu einem bestimmten Thema beeinflussen kann. Und dazu geht es auch um die Wahrnehmbarkeit. Aber deine Wähler würden ja erwarten, wenn sie dich als Abgeordneten, der die Interessen von denjenigen vertritt, nach Brüssel schicken, dann arbeitet er auch erstmal zunächst. Nee, meine Wähler erwarten, da ist das sicher anders. Meine Wähler erwarten genau, dass ich mich nicht meine gesamte Zeit damit verbringe, dass ich in endlosen Sitzungen sitze, wo man sich auch vertreten lassen kann. Sondern meine Wähler erwarten, dass ich genau dahin gehe, wo ich den Kontrapunkt setze. Dass ich also auf irgendeiner Podiumsdiskussion sitze, wo 5 Leute erzählen, wie geil die EU ist und dass wir noch viel mehr EU brauchen, mehr Zentralisierung. Und dass ich dann der Einzige bin, der sagt, tut mir leid, ich sehe es anders. Und dass ich diesen Einheitsklang und diese Einheitsmeinung konterkariere. Und ich denke, über mangelnde Arbeit, über mangelnde Präsenz, über mangelnde öffentliche Wahrnehmbarkeit, auch über Einfluss auf den Diskurs im Land, kann sich man sich bei mir nicht beschweren. Also es gibt wohl. Ja, das ist eine sehr gute Antwort und die sollte auch ein Politiker des BSW geben, wenn es nach seinen, wenn es nach seiner mangelnden Anwesenheit bei Bundestagsabstimmungen gefragt werden sollte. Also das ist eine sehr gute Antwort an der Stelle. Also wenn die Abstimmungen sowieso klar sind, dann braucht man da nicht. Also dann ändert es ja nichts, dann kann man wesentlich effektiver Politik machen, indem man Einfluss auf die öffentliche Meinung nimmt und andere Termine wahrnimmt. Wohl wenige Abgeordnete, die so präsent in der Öffentlichkeit gewesen sind, die sich so deutlich zu Wort gemeldet haben. Das ist was anderes als eine parlamentarische Arbeit. Na, die parlamentarische Arbeit muss organisiert sein. Also sie muss organisiert sein, dass man sagt... Du lässt arbeiten. Ja, zum Beispiel. Man delegiert. Mhm. Aber die sind nicht gewählt. Nein, die sitzen da drin, die besprechen die Themen vorher mit mir ab, die schreiben mit, was geht. In der Regel geht es dann um die Frage, Handelsquote mit Vietnam oder so. Und sagen, pass auf, an dem und dem Tag geht es ins Plenum, würde ich an der Stelle eine Rede halten, hier ist die Abstimmungsempfehlung. Oder sie sagen, an dem und dem Tag wird im Ausschuss zu dem Thema gesprochen, das erscheint uns wichtig, geh bitte rein und bitte ums Wort. Und dann wird das durchgeplant. Anders kann man das auch nicht machen. Also der Abgeordnete, der sich in seiner Ausschussarbeit vergräbt, der öffentlich nicht wahrnehmbar ist und der dann am Ende ganz stolz sagt, ich habe aber gestern wieder 8 Stunden auf dem Sessel gesessen. Das ist sicher der falsche Volksvertreter. Jetzt ist ja die Europawahl Anfang Juni. Ihr wisst noch nicht, wie die Wahl ausgeht. Sie könnte auch so ausgehen, dass die AfD teilt sich, ist ja quasi mit anderen rechten Parteien in Europa in der ID-Fraktion. Ja, genau. Könnte ja sein, dass ihr eine Mehrheit bekommt. Wo eine Mehrheit? Ja, im Europaparlament. Das ist ja, das kann ja passieren. Ja, ich arbeite immer im Bereich von sogenannten von Wahrscheinlichkeiten. Ja? Ja, also die Wahrscheinlichkeit, die wir zurzeit haben, ist ID plus ECR, das sind so Brüder im Geiste, mit Ausnahme der Außenpolitik. Plus CDU hat die Mehrheit. Das ist zurzeit die Erwartung. Ja, aber erklär uns mal. ECR ist transatlantisch. Also europäische Konservative und Reformer. Das ist der Unterschied, was Krah hier meinte mit Außenpolitik. Falls es dann doch klappt, dass da eine Mehrheit zustande kommt, ja? Wie ihr dann das EU-Parlament abschafft. Das werden wir nicht tun. Wir werden dann erstmal alle Vorgaben der EU, die uns nicht passen, werden wir dann in dem Moment stoppen. Und ja, dann werden wir eine EU-Krise herbeiführen. Deine Wähler wählen euch aber auch, weil, und das fordert ihr, dass abgeschafft wird. Dann, wie gesagt, die Forderung, ich wiederhole mich, die Forderung ist hier, das ist die Kurzfassung unwirklich formuliert. Du bist der Spitzenkandidat, das ist auch keine Kurzfassung, das sind 37, fast 50 Seiten also Europawahlprogramm. Ich hab nicht gesehen, dass das die Kurzfassung ist. Also dann erkläre ich hiermit mit der Autorität des Spitzenkandidaten, die AfD wird nicht das einzige Instrument auf europäischer Ebene abschaffen, wo sie Mitspracherecht hat, bevor die EU nicht so umgebaut ist, dass sie mit... Ach, man will erst die EU umbauen und sie dann man will erst selber an die Futter tapfen und die EU dann entdemokratisieren. Also sprich, wenn wir den kriegen, dann wird das Parlament abgeschafft. Das klingt total demokratisch. Ich wüsste gar nicht, warum es da ein Problem geben könnte. Also das ist katastrophal. Also was darf das BSW übrigens auf keinen Fall fordern? Also dass man Kompetenzen zurück an die Mitgliedstaaten gibt, was gerade auch fordert, sehr sinnvoll, dass nicht mehr alles zentral geregelt wird, dass da Kompetenzen auch von der EU weggenommen werden, dass das Subsidiaritätsprinzip eingehalten wird, alles sinnvoll. Aber das einzig demokratisch gewählte Gremium abschaffen, keine gute Idee. Das EU-Parlament sollte dauerhaft bestehen bleiben. Einfach weil das die einzige direkte Handhabe der Bürger ist, wie Krah hier ja selber zugibt. Also er sagt ja, es ist das einzige Gremium, wo die AfD drin sitzt. Ja, weil da alle Parteien halt vertreten sind, entsprechend den Anteilen, die sie bei der Wahl erhalten haben. Und nicht nur die Regierungen, die irgendeine komische Koalition vorher im Parlament an die Macht gebracht hat. Aber der Parteitag eurer Partei ist das letzte Gremium. Der Parteitag und die wird haben das in dem Moment, wenn richtig? Du das möchtest, selbstverständlich diese Klarstellung mittragen. Da kannst du dich drauf verlassen. Warum schreibt ihr das denn überhaupt rein? Es gibt gelegentlich Sätze, die leider missverständlich sind. Ich nehme das mit. Ich danke für den Hinweis. Du bist der erste Journalist, der es mir vorwirft. Also der Satz, das undemokratisch gewählt.
Frau scheint den gleichen Husten zu haben, den ich jetzt die letzten 3 Wochen hatte. Ich musste auch, er hat das vielleicht in manchen Streams in den letzten Tagen mitbekommen, ich musste auch die ganze Zeit husten. Also so scheint es dem armen Mann hier jetzt auch zu gehen. Tyler Durden schreibt gerade, für das BSW kann man Fabio De Masi in das EU-Parlament wählen. Oder ja, Fabio De Masi steht ganz oben auf der Liste. Auf Platz 9 steht Michael Lüders. Das heißt, wenn das BSW 9% kriegt, dann kommt Michael Lüders ins EU-Parlament. Also, das kleine Anreiz, BSW zu wählen. Das EU-Parlament wollen wir abschaffen. Das ist missverständlich. Es geht hier um die Zahl. Also der Chat guckt einmal kurz nach rechts. Also eben war das Gespräch ja interessanter. Und Nazi-Miljan Krah. Also schon wieder irgendwelche dummen Wortwitze. Also hier an der Stelle. Also dieser Chat, wie gesagt, Dara-esque, was man da liest. Wollen es perspektivisch abschaffen, aber erst dann, wenn die EU so umgebaut ist, dass sie eben unseren Vorstellungen eher entspricht. Die zum jetzigen Zeitpunkt dieses Parlament abzuschaffen bedeutete, dass wir die einzige Gelegenheit vergeben würden, die Interessen unserer Wähler in Brüssel zu vertreten. Das wollen wir sicher nicht. Das heißt, es ist ein Missverständnis, aber ich nehme das mit und sorge dafür, dass es korrigiert wird. Wie ist es eigentlich von einem System in Brüssel, in Straßburg, mit Diäten und Pensionen versorgt zu werden, dass man eigentlich innerlich hasst und abschaffen will? Nochmal, wir hassen nicht die Vorstellung einer europäischen Ebene. Wir glauben nur, dass die heutige... diese EU. Ja, das tun aber viele. Und diese EU versorgt dich mit Diäten und Pensionen. Das mag man Der entscheidende Punkt ist, dass auf dieser EU-Ebene, die ich tatsächlich in der jetzigen Form für scheußlich halte, extrem viele Entscheidungen getroffen werden, die das Alltagsleben aller Deutschen und damit auch meiner Wähler betreffen. Mhm. Und aus dem Grunde müssen wir da sein. Und das ist im Übrigen kein Widerspruch. Also Nigel Farage war ja auch ewig Europaabgeordneter und war für den Brexit. Aber es gibt auch berühmte historische Figuren. Also der Vater der tschechoslowakischen Unabhängigkeit, Thomas Masaryk, war zeitlebens Mitglied des Reichsrates der österreich-ungarischen Monarchie. Warum? Weil es die einzige Chance war, unter den damaligen Gegebenheiten etwas für die Tschechen zu tun. Aber du behältst deine Diät und Pension für dich. Man könnte ja auch sagen... Ich bin hier konsequent. Das ist so jetzt wirklich absurd. Ich glaube, das überspringen wir jetzt. Also diese... Also in der EU, sorry, so sehr von der, also wohlstandsmäßig von der EU profitiert hat wie Deutschland? Als Ökonom darf ich dir sagen, dass das ein Märchen ist, dass man mit Zahlen nicht belegen. Du bist ja kein Ökonom, du hast MBA studiert. Da ist ja die Ökonomie drin. Das ist ein BWL. Das ist ein BWL mit ausreichend VWL drin. Ja. Also es ist falsch. Es gibt... ich wollte gerade sagen, hunderte Studien, aber wahrscheinlich eine von Herrn Fratscher. Wahrscheinlich tausend Studien. Ja, wie Deutschland davon profitiert hat, kann man insofern nicht belegen, insofern man halt kein alternatives Deutschland hat, was nie der EU beigetreten ist. Das ist eine Frage, die kann man nicht beantworten. Die belegen, ist mittlerweile so, dass der Experte ist ja mittlerweile zum Schimpfwort gekommen und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk treten ja Leute aus, die in der Regel akademische Nullen sind. Dass irgendeine akademische Null ausschreibt, dass Deutschland eigentlich nur dank der EU ein erfolgreiches Land ist. Ja, darum habe ich ja 1000 Studien gesagt, aber nicht eine Studie von dem BI. Ja, aber die schreiben dann eben alle voneinander ab. Also Deutschland war bereits ein erfolgreiches Industrieland, als es noch keine EU gab. Als die Engländer aus der EU ausgetreten sind, haben 1000 Studien vorhergesagt, dass jetzt in England die Lebensmittel im Supermarkt knapp werden. Die Wachstumsraten Großbritanniens sind seit dem Brexit besser als die der Rest-EU. Von daher muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein, wer da irgendwas in wessen Auftrag zusammenschreibt. Deutschland, also das Prinzip der Einzahlung in die EU läuft so, dass das nach dem Bruttoinlandsprodukt geht. Also wer hohe Wirtschaftsleistung hat, zahlt wenig, wer geringer hat, zahlt viel, wer geringer hat, zahlt wenig. Mittlerweile zahlt Deutschland aufgrund des Übereifers unserer Politiker so viel, dass es keine Berechnungsformel mehr gibt, die erklären kann den deutschen EU-Beitrag. Gleichzeitig sinkt aber durch die ständige Erweiterungspolitik der Anteil der Mittel, die nach Deutschland zurückfließen. Also wer glaubt, dass das den Wohlstand in Deutschland mehrt, der glaubt doch an den Weihnachtsmann. Ja, jetzt ist die Frage, wieso fordert die AfD dann eine privilegierte EU-Partnerschaft der Ukraine? Das wäre jetzt eine Frage, die man an der Stelle stellen könnte. Ihr seid auch gegen die gemeinsame Agrarpolitik? Thilo, warum könnte man ein bisschen nachhaken? Also beim Katholizismus von K. hat er dauernd nachgefragt und jetzt gehen wir auf die Agrarpolitik. In der EU und damit, in der heutigen Form, weil die Bauern protestieren zu Recht dagegen. Wie gesagt, gleichzeitig gegen die Subventionspolitik. Wissen die Bauern, die ihr eigentlich in Deutschland unterstützt, dass ihr das Fundament, auf dem sie leben, nämlich die EU-Agrarsubvention, abschaffen wollt? Wir würden dann ein nationales Regime finden, das die Bauern besser stellt als jetzt die EU-Agrarpolitik. Wie denn? In Deutschland. Ja, wie? Indem wir sicherlich auch da zwei Dinge. Das eine ist, wir müssen unsere Bauern vor unfairer Konkurrenz schützen. Das ist sicher, also die Erhaltung des Bauernstandes und damit der heimischen Nahrungsproduktion ist von strategischem Interesse.
Das Zweite, es braucht sicherlich aufgrund der Weltmarktpreise Subventionen, um das zu erreichen, aber die kann man national deutlich besser und zielgenauer festlegen. Verstoßen aktuell nur gegen die EU-Beihilferegeln. Also da müsste man erst die EU-Beihilferegeln, die von Deutschland so streng gemacht wurden, da müsste man da würde ich gerne mal die Pläne der AfD wissen, inwieweit man diese Beihilferegeln ändern will. Und ja, ich meine, die wurden ja damals von Kohl und weiteren deutschen Politikern nicht umsonst in die EU-Verträge geschrieben. Man hatte nämlich befürchtet, dass die Italiener und die Franzosen ihre Wirtschaft staatlich zu sehr pampern und die dann zu wettbewerbsfähig werden, wenn die Beihilferegeln zu locker wären. Also da wäre ich mal gespannt, was die AfD da reformieren wollte. Vor allen Dingen würden wir die Bauern massiv von Bürokratie entlasten. Die Bauern stöhnen ja mittlerweile darüber, dass sie überhaupt nicht mehr dazukommen, sich um ihre Tiere zu kümmern, weil sie ständig irgendwelche Blätter ausfüllen müssen. Ich habe mich bei den Bauernprotesten in Brüssel bin ich dazugegangen und habe mich einfach mal mit belgischen Bauern unterhalten, die waren da halt. Und dann hatten die ihre Tiere dabei und dann fragte ich, was ist denn euer Problem? Und dann sagten sie, naja, früher brauchte ich für dieses Tier eine Tierarztbescheinigung, dass es gesund ist. Und dann läuft das. Mittlerweile hat er mir erzählt, muss er zweimal im Jahr ein mehrseitiges Formblatt aufgrund einer EU-Verordnung ausfüllen. Aber das gäbe es nicht, wenn es nur deutsche Subventionen gäbe? Wir würden das deutlich vereinfachen. Ja. Das ist eine sinnvolle Forderung und daran muss sich das BSW auch machen. Ich glaube, Bürokratieabbau ist sogar eine Forderung des BSW. Also das ist definitiv so. Das muss man allerdings sagen, das versprechen alle Parteien seit 40 Jahren. Die FDP geht damit seit 40 Jahren auf Tour und die Bürokratie hat nur immer weiter zugenommen. Also einem Politiker Bürokratieabbau versprechen, bin ich da immer sehr, sehr skeptisch. Ihr wollt die EU ja ersetzen durch was anderes. Bund europäischer Nation. Was heißt das? Das ist zunächst einmal ein Wort, um klarzumachen, dass wir ein anderes Europa wollen. Also, dass die EU in ihrer heutigen Form die Herausforderung der Zukunft nicht bestehen wird, das ist etwas, was die Linken auch zugeben. Deshalb gibt es die Konferenz für die Zukunft Europas. Da entwickeln die Linken ihren Zukunftsplan. Der läuft auf einen Zentralstaat hinaus, den wir für furchtbar halten. Nein. Also die Linken, ich sage jetzt mal fürs BSW, das ist ja auch eine linke Partei, das BSW fordert, dass Kompetenzen zurück an die Nationalstaaten gegeben werden, vor allem Wirtschaftspolitik. Also das, was Krab in Bezug auf die Subventionen gerade nur gefordert hat, das fordert das BSW allgemein, dass diese bescheuerten Schuldenregeln von Maastricht endlich aufgehoben werden. Also ja, also nicht die Linken fordern das, sondern ja, der Mainstream, der bewegt sich gerade in diese Richtung. Und der Euro, der ist ja eine grundsätzliche Fehlkonstruktion, der letztlich entweder zum Zerbrechen führen muss. Also der Euro, der ist nicht dauerhaft haltbar, wenn die Peripherie nicht irgendwann subventioniert wird. Oder zu einer dauerhaften Transferunion führen muss. Also darauf will ich jetzt nicht tiefer eingehen, das kommen wir vielleicht gleich noch, aber ja, da wäre ich auch mal gespannt, was Maximilian Krah dazu zu sagen hat. Also sagen wir, unser Plan ist ein Europa, was ein paar Änderungen hat. Das erste ist, es muss in Zukunft klar sein, welche Kompetenz ist in Europa, welche im Nationalstaat, welche im Bundesland. Zurzeit ist alles gemischt. Das gibt so gut wie kein Thema, wo die EU nicht irgendwie mitspielt und wo sie sich auch nicht für zuständig erklären kann. Sie kann sich nämlich immer über irgendeinen Nebenaspekt für zuständig erklären. Und danach entscheidet der Europäische Gerichtshof selbst, ob sie zuständig ist oder nicht. Das heißt, die EU hat de facto aufgrund der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs so eine Art Allzuständigkeit. Das passt uns nicht. Sondern es gibt klar abgegrenzte Kompetenzen. Punkt 1. Punkt 2. Wir wollen nach innen deutlich mehr Freiheit. Und also Punkt 1, um da mal kurz zu unterbrechen, sinnvoll. Absolut sinnvoll, dass das vertraglich endlich geregelt wird. Es kann nicht sein, dass der EuGH sich selbst überall die Kompetenzen zuspricht und dann nationale Gerichte wie in Polen sagen, der EuGH, der hat doch nicht das letzte Wort, sondern wir haben das. Also so eine dauerhafte Verfassungskrise, die ist kein guter Zustand fürs Zusammenleben von europäischen Staaten, sondern da muss man klar sagen, hier hat der EuGH das letzte Wort, hier ist EU-Politik, beispielsweise Handelspolitik, die ist nun mal eine EU-Domäne. Das kannst du in einem gemeinsamen Binnenmarkt nur auf EU-Ebene regeln. Sowas kann nicht jeder Nationalstaat einzeln machen. Und andere Dinge, beispielsweise Kulturpolitik, die kann man auf Ebene der Nationalstaaten regeln. Da braucht nicht der EuGH den Ländern reinreden können. Nach außen so viel Einheitlichkeit wie nötig. Handelsverträge. Zollunion. Das muss alles bleiben, auch Binnenmarkt. Das nächste, was wir wollen, ist, wir wollen mehr Transparenz. Beispiel. Hast du schon mal den Namen Dombrovskis gehört? Weiß ich nicht. Das ist ein EU-Kommissar, einer von 27. Der hat sicher mehr Macht als 3/4 aller deutschen Bundesminister. Das heißt, EU zurzeit heißt, du wirst von Leuten regiert, die du noch nicht mal vom Namen her kennst. Das ist völlig intransparent und undemokratisch. Aber das stimmt ja nicht. Ja. Also keine Entscheidung der Kommission. Das
könnte man ändern, indem man den EU-Kommissionspräsidenten direkt wählen lassen würde und den dann quasi den Minister auswählen lassen würde. Also die EU quasi in eine Präsidialdemokratie umgestalten. Also es wäre wesentlich demokratischer und wesentlich näher am Bürger als das System, was wir gerade haben. Oder indem man den Präsidenten vom Parlament wählen lassen würde. Also es wären ja so also eine parlamentarische Demokratie. Das wär, man kann ohne die wären ja Dinge, die man machen könnte, aber die AfD fordert stattdessen die Abschaffung des EU-Parlamentes. Und trotzdem, dass alles im Rat ausgemauschelt wird. Das ist ja noch undemokratischer als das, was wir gerade haben. Also man nennt hier richtige Probleme, aber hat darauf keine vernünftigen Lösungen leider. Stimmung der Bundesregierung. Noch, bitte. Nein. Es ist doch die Kommission und das Parlament können ja nicht ohne Zustimmung des Ministerrates zustimmen. Ja, aber im Rat gibt es auch mehr als Entscheidung. Mhm. Der Rat in der Regel nickt ab. Das heißt, und du weißt auch nicht, was die Rates. Also, die Kommission hat ein eigenes Initiativrecht als Exekutivbehörde. Das heißt, der Kommissar. Die Kommission ist de facto sowas wie eine europäische Regierung. Offiziell nicht, aber de facto ist sie das. Und aber der Rat darf. Kommissionspräsident wird im Rat ausgemauschelt. Das heißt, dass Ursula von der Leyen da sitzt, das ist so, weil das im Rat beschlossen wurde. Da konnte das Parlament, hätte nur sagen können, nein, wir wollen von der Leyen gar nicht, wir wollen dieses gesamte Kabinett nicht, aber das Parlament konnte keinen eigenen Kommissionspräsidenten wählen. Also die mächtigste Institution ist quasi die Kommission, aber hinter der Kommission steht, also in der normalen Tagespolitik, aber wenn es um die grundsätzlichen Weichenstellungen geht, dann ist der Europäische Rat das mächtigste Instrument, nicht die Kommission. Dessen Namen du nicht kennst und der unheimlich viel Macht hat, denkt sich in seiner Weisheit eine Verordnung aus. Ja, aber wenn das so wäre, die EU-Kommission wollte ein Verbrennerverbot, wie du vorhin gesagt hast, EU-Parlament auch. Wer hat das denn geschafft in der EU, dass das nicht so in der Form kommt? Das wurde ja alles abgeschwächt. Das waren die nationalen Regierungen. Ja, aber es gibt eine ganze Reihe Dinge, wo Mehrheitsprinzip auch im Rat gilt. Also du hast jetzt den Kommissar, den du nicht kennst. Gut. Der denkt sich irgendeine eine Richtlinie aus, die dazu führt, dass die kleinen Unternehmen noch tausendmal mehr Bürokratie haben. Ich wollte über euer Konzept reden. Gut, bei uns weißt du erstmal, wer dich regiert, weil es weniger gibt. Es gibt nicht 27 Hanseln, sondern es gibt vielleicht am Ende noch 4 oder 5 und die kennst du dann auch. Da weißt du auch, wie die gewählt sind. Das heißt, du kannst erstmal zuordnen. Wie wählt man die? Gute Forderung. Gute Frage von Thilo, gute Frage. Dann lassen wir Kramer antworten. Für diesen, wenn es 4 oder 5 sind, kannst du den Namen publik machen. Kein Mensch weiß es bei 27. Ja, aber gut. Ist ja jedes Land, jedes Mitgliedsland stellt einen Kommissar. Das ist die Frage, ob das denn sein muss. Wenn du 4 oder 5 hast, ist es ganz klar. Du einigst dich auf den Kommissionspräsidenten. Und der hat ein Vorschlagsrecht. Also es gibt dann immer noch eine Kommission, dieses Bund europäischer Nation. Ob die Kommission heißt, weiß ich nicht, aber du brauchst eine Behörde, ja klar. Du brauchst eine Zentralbehörde, die braucht man. Wer führt dann dieses neue Europa? Gibt's dann, ist das alles demokratisch und fair oder gibt es da jemanden, der das führt? Natürlich ist es demokratisch und fair. Ja. Muss das nicht demokratisch und fair sein? Ja, kann ja sein, dass es da vielleicht ein Land gibt, das stärker ist als das andere und führen muss. Keine Sorge, die Absicht besteht jetzt nicht darin, dass wir sagen, die Europäische Kommission sitzt in Berlin. Naja, also wenn man dein Buch durchliest. In der Außenpolitik, aber nicht in der. Hm. Aber lies vor, das ist ein lustiges Thema. Ja, Seite 70 sagst du, Deutschland muss Führung anbieten, wenn Europa mehr sein soll als ein amerikanisches Protektorat. Muss es auch. Ja, muss Führung absolut. Anbieten. Aber das heißt nicht anbieten, heißt, dass die akzeptiert wird. Das heißt ja nicht, dass wir uns durchsetzen und sagen, du lässt dich nicht führen, ich falle jetzt in dein Land ein. Es gibt zurzeit, gerade in Mittelosteuropa, gibt es eine großes Klagen darüber, dass Deutschland so passiv ist. Also selbst der polnische Außenminister Sikorski, der nun politisch nicht mein Freund ist, ein sehr netter Mensch, aber politisch nicht mein Freund, hat immer gesagt, Deutschland muss Führung anbieten. Sikorski, das ist der nach dem Nord Stream gesprengt wurde, getweetet hat, Thank you USA. Also, ja, weiß nicht, ob das schon in richtigen Rat geht, aber... Obwohl, ja, Polen profitiert ja davon, dass Zitat von wurde die sicher eine Ausweichroute. Aber damit ihr wisst, wer wir hier reden, wenn wir bei Sikorski sind. Muss mehr Führung übernehmen. Dadurch, dass die Bundesregierung so passiv ist, führt das dazu, dass es ein Vakuum gibt und nicht klar ist, in welche Richtung sich Europa entwickelt. Wir brauchen ein selbstbewusstes Deutschland, das auch eine Idee von Europa hat, die darüber hinausgeht, irgendwie neue Bürokratie zu etablieren. Absolut. Das ist übrigens etwas, was dir jeder Mittelosteuropäer bestätigen wird. Ja. Aber also dein Bund Europäische Nationen sieht so aus, dass am besten Deutschland da die Führung anbietet. Nein, mein Bund Europäische Nationen sieht so aus. Ganz klare Kompetenzen, die auch nicht gemischt sind mit den Nationalstaaten. Ja. Weniger Kompetenzen, hohe Transparenz. Aber geführt von ein Deutschland. Ein sehr kleines Team. Geführt von Deutschland? Nein. Sagst du ja. Deutschland bietet Führung an, bedeutet, dass Deutschland in den Verhandlungen unter den Staaten eine Idee anbietet, dass es auch Angebote macht, wie Europa sich weiterentwickeln kann. Zum Beispiel, indem man proaktiv den Leuten sagt, das wäre unser Vorschlag. Da kommt zurzeit überhaupt nichts. Führung heißt doch nicht, ich befehle und du folgst, sondern Führung heißt Motivation.
die Definition, die man mir beigebracht hat in New York, ist, was ist Leadership? Leadership ist die Fähigkeit, Menschen zum Wandel zu motivieren. Insofern, wenn wir von Führung reden, reden wir davon, dass wir eine Vision haben und dass wir andere Menschen, andere Länder dazu motivieren und ermuntern, diese Vision zu teilen. Also neues Europa mit German Leadership. Mit mehr German Leadership. Leadership ist nicht 0 und 1, Leadership ist ein Spektrum. Ist ja jetzt keine neue Idee. Ich habe hier mal eine Idee gefunden aus den 30ern noch. Da heißt es, der Führer sieht ganz klar, Vereinigte Staaten von Europa oder deutscher Führung, das wäre die Lösung. Dauert noch viele Jahre oder Jahrzehnte, aber ist ein Ziel. Ja, Thilo hätte hier jetzt auch Winston Churchill zitieren können, der die Vereinigten Staaten von Europa gefordert hat. Ohne Großbritannien übrigens, also auch dann de facto von Deutschland. Also wenn, was ist da der Unterschied zu deiner und eurer? Ich glaube, Idee? Jeder Hitler-Vergleich in Bezug auf die gegenwärtige Politik verbietet sich selbst, weil das ist ja Polemik. Ich frage nach dem Unterschied, damit du das klar machen kannst. Das ist jetzt aus dem Goebbels-Tagebuch von 36. Hitler meinte mit Führung eben nicht Führung im heutigen Sinne, einer Führung als Motivation, einer Gemeinsamkeit, einer Überzeugung, sondern Hitler meinte mit Führung, ich befehle und ihr folgt. Das ist ein völlig anderes Konzept von Führung. Sicher? Ja. Ihr wollt auch den europäischen Sozialstaat? Also auf keinen Fall. Und selbst die EU-Sozialcharta. Natürlich, weil die nur zu maßlosen Ansprüchen führt und weil sie dazu führt, dass der deutsche Sozialstaat der ohnehin überlastet. Also beispielsweise eine neue EU-Richtlinie sieht einen Mindestlohn von 60% des nationalen Lohnniveaus vor und das ist doch kein maßloser Anspruch. Verständlichkeit, dass Länder auf Lohndumping verzichten, wenn sie in einem gemeinsamen Währungsraum sind. Beziehungsweise auch wenn sie im gemeinsamen Binnenmarkt sind, da kann es doch nicht sein, dass ein Land darauf setzt, seine Löhne extra niedrig zu machen, wie Deutschland oder die Niederlande, und andere Länder dann hinten runterfallen, wie Griechenland, Italien oder Spanien. Hier sieht man auch mal klar, die AfD ist eine neoliberale Partei. Also sie will auf jeden Fall nicht, dass die Löhne steigen. Das ist doch sehr interessant. Dass du das pleite gehen würde. Das haben wir angefangen damit, dass du ein Kämpfer gegen, also für die Armen, ja, gegen Armut bist und sozial Schwache. Die EU-Sozialkarte gibt es seit 1961. Mhm. Da steht ja eigentlich eine Menge Errungenschaften drin. Absolut, aber man braucht sie nicht, weil sie nur mittlerweile zur Bürokratie führt und zu einer sinnlosen Ausweitung von Ansprüchen gegen den deutschen Sozialstaat. Also wir brauchen nicht das Recht auf Arbeit, was da drin steht, das Koalitionsvereinigungsrecht, das Recht auf Kollektivverhandlungen, das Recht auf soziale Sicherheit. Doch, das brauchen wir, aber das brauchen wir nicht in einer UN. Ich muss es kurz für unser Publikum. Das soziale Fürsorgerecht, das Recht auf besonderen gesetzlichen, wirtschaftlichen und sozialen Schutz der Familie und die Schutzrechte für Wanderarbeiter und ihre Familien. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir, aber das brauchen wir nicht in einer EU-Sozialkarte, das brauchen wir im deutschen Grundgesetz. Da steht es nämlich auch drin. Naja, aber vielleicht brauchen das andere europäische Länder auch. Du erzählst mir gerade, ich dürfe keine deutsche Führung nehmen und sagst aber, dass wir in Deutschland entscheiden müssen, was andere europäische Länder brauchen. Also entweder. Nee, was heißt wir in Deutschland? Das ist ja was, wo sich die Länder der EU darauf geeinigt haben. Und wenn du eine gemeinsame Wirtschaftsgemeinschaft hast, dann musst du auch gemeinsame Sozialstandards ein Race to the Bottom. Also dann versucht jeder, die niedrigsten Sozialstandards zu haben, um möglichst attraktiver Kapitalstandort zu werden. Das ist erst recht so, wenn du eine Währungsunion hast und Währungsabwertung kein Mittel der Wirtschaftsförderung mehr ist. Also das versteht sich doch von selbst. Also das weiß Maximilian Krah, glaube ich, auch. Ich glaube nicht, dass ihm das nicht klar ist. Aber ich glaube, dass er das bewusst in Kauf nimmt, um hier einen Abbau des Sozialstaates besser verkaufen zu können. Er sagt dann, ja, steht im Grundgesetz und ob andere Länder das machen. Ja, wenn andere Länder dann ihre Sozialstandards massiv absenken, wenn die dann auf Lohndumping setzen, dann heißt es von der AfD-CDU-Regierung, die wir dann vielleicht bekommen, den Sozialstaat, den wir jetzt haben, den können wir uns leider nicht mehr leisten. Wir müssen alle den Gürtel enger schnallen und jetzt mal stagnierende Löhne für weitere 20 Jahre akzeptieren. Oder wir müssen die Renten kürzen. Oder. Also das ist ja in der Vergangenheit alles schon gekommen, diese Argumentation. Oder. Nee, aber andere Länder können sich ja ein gutes Beispiel an. Nein, andere Länder haben selbst die Chance zu entscheiden, was sie brauchen und was sie nicht brauchen. Das muss ich nicht in Brüssel festlegen. Wenn jetzt ein anderes Land sagt, ich brauche eins davon nicht, dann glaube ich, dass dieses andere Land das Recht hat zu sagen, die brauche ich nicht. Thema Sozialpolitik ist ja für euch ein großes Thema. Wir sind super drin. Wir haben da echt die Kurve gekriegt und sind heute sicherlich die Partei mit der höchsten Glaubwürdigkeit bei sozialen Themen. Wenn wir jetzt mal feststellen, weil ich meine, dass ihr Geflüchteten... Also die AfD hat gegen einen Mindestlohn von 14 Euro polemisiert und... Ja, die Dinge völlig falsch dargestellt. Also die haben null Glaubwürdigkeit, was soziale Themen angeht. Menschen leistungskürzen wollt und sie abschieben wollt, weiß, glaube ich, mittlerweile jeder. Aber ich glaube, wenige wissen, dass ihr den Sozialstaat eigentlich abreißen wollt. Wir wollen ihn nicht abreißen, sondern ihn umbauen. Mhm. Also wir machen Politik zunächst einmal für jene, die hart arbeiten oder arbeitswillig sind und die erleben, dass sie von ihrer harten Arbeit am Ende so wenig übrig haben, dass sie kein anständiges Leben davon haben können. Mhm. Der Sozialstaat frisst zurzeit ein Drittel der deutschen Gesamtwirtschaftsleistung, das Bruttoinlandsprodukt. Ja, der Großteil davon sind die Sozialversicherung. Der Großteil davon ist Rente, Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung. Das ist der Großteil davon.
Was davon will die AfD angreifen? Das wäre jetzt meine Frage. Und ja, danke Tyler Durden für deine Spende, die hatte ich tatsächlich nicht gesehen. Muss ja auf zwei Chats und ein Gespräch achten, das ist tatsächlich ein bisschen viel. Das Ergebnis ist aber, dass der Anteil der armen Menschen in Deutschland immer weiter steigt. Das heißt also ganz offensichtlich ist die Idee, immer mehr Geld aus dem Wirtschaftskreislauf rauszunehmen, irgendwie umzuverteilen mit einer riesigen, sauteuren Bürokratie und Leuten... Nein, keine sauteure Bürokratie. Die gesetzliche Rente ist wesentlich unbürokratischer als beispielsweise diese privaten Riester-Verträge, wo ein Viertel des Geldes in den Taschen von Versicherungskonzernen landen. Völlig falsch dargestellt, was Krah hier gerade macht. Also Sozialstaat, das meint zum Großteil tatsächlich Rente, Krankenversicherung, Pflegeversicherung und Arbeitslosenversicherung. Das ist der Großteil von diesem Sozialstaat, von dem Krah hier gerade spricht. Das solltet ihr euch immer klar machen. Hier geht es nicht um Langzeitarbeitslose, hier geht es wirklich um die ganz normale arbeitende Bevölkerung beziehungsweise die Leute, die schon in Rente sind. Geld zu geben, diese Idee scheint nicht so richtig zu funktionieren, denn sie erhöht die Armut, anstatt sie zu verringern. Was brauchen wir also? Wir brauchen einen Weg, dass die Leute Lust auf Arbeit haben, weil sie durch ihre eigene Arbeit letztlich sich ein kleines Glück wirtschaftlich aufbauen können, dass es für sie wirtschaftlich und sozial attraktiv ist zu arbeiten. Der Sozialstaat verringert den Anreiz und die Lust zu arbeiten. Ja, aber es gibt ja trotzdem in unserem Land ökonomisch schwache, arme Menschen, die euch wählen, denen ihr Antworten versprecht und ihr sagt... Ja, was heißt ökonomisch schwache? Die Rentner. Komm noch mal mit der offensichtlichsten Gruppe, von der jeder betroffen ist. Also jeder, der es schafft, das 67. Lebensjahr zu erreichen. Beziehungsweise aktuell können die Leute ja schon etwas früher in Rente gehen. Ist auf 67 erhöht. Also sprich doch mal die offensichtlichste Gruppe an, die Rentner oder Krankenversicherung. Jeder, der zum Arzt geht, ist, glaube ich, froh, dass er seine Krankenkassenkarte da hinhalten muss und nicht extra noch schauen muss, okay, kann ich mir diesen Arztbesuch jetzt leisten? Oder Pflegeversicherung. Also ich glaube, da sind viele Leute froh, dass sie eine Versicherung haben, die eben Teil der Kosten des Pflegeheims übernimmt. Buch, es geht hier um viel weniger Geld. Genau. Oder du schreibst, es ist sinnvoll, direkte staatliche Zuschüsse auf das absolute Minimum zu begrenzen, idealerweise durch Gutscheine, also nicht durch Geld, und für die Maßnahmen der Förderung und Lebenshilfe auf nichtstaatliche Akteure zu verweisen. Die Familie, lokale Gemeinschaften, religiöse Gruppen. Geld muss mit sozialer Kontrolle verknüpft werden. Und du schreibst, rechte Politik will deshalb einen solidarischen Patriotismus statt eines administrativen Sozialstaates. Richtig. Wie passt das mit Artikel 20 des Grundgesetzes zusammen? Weil wir sind ja ein Sozialstaat. Der Sozialstaat heißt für den Juristen, dass der Staat auch den sozialen Ausgleich im Blick hat und fördert. Das heißt aber nicht, dass er dafür ein Drittel des Bruttoinlandsproduktes ausgibt. Das heißt, der Staat hat die Verpflichtung, den sozialen... Wie gesagt, das ist zu einem Großteil einfach beispielsweise die Rentenzahlung. Also das sind zu einem Großteil die Sozialversicherung. Man kann es nicht häufig genug betonen. Ausgleich im Land im Blick zu behalten und eben keine harte ökonomische Klassengesellschaft zuzulassen. Das unterschreibe ich sofort. Es geht da, wie gesagt, darum, Artikel 20 legt fest, dass wir ein Sozialstaat sind. Du kannst das quasi jetzt finanziell doof finden, aber wenn du hier schreibst und sagst, es geht hier den Sozialstaat zu ersetzen, wir können ja gleich mal reden, was ein solidarischer Patriotismus ist, aber den Sozialstaat zu ersetzen. Das Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes ist eine Verpflichtung des Staates, Maßnahmen zu treffen, dem sozialen Ausgleich dienen. Was ist denn jetzt passiert? Das, was wir heute praktisch als Sozialstaat ich hab's nehmen, festgelegt, das ist mittlerweile 11 Sozialgesetzbücher, ist das ein administratives Monstrum, das ein Drittel der gesamten deutschen Wirtschaftsleistung aus dem Wirtschaftskreislauf herausnimmt, zurückgibt, mit dem Ergebnis, dass die Armut im Land steigt. Das heißt, ich kann dem Sozialstaatsprinzip sehr wohl entsprechen, indem ich den sozialen Ausgleich anders organisiere. Aber wenn du weniger Geld in den sozialen Staat, was da immer noch übrig ist, reinstecken willst, dann werden die Leute ja, die wenig haben und auf den sozialen Staat angewiesen sind, noch weniger haben. Nein, sie werden anfangen zu arbeiten und sie werden mehr Netto vom Brutto was haben. Was ist mit den Leuten, jetzt kommt Thilo wieder mit so einer... Er könnte jetzt den Fakt bringen, dass wir in Deutschland laut offiziellen Zahlen, die wirklich an allen Ecken und Enden schön gerechnet sind, und Arbeitslose haben, es sind wohl eher 5 Millionen plus noch 2 Millionen Leute, die in Teilzeit arbeiten und gerne Vollzeit arbeiten würden. Also eigentlich haben wir nochmal die doppelte, dreifache Menge also an Leuten, die eigentlich in Arbeit gebracht werden müssen. Aber sagen wir mal die offiziellen Zahlen. 2,5 Millionen Arbeitslose, aber nur 800.000 offene Stellen. Also es gibt dreimal so viele Arbeitslose wie offene Stellen. Anfang der 70er Jahre gab es 10-mal so viele offene Stellen wie Arbeitslose. Also wir haben gerade keine Vollbeschäftigung, sondern wir haben wir haben Nachfragemangel. Also die Leute können nicht arbeiten, wenn es die Arbeitsstellen nicht gibt. Also das wäre jetzt der Einwand, den man hier sofort bringen sollte. Und was das Bürgergeld angeht, das Bürgergeld ist nicht höher als Hartz IV. Das heißt, wenn man die Leute dazu motivieren sollte zu arbeiten, dann müsste man vielleicht mal
Da müsste man vielleicht mal den Mindestlohn erhöhen und nochmal zum Bürgergeld, das war ja gerade das, was Maximilian Krah kürzen wollte, das sind 25 Milliarden Euro. Also alleine im Bundeshaushalt sind viermal so hohe Geldmittel für die Renten, für die Zuschüsse zur gesetzlichen Rente vorgesehen. Also nicht für die gesetzliche Rente insgesamt, was über Beiträge eingenommen wird, sondern nur die Zuschüsse, die aus dem Bundeshaushalt kommen. Die sind viermal so hoch wie das, was der Bundeshaushalt für die, fürs Bürgergeld ausgibt. Also Maximilian Krah kümmert sich hier um ein absolutes Randproblem. Wenn er ein paar Millionen Euro, 100 Millionen Euro oder sogar ein paar Milliarden Euro beim Bürgergeld kürzt, dann ändert das wirklich nichts an der, also wie, oder fast nichts an der Größe des Sozialstaates. Der Sozialstaat wird, weil die Rente so ein unfassbar viel größeres Volumen hat als Bürgergeld, ähnlich groß bleiben, wie er vorher war. Also Maximilian Krah nennt hier bedrohliche Zahlen und will dann an einer absolut niedrigen Randstelle kürzen. Also das ist absurd. Also ihr merkt es ja, das passt vorne und hinten nicht zusammen, was er erzählt. Aber er vertritt halt die neoliberale Grundhaltung, die in der AfD nun mal Konsens ist. Und arbeiten und trotzdem vom Sozialstaat Unterstützung brauchen. Die werden plötzlich, weil sie viel weniger Steuern und Abgaben zahlen, keine Unterstützung mehr benötigen. Nee, es gibt über 1 Million Menschen, die Arbeit haben und trotzdem nicht genug haben und darum von der Bundesagentur, vom Sozialstaat unterstützt werden. Weil sie so hohe Abzüge haben. Sie haben so hohe Abzüge, nee. Dass das erste, das zweite ist, was wir vorschlagen, unter anderem, ist ein sogenannter Kombilohn. Das heißt, wir wollen den Leuten nicht mehr einfach Geld geben, wenn sie zu Hause bleiben, sondern wir machen einen Kombilohn. Kombilohn habe ich da noch drin. Und sagen, ihr arbeitet, euer Lohn ist noch zu niedrig, weil ihr halt aufgrund eurer noch geringen Qualifikation und Arbeitserfahrung wenig verdient. Und wir geben euch was zum Lohn dazu. Das ist etwas, was übrigens Viktor Orban... Das ist eine gute Forderung. ...gemacht hat. Interessantes Beispiel. Und zwar gibt es in allen mittelosteuropäischen Ländern ein großes Problem der Arbeitslosigkeit der Roma. Gerade in der Slowakei ganz so. Und Viktor Orban hat das Problem dadurch gelöst, dass er die Sozialhilfe, also die Zuwendungen ohne, dass man arbeitet, hat er auf ein absolutes Minimum reduziert. Ganz massiv. Aber er hat einen Kombilohn eingeführt. Das heißt, wer ein bisschen arbeitet und zu wenig verdient, der kriegt einen Zuschuss. Und dadurch hat er erreicht, dass die Roma sich um sehr einfache Arbeit gekümmert haben. Und er hat auch dafür gesorgt, dass es diese Arbeitsplätze gibt. Er hat also zum Beispiel die Gemeinden in Ungarn verpflichtet, Gärtner einzustellen, die öffentlichen Wiesen mit Rasenmäher mähen. Und auf einen Schlag mussten die Roma, damit sie überhaupt Geld bekommen, weil die Sozialhilfe, die sie vorher hatten, war so gering, dass sie davon eigentlich kaum noch hätten essen können, da waren halt wirklich Gutscheine dann dran, mussten also früh zur Gemeinde und mussten anfangen, den Rasen zu mähen. Und nachdem sie das ein halbes Jahr gemacht haben und sich daran auch nach Jahren, wo sie eben eher wenig gearbeitet haben, daran gewöhnt haben, ist dann der Baumarktbesitzer gekommen und hat sie zum besseren Gehalt eingestellt. Das Ergebnis ist, dass Ungarn heute eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten der Roma-Bevölkerung hat. Politisch ganz interessant, die ungarischen Roma wählen ganz überwiegend Fidesz von Viktor Orban. Das heißt, wenn man Sozialleistungen... Ja, Jobgarantie oder staatliche Jobprogramme, sehr sinnvoll, aber das hat Maximilian Krah nicht für... Wohl doch, er hat einen Kombilohn gefordert. Das ist zugutehalten. Die Frage ist jetzt, in welchem Umfang soll das stattfinden? Gleicht das wirklich die 2 Millionen oder wesentlich mehr als 2 Millionen Stellen aus, die in Deutschland fehlen, um die Arbeitslosen in Lohn und Brot zu bringen? Umwandelt, klüger macht, also statt Bürgergeld Kombilohn. Ja, aber dass man weniger Geld ausgibt. Da zahlt der Staat dann auch wieder die Hälfte des Lohns. Ja, aber die Leute qualifizieren sich weiter. Zu Anfang absolut korrekt. Zu Anfang zahlt der Staat die Hälfte. Aber diese Leute werden durch die Arbeitspraxis plötzlich attraktiv auf dem Arbeitsmarkt. Warum legst du den Lohn nicht so fest, dass der Lohn ausreichend ist? Weil dann keine Arbeitsplätze entstehen werden. Die Leute, die Arbeitgeber sagt, was ist mir wert, jemand, der keine Arbeitserfahrung hat, der keine Berufsausbildung hat, der erstmal lernen muss, wieder pünktlich zur Arbeit zu kommen und der nichts. Das ist die These von der individuellen Produktivität, die ist falsch. Produktivität ist nichts, was du auf individueller Ebene von der Grenzproduktivität, dass der Lohn danach bemessen wird, die ist falsch. Produktivität ist nichts, was du auf individueller Ebene messen kannst. Produktivität ist nur was du auf volkswirtschaftlicher Ebene, schon auf Unternehmensebene wird schwierig, was du eigentlich nur auf volkswirtschaftlicher Ebene messen kannst. Wenn Arbeitgeber einen Bedarf an beispielsweise Putzkräften haben und es nicht genug Leute gibt, die sich da melden, dann werden da die Löhne steigen. Und es ist völlig egal. Also da kann der Arbeitgeber nicht sagen, ja, die Putzkraft, die erwirtschaftet weniger, denn wenn er weniger bietet, dann kommt halt niemand. Also dann muss er halt mehr zahlen. Und wenn es einen Mindestlohn gibt, dann muss er auch mehr zahlen. Da kann er nicht sagen, ja, die Putzkraft, die hat halt eine zu geringe individuelle Produktivität. Denn diese ganze These von dieser individuellen Produktivität, die ist falsch. Also auch der Manager kann in seinem Büro nur arbeiten, wenn jemand vorher das Büro geputzt hat. Auch die Schüler können nur in die Schule gehen, wenn vorher jemand die Schule geputzt hat. Also Putzfrau ist jetzt das
einfachste Beispiel. Aber auch die Leute werden nicht darauf verzichten, sich zum Friseur zu gehen, nur weil der Friseurbesuch plötzlich doppelt so teuer ist. Die Leute werden sich trotzdem weiter ihre Haare schneiden lassen. Also zu sagen, ja, die Friseure, die haben so eine niedrige Produktivität, deswegen sollten die nur einen Stundenlohn von 5 Euro kriegen, ist schwierig, denn nach der Logik, okay, wenn man dann jetzt einen Stundenlohn von 12 Euro gibt, dann würden die ja alle, also dann würden ja alle Friseursalons zumachen und die Leute würden sich nicht mehr ihre Haare schneiden. Das passiert ja real nicht. Also die Tätigkeiten, die werden weiterhin gesucht und die werden dann eben zu einem höheren Lohn gesucht. Also das ist eine grundsätzlich falsche Vorstellung davon, wie Löhne sich ergeben. Das ist dieses neoklassische Arbeitsmarktmodell, was Maximilian Krah hat. Und Dankeschön, Nachtschmied, dass du hier rüber geradet hast. Ich shoutoute dich gleich. Schön, dass ihr da seid. Wir reagieren ja auf Maximilian Krah bei Jung und Naiv. Wir sind gerade bei Wirtschaftspolitik, also eigentlich dem Thema, mit dem ich mich ja sowieso am meisten beschäftige. Anderes tut, als jetzt vielleicht mal den Rasen zu mähen. Okay, 5 Euro ist er mir wert. Aber der Mindestlohn, sage ich mal, liegt bei 20. Dann sagt er, den stelle ich nicht ein. Dann mache ich einen Rasenroboter. Was heißt? Ja, das wäre eine gesamtwirtschaftliche Produktivitätssteigerung. Das wäre doch sehr gut. Dann sind die Arbeitskräfte da frei geworden und die Gesamtwirtschaft produziert mehr. Das ist doch sehr, sehr sinnvoll. Also da muss der Staat dafür sorgen, dass es genug effektive Nachfrage gibt, damit diese Arbeitskräfte schnellstmöglich einen neuen Arbeitsplatz finden. Also dann ist die Produktivität gestiegen, dann ist die gesamte Volkswirtschaft reicher geworden. Das ist doch etwas sehr, sehr Sinnvolles, was man als Staat auf jeden Fall fördern sollte. Und höhere Löhne sind Produktivitätstreiber. Entsprechend sollte man für höhere Löhne sorgen. Das ist doch sehr sinnvoll. Man kann doch jetzt nicht sagen, wir sorgen hier für niedrigeres Produktivitätswachstum, damit wir Stellen, die besonders schlecht bezahlt werden, halten. Das ist doch keine gute wirtschaftspolitische Strategie, sondern da muss man Stellen schaffen, die besser bezahlt werden. Dafür muss man halt für eine hoch genug Nachfrage sorgen. Statt eines Sozialstaates den solidarischen Patriotismus. Ja. Was heißt das? Der solidarische Patriotismus ist das Sozialstaatskonzept der AfD. Das heißt, er sagt, dass jemand, der in Deutschland lebt, wissen muss, dass er aufgefangen wird. Aber das große Problem, das wir haben, ist, dass zurzeit die soziale Umverteilung vor allen Dingen eine Umverteilung zu Einwanderern ist. Also über 50% der Bürgergeldempfänger in Deutschland haben keinen deutschen Pass, sind also Ausländer, rechtlich gesehen. Und das führt nicht nur dazu, dass der Sozialstaat immer teurer wird, weil die Einwanderung voranschreitet. Es führt auch dazu, dass der Sozialstaat zu einem Einwanderungsmagneten wird. Der solidarische Patriotismus will das verhindern, indem er den sozialen Ausgleich, übrigens komplett verfassungskonform, im Kern beschränkt auf Leute, die entweder Staatsbürger sind oder aber die schon eine gewisse Zeit ins System eingezahlt haben. Aber er möchte verhindern, dass jemand über die Grenze kommt, sofort Nutznießer des Systems ist. Klar, Ausländer sind böse, alles klar, aber erzählen Sie uns mal plastisch, was heißt dann, wie kann ich dann solidarisch-patriotisch sein? Ja, solidarisch bist du erstmal, indem du... Ja, aber also jetzt anhand eures solidarischen Patriotismus. Du bist deshalb... Also erstens gibt es so ein sehr, sehr schönes Buch, das heißt Solidarischer Patriotismus. Das ist, insofern ist das tatsächlich ein AfD-Codewort. Mit Sprudel, wenn es geht. Und der Punkt ist, dass wir den Patriotismus, also das Bekenntnis zum eigenen Land, wollen wir nicht nur verstehen als so eine Art Sonntagsreden-Patriotismus. Ja? Wir gehen einmal im Jahr zu irgendeinem Denkmal und haben halt eine schwarz-rot-goldene Fahne, sondern wir wollen klar machen... Wir sind auch solidarisch für Deutsche. Wir sind solidarisch in der Gemeinschaft der Staatsbürger. Deutsche bekommen Hilfe. Es bekommt derjenige Hilfe, der A, Staatsbürger ist oder B, der hier eingezahlt hat. Aber es bekommt nicht derjenige Hilfe, der gerade ankommt und sagt, ich will jetzt aber den vollen Satz haben. Das kriegt er nicht mehr. Das gilt dann auch für Kinder und Studenten in Deutschland? Die haben ja auch nie eingezahlt. Die sind aber Staatsbürger. Ach so. Ich habe gesagt Staatsbürger und jene, die eingezahlt haben. Du sagst auch, die Förderung und Lebenshilfe soll Familien und lokale Gemeinschaften übernehmen, statt jetzt der Staat. Wir haben ein Problem. Wir haben zum Beispiel hier in Berlin haben wir Bürgergeldempfänger, die sind in dritter Generation Bürgergeldempfänger. Das heißt also, die haben schon von ihren Eltern... Ja, das ist eine Katastrophe. Da muss man für Vollbeschäftigung sorgen. Da muss man dafür sorgen, dass die endlich in Beschäftigung kommen. Also sowas darf eigentlich nicht passieren. In dritter Generation. Rechnet mal zurück. Eine Generation 20 Jahre, 40 Jahre, drei Generationen 60 Jahre. Rechnet mal zurück, das ist 1960. Also da sind die ersten Gastarbeiter hergekommen, die haben wahrscheinlich gearbeitet und dann sind sie bei den Entlassungswellen in den 70er Jahren vielleicht entlassen worden und sind dann ins Bürgergeld gerutscht. In den 70er Jahren, was ist da passiert? Da hat die Bundesbank die Zinsen hochgesetzt und die Arbeitslosigkeit in die Höhe getrieben. Und dann in den 80er Jahren ist Deutschland noch weiter auf neoliberale Politik umgestiegen. Ende von der Amtszeit von Helmut Kohl hat man dann auch noch auf Lohndumping gesetzt. Gerhard Schröder auch noch. Das hat die Arbeitslosigkeit noch weiter hochgetrieben. Deutschland in eine richtige Rezession gestürzt. Arbeitslosigkeit von 10% hatten wir da zeitweise. Unter diesen Bedingungen haben sich tatsächlich Bevölkerungsschichten gebildet, die jetzt nicht sonderlich groß sind, die es aber gibt, die seit Generationen im Bürgergeld leben. Also das ist eine Folge von der hohen Arbeitslosigkeit, die wir im Gefolge des Neoliberalismus hatten.
Also das kann man nicht anders sagen. Die neoliberale Wirtschaftspolitik hat dazu geführt, dass wir solche Bevölkerungsschichten haben. Das heißt, das einzige adäquate Gegenmittel, was man hier finden kann, ist Vollbeschäftigung und nicht Schwächung des Sozialstaates. Es übernommen, dass man eigentlich nicht arbeiten muss. Das Problem, was wir haben, besteht darin, dass der heutige Sozialstaat des Sozialgesetzbuches, der 11 Sozialgesetzbücher, dass er Geld gibt, aber nicht schaut, was die Leute mit dem Geld machen. Wenn du zum Beispiel dich mal mit einem Tankstellenpächter unterhältst, dann wird er dir sagen, dass an dem Tag, wo das Bürgergeld ausgezahlt wird, werden oft Taxifahrer gerufen, damit die mit dem Geld, das jetzt frisch auf dem Konto ist, zur Tankstelle fahren und abends ein bisschen für die Abendparty ein bisschen Alkohol holen. Lass mal weg von der anekdotischen Evidenz. Ja, hin zu deinen, also ich möchte, dem das Verständnis, dass die Leute also verstehen, was ihr damit Förderung durch die Familie. Was wir damit wollen, ist, dass jemand, der jetzt, sagen wir mal, jahrelang auf Bürgergeld ist, dass dem auch jemand zur Seite gestellt wird, der ihm hilft, wieder ins Erwerbsleben zurückzufinden. Wer soll das sein? Ja, dafür braucht es erstmal Arbeitsstellen. Also es reicht doch nicht, dass man die Leute dazu motiviert, wieder arbeiten zu wollen. Dafür braucht man auch angebotene Arbeitsplätze und die gibt es in vielen Regionen Deutschlands schlichtweg nicht. Idealerweise NGOs, die man dafür unterstützt. Statt der Stadt. Der Stadt macht's ja nicht. Ja, aber jetzt kriegt man ja von Bundesagentur für Arbeit. Du kriegst einfach Geld. Das kriegst du auch weiter, aber du musst es kombinieren mit Lebenshilfe. Nee, das meint ich ja nicht. Ihr meint ja Stadt, dem Sozialstaat, wo das Geld herkommt. Was ich gesagt habe, kein Geld mehr, also eher Kombilohn statt Bürgergeld nach einer gewissen Zeit. Ne? Das ist das Erste. Dann musst du schon mal arbeiten, das disziplinieren. Ja, aber dann brauchst du auch eine angebotene Stelle, sonst kannst du keinen Kombilohn bekommen. Also fordert Kai hier jetzt eine Jobgarantie implizit. Das wäre jetzt eine Frage. Wie stehst du dann zur Jobgarantie? Wenn Leute Kombilohn erhalten wollen, dann müssen sie ja einen Arbeitsplatz angeboten bekommen. Wenn sie keinen Arbeitsplatz angeboten bekommen, geht kein Kombilohn. Also das wäre jetzt eine Frage an der Stelle. Und das Zweite ist, kombinieren der Leistungen, die du bekommst, mit Lebenshilfe. Du musst bereit sein, auch an dir zu arbeiten. Du kannst nicht einfach sagen, so, jetzt habe ich's und jetzt bleibe ich die nächsten 10 Jahre bleibe ich auf Hartz. Das geht nicht, weil das ruiniert uns. Bist du gegen das Bürgergeld? Das Bürgergeld in der heutigen Form ist ein Leistungskiller. Weißt du, wie hoch das ist? Du kriegst volle Miete, volle Nebenkosten und hast einen Satz. 563 Euro ist, glaube ich, der Bürgergeldsatz. Und ja, natürlich kriegst du Miete und Nebenkosten. Also das ist ja selbstverständlich, dass du dir eine Wohnung leisten können musst. Von rund 500 Euro. Bist du sicher? Ja. Der Regelsatz liegt bei 563. 563, ne? Ja. Für alleinstehende Personen. Bis für Mindestlohn. Das Problem beim Mindestlohn ist, also es sollte einen Mindestlohn geben, das Problem beim Mindestlohn sind zwei Dinge. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Denn die AfD schreibt in ihrem Programm, ja, es braucht einen Mindestlohn. Der Mindestlohn sollte so hoch sein, dass die Menschen im Alter nicht in Armut leben. Der sollte so hoch sein, dass man in der Rente dann immer noch genug hatte. Und der Mindestlohn, der müsste dafür aktuell bei 14 bis 15 Euro liegen. Eher 15 Euro. Eher 15 Euro müsste aktuell liegen. Und jetzt bin ich gespannt, was Kra gegen den höheren Mindestlohn sagt. Das BSW fordert ja eine Erhöhung auf 14 Euro. Der Mindestlohn sollte regional verschieden sein. Also ein Mindestlohn in München sollte sicher höher sein als ein Mindestlohn in Sachsen. Auch in Sachsen, ja. Wie hoch sollte der Mindestlohn in München sein im Vergleich zu Sachsen? Ich denke, dass man das regional festlegen sollte anhand von bestimmten Preisindizes. Kann ich dir nicht auf den Kopf sagen. Wie hoch sollte denn in Sachsen sein? Ich denke, dass 10 bis 12 Euro in Sachsen durchaus angemessen sind. Wer liegt das? Das ist zu niedrig. Also ein bisschen höher sollte er da auch sein. Also, aber ja, da würde ich gerade zustimmen, dass man in besonders reichen Regionen höhere Mindestlöhne bräuchte. Regionen wettbewerbsfähiger sind, die haben eine höhere Produktivität. Das ist die Frage, wie fein kann man das untergliedern? Aber dass so Länder wie Bayern vielleicht mal voranschreiten sollten und sagen, okay, wir sind besonders produktiv, wir sind besonders reich, wir leisten uns jetzt einen Mindestlohn von 16 Euro. Wird nicht passieren, da Bayern halt eine neoliberale Regierung hat, aber könnte es machen. Also das wäre ja wirklich mal eine gute Idee. Das meine ich, sollten das die Tarifpartner festlegen. Und die sei gegrüßt, Nachtschmied. Danke für den Raid nochmal, wenn du das vorhin nicht mitbekommen hast. Hatte mich damals schon gedankt und dir einen Shoutout rübergeschickt. Aber jetzt scheinst du ja im Chat zu sein. Die kann man im Zusammenarbeit. Du schreibst, die Idee ist cool. Ja, wie gesagt, regional unterschiedliche Mindestlöhne auf jeden Fall sinnvoll, weil es ja regional unterschiedliche Produktivitäten gibt. Das gibt es ja auch in europäischen Ländern. Also es wäre ja auch bescheuert, in Bulgarien gleich als in Deutschland. Natürlich muss der Mindestlohn in Deutschland viel, viel höher sein als in Bulgarien. Und das hat nicht nur mit Preisindizes zu tun, wie Kra hier gerade gesagt hat, sondern auch mit der Produktivität. Die Produktivität in Deutschland ist nämlich allgemein viel höher als die beispielsweise in Bulgarien. Produktivität in Bayern, die wird auch, wenn man, ich weiß jetzt nicht die konkreten Werte, aber wenn sich das anguckt, die wird höher sein als die Produktivität in Mecklenburg-Vorpommern und dementsprechend sollte der Mindestlohn in Bayern auch höher sein als in Mecklenburg-Vorpommern.
machen und der Landtag soll es bestätigen. Du weißt aber, dass gerade in Sachsen die wenigsten Angestellten oder Leute, die einen Job haben, tarifgebunden sind. Das machen, ist ja was egal. Machen die dann? Die Partner. Der gilt ja dann per Gesetz. Die machen einen Vorschlag an den Landtag und der Landtag beschließt es. Man kann auch eine Berechnungsformel festlegen. Ich glaube, dass das regional entschieden werden sollte. Und wenn der Landtag sich nicht darauf festlegen kann, dann gibt es keinen Mindestlohn? Wenn der Landtag sich nicht festlegen kann? Nein, es gibt einen nationalen Mindestlohn, ähnlich wie in den USA, von aktuell 12,41 Euro. Und jeder Landtag, der kann dann höheren Mindestlohn festlegen. Also das wäre die einzig sinnvolle. Könnte ja ein total neoliberales Bundesland sagen, so, wir schaffen den Mindestlohn ab und setzen jetzt auf Lohndumping als Wettbewerbsstrategie. Das wäre ja absolut toxisch. Also da könnte ja ein Bundesland plötzlich sagen, so, wir zahlen hier extra niedrige Löhne, bitte alle Unternehmen kommt hierher. Also dann würde es ja diesen Wettbewerb, den wir auf europäischer Ebene schon haben, den Zusammenhalt der Eurozone gefährdet, dann hätten wir diesen Wettbewerb auch noch auf Bundeslandebene. Das wäre ja total gefährlich. Deswegen sollte es Bundesländern ja nur erlaubt sein, höhere Mindestlöhne festzulegen und es sollte eine nationale Untergrenze geben. Ken the Brain fragt gerade, zur Vollbeschäftigung kommt man doch nur, wenn man die Produktivität erhöht. Nein, zur Vollbeschäftigung kommt man, wenn die Nachfrage ausreicht, damit die Arbeitskräfte, die frei sind, auch nachgefragt werden. Also unabhängig von der Produktivität. Wenn die Produktivität höher ist, dann braucht man sogar eine noch höhere Nachfrage, weil Produktivität bedeutet ja, eine Erhöhung der Produktivität bedeutet ja, du machst mit weniger Input oder also mit weniger Arbeitskräften mehr Output. Das heißt, du brauchst dann noch eine höhere Nachfrage, um die Produktion abzugreifen und die Arbeitskräfte in Beschäftigung zu bringen. Also der entscheidende Faktor für Vollbeschäftigung ist nicht die Produktivität, sondern die Nachfrage. Höhere Produktivität sorgt sogar dafür, dass du noch mehr Nachfrage brauchst. Kann, dann legt der Landtag sich nicht fest. Das ist meines Erachtens, soll das regional festgelegt werden. Man kann dem Landtag eine Vorgabe machen, was die absolute Untergrenze ist. Das soll man regeln. Aber ich glaube, dass der Mindestlohn besser regional festgelegt wird als bundeseinheitlich, weil wir eben so groß... Ja, da würde ich zustimmen. Er hat gesagt, man kann eine Untergrenze machen. Da hätte ich jetzt gerne ein klares Verständnis. Ja, es braucht eine bundeseinheitliche Untergrenze, damit eben nicht jedes damit ein Bundesland dann nicht auf Lohndumping setzt. Also am Ende sagt dann ein Bundesland, keine Ahnung, Berlin oder so, wir haben jetzt gar keinen Mindestlohn mehr, Unternehmen kommt alle zu uns, ihr könnt hier Leute für 2 Euro die Stunde anstellen. Also das wäre ja brandgefährlich. So Unterschiede haben. Du hast in deiner Rede auf dem Parteitag als du Spitzenkandidat wurdest, auch die flaschensammelnden Rentner genannt. Was können die von dir erwarten? Die machen tatsächlich einen Großteil des Sozialstaates aus. Die Rente ist die absolut wichtigste Sozialleistung, die es in Deutschland gibt, auch im Bundeshaushalt, wie gesagt. 4-mal so viel Geld allein aus dem Bundeshaushalt fließt in die Rente im Vergleich zum Bürgergeld. Und deiner Politik? Was machst du für die? Eine Sicherung ihrer Rente. Also ein Ausbau des Sozialstaates. Vorhin hat er doch noch darüber geschimpft, wie groß der Sozialstaat sei. Das ist ja jetzt ein vollkommener Widerspruch. Also die Sozialleistung, die am meisten Geld frisst und die berechtigt am meisten Geld frisst. Ich bin sehr dafür, die Renten zu erhöhen. Ich bin sehr dafür, das Rentenniveau allgemein anzuheben, die Grundsicherung im Alter deutlich anzuheben. Bin ich überall dafür. Aber da kann er vorhin nicht auf den Sozialstaat schimpfen. Denn die Rente ist, wie gesagt, die mit Abstand teuerste Sozialleistung. Problem, dass die gehen ja jetzt auf Flaschen sammeln, weil sie zu wenig Rente haben. Ja. Ihr seid gegen das Rentensystem. Wir müssen das Rentensystem so umbauen, dass es zukunftsfest wird. Das ist es zurzeit nicht. Ja, jetzt ist die Rente... Jetzt bin ich gespannt. Also denn meiner Meinung nach ist das Rentensystem sehr, sehr zukunftsfähig. Flaschen sammeln Rentner ja schon zu niedrig. Genau. Die leiden unter Altersarmut. Wir haben ein Rentenkonzept vorgelegt, das sicherstellt, dass es einen gewissen Mindestsatz gibt. Du bist gegen die gesetzliche Rente an sich? Nein. Du bist gegen die Rentenversicherung? In ihrer heutigen Form funktioniert sie ja nicht. Wir müssen sie umbauen. Aber es muss eine öffentliche Rentenkasse geben. Das sagt die AfD, da gibt es ein Rentenpapier dazu. Es muss eine gesetzliche Rentenkasse geben. Aber die heutige Rentenkasse hat ja eine Schieflage. Zurzeit ist es so, dass der Zuschuss zur Rentenkasse ist der größte Einzelposten des Bundeshaushalts. Das heißt, die Rentenkasse ist so defizitär, dass der Bundeshaushalt mit seinem größten Einzelposten sie einigermaßen ausgleichen muss. Das heißt, diese Rentenkasse, wie wir sie jetzt haben, funktioniert nicht. Wer heute in deinem Alter in die deutsche Rentenversicherung Bund einzahlt, was du wahrscheinlich nicht tust, denn du bist privat abgesichert, der weiß, dass er am Ende aus dieser Rentenkasse nichts bekommen wird. Das heißt, die Rentenkasse in ihrer heutigen Form ist ein Schmuh. Sie zahlt den Alten zu wenig und den Jungen macht sie ein Versprechen, das nie und nimmer eingehalten wird. Aber immerhin das ist eine Lüge. Das ist einfach eine Lüge, es deckt sich nicht mit den Zahlen. Also die Zahl der Renten, also die Zahl der 67-Jährigen und Leuten, die noch älter sind, wird von 2022 bis 2030 ungefähr 0,4% pro Jahr wachsen. Das kann man ja sehr gut prognostizieren, wenn sich ein Anstieg der Lebenserwartung, wenn sich die Geburtenrate und die Einwanderung, aber wenn sich das alles ansieht, dann kann man das ja relativ gut prognostizieren. Die wird um 0,4% wachsen. Das heißt, wir brauchen nur ein Wirtschaftswachstum von 0,4%,
damit die Finanzierung der Rente nur ein Verteilungsproblem zusätzlichen Volkseinkommens ist. Das heißt im Klartext, also ein Wachstum von 0,4%, das ist ein sehr niedriger Wert für ein Industrieland. Man kann sagen, Industrieländer, die wachsen aktuell mit rund 1% oder sogar ein bisschen mehr pro Jahr. Also das ist absolut realistisch, dass Deutschland sogar noch stärker wachsen wird. Ich meine, wir werden ja auch nicht immer so unfähige Regierungen haben wie jetzt gerade die Ampel. Also die Finanzierung der Rente, die ist kein Problem. Also niemand muss ärmer werden, damit wir das Rentenniveau, was wir aktuell haben, halten können. Das ist einfach eine Lüge. Das ist eine Lüge, die Maximilian Krah hier verbreitet, um uns irgendeinen neoliberalen Quatsch verkaufen zu können. Ich weiß nicht, was er uns verkaufen will, das wird er uns vielleicht gleich noch erzählen, aber das stimmt einfach nicht. Es deckt sich nicht mit den Zahlen. Es war auch schon in den letzten Jahrzehnten immer so. Von 1950 bis 2022 ist die Zahl der 67-Jährigen und Leute, die noch älter sind, um 1,5% pro Jahr gewachsen. Die Wirtschaft ist um 1,3% pro Jahr gewachsen. Das heißt, das Wirtschaftswachstum war mehr als doppelt so hoch wie das Wachstum der Zahl der Rentner. Also die Finanzierung der Rente war nie ein Problem. Das stimmt einfach nicht. Sie noch jede Menge aus. Und du bist da ganz klar gegen die gesetzliche Rente. Nein, bin ich nicht. Ich sage, wir brauchen eine gesetzliche Rentenkasse. Aber die Rentenkasse, die wir zurzeit haben, ist ein Betrug an den Jungen. Wir müssen also eine Rentenformel finden, die dafür sorgt, dass auch wer jetzt einzahlt, er nicht den Eindruck hat, er wird betrogen. Aber sind die ein Betrug an den Alten? Die Jungen zahlen ein und kriegen gar nichts raus. Ja, aber wenn diejenigen, die jetzt eingezahlt haben. Also den Jungen, den kann man problemlos ein Rentenniveau, was wesentlich höher ist als das jetzige, garantieren, wenn man das wollte. Wenn man das politisch wollte. Und wie gesagt, wir haben ja auch noch Millionen Leute, die gar nicht sind. Also könnte die Wirtschaft sogar noch stärker wachsen, als diese nur 1% pro Jahr, die das Produktivitätswachstum hergibt. Also völlig absurd, was Kai erzählt. Hat nichts mit der Realität zu tun. Es stimmt einfach nicht, was er hier erzählt. Da könnte Thilo widerspricht hier, ja, aber da könnte er ja mal mit ein paar Zahlen kommen. Also das Thema Rente, da ist Krah anscheinend völlig aufgeschmissen. Haben ihr ganzes Leben immer noch zu wenig haben. Es werden alle betrogen, das ist wahrscheinlich richtig. Also der Rentenbeitrag in Deutschland. Ich habe trotzdem nicht verstanden, was du jetzt gegen die Rentenarmut genau tun wollt. Also was die AfD will einen Sockelbetrag einführen, der garantiert wird. Nämlich? Hab ich nicht im Kopf. Gibt es ein Papier vom Bundesparteitag in Karlsruhe aus dem Jahr 2021? Was wäre denn? Das muss ich mir mal ansehen. Das Konzept habe ich mir tatsächlich noch nicht angesehen. Genauso wie den solidarischen Patriotismus muss ich mir auch mal ansehen. Also ein Sockelbetrag, natürlich, den muss es geben. Also wie gesagt, deutliche Erhöhung der Grundalter auf ein Niveau, das garantiert, dass kein Rentner mehr in Armut leben muss. Also es darf keine Kinderarmut geben und es darf keine Armut von Rentnern geben. Ich glaube, das sollte eigentlich etwas sein, auf das wir uns relativ schnell einigen können. Denn bei Bürgergeldempfängern wird ja gesagt, ja, die können ja arbeiten. Wie gesagt, können sie nicht. Es gibt nicht genug freie Stellen. Andere Debatte. Aber Rentner, da wird ja niemand fordern, dass die mit 75 Jahren noch arbeiten gehen. Und Kinder, da wird ja auch niemand fordern, dass die doch bitte neben der Schule noch arbeiten gehen sollen. Also wir könnten uns doch wenigstens auf diese zwei Dinge einigen. Keine Altersarmut, keine Kinderarmut. Also ist jetzt ein Vorschlag von mir an alle, die halbwegs normal im Kopf sind und nicht komplett vom Neoliberalismus Gehirn gewaschen worden. Aber das scheint auch das zu sein, wie gesagt, ich muss mir das Konzept von dem Rentenparteitag nochmal ansehen. Aber Krah nennt uns hier jetzt ja auch keinen Betrag. Das finde ich dann doch ein bisschen schade. In deiner Summe. Was wäre denn also die Mindestrente, die jeder Deutsche denn haben sollte? Damit er nicht mal Flaschen sammeln muss. Da muss ich das tatsächlich passen, weil ich dazu zurzeit die Lebenshaltungskosten, die ja auch regional verschieden sind, nicht kenne. Aber es sollte sicherlich ein Betrag sein, der ungefähr 1.000 Euro beträgt. Mit 1.000 Euro pro Monat werden Menschen nicht mehr Flaschen sammeln müssen. Glaubst du? Also absolute Mindestrente mit 1.000 Euro pro Monat? Damit kann man seine Miete zahlen. Damit kann man essen jeden Tag. Es gibt ja noch Witwenrente. Also nehmen wir mal an, du hast ein Rentner-Ehepaar, das hätte dann 2.000 Euro. Soll Oma noch hoffen, dass Opa stirbt oder was? Was? Soll Oma noch hoffen, dass Opa stirbt? Nein, beide sind zusammen, beide haben Mindestrente. Dann hätten sie beide zusammen 2.000 Euro. Also für 2.000 Euro kannst du... Also es ist ja schon sinnvoll, dass da die Miete komplett übernommen wird. Also, ja. Eine Miete bezahlen und du kannst deinen Kühlschrank füllen. Mhm. Nochmal, ich weiß, dass das sehr wenig ist. Das hat nur einen Nachteil. Bereits heute ist es eben so, dass die Rentenkasse in einer unglaublichen Schieflage ist. Stimmt einfach nicht. Der Rentenbeitrag liegt bei 20%. Der wird absehbar nach der heutigen Formel bis Ende des Jahrzehnts steigen in Richtung 30%. Das führt wiederum dazu, dass Arbeit sehr unattraktiv ist. Ja. Da kann man Rentenbeiträge auf Kapitalerträge erheben, da kann man die Beitragsbemessungsgrenze abschaffen, da kann man Beamte und Selbstständige mit einbeziehen, also auch Politiker wie Maximilian Krah kann man dann, die können dann Rentenbeiträge zahlen. Also das ginge alles, das könnte man politisch beschließen. Aktuell werden nur auf 50% des Volkseinkommens Rentenbeiträge erhoben. Wir müssen dafür sorgen, dass endlich auf 100% Rentenbeiträge erhoben werden. Und da kann man natürlich auch sagen, dass
dass ganz hohe Rentenbeiträge, die man dann zahlt, auch nicht mehr zu einer adäquaten Erhöhung der Rente führen, sondern das nach oben hin abschmilzt. Wie man das dann auch rechtlich konform machen kann, sind jetzt Detailfragen, über die brauchen wir nicht reden. Aber aktuell, wie gesagt, zentrale Zahl, nur auf die Hälfte des Volkseinkommens werden aktuell Rentenbeiträge erhoben oder Sozialbeiträge allgemein, das können wir bei der Krankenversicherung, bei der Pflegeversicherung genauso machen. Wir müssen dafür sorgen, dass auf das gesamte Volkseinkommen Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden. Dann würden die Beiträge deutlich sinken und die Reichen müssten halt etwas mehr bezahlen, aber wir hätten weiterhin den Sozialstaat, den wir heute haben. Das ginge, wenn man das politisch wollte, aber die AfD will das ja anscheinend nicht. Also Kra hat ja vorhin über den ach so großen Sozialstaat geschimpft. Aktiv wird. Denn es bleibt eben vom Brutto kaum etwas übrig. Dazu kommt aber noch, es bleibt nicht nur vom Brutto nichts übrig, sondern die Leute wissen, das, was wir da zahlen, dafür kriegen wir nie was. Und für uns bleibt noch weniger übrig. Das bedeutet, wenn wir das endlos ausweiten, stehen wir vor dem Problem, dass die Leute einfach nicht mehr arbeiten. Insbesondere die niedrigen Lohngruppen werden so unattraktiv, dass die Leute aufhören zu arbeiten. Dann fallen noch mehr Einzahler weg. Das heißt also, wir sind einfach in einer Situation, dass wir zwar etwas tun können, in kleinen Schritten, dass aber das, was eigentlich wünschenswert wäre, aufgrund der ökonomischen und demografischen Situation nicht möglich ist. Aber wünschenswert wäre doch, wenn es keine Altersarmut gäbe und keine armen Rentner, korrekt? Ja, absolut. Das ist das heißt ja, dass in diesem System, diesem Rentensystem, was das Geld auszahlt, mehr Geld sein müsste, damit diese Menschen... Aber das muss ja herkommen, irgendwo das Geld. Ja. Von den Reichen. Also Beitragsbemessungsgrenze abschaffen. Oder von den Beamten und den Selbstständigen. Also warum gibt es ein Pensionsniveau von 75%, aber nur 48%? Das ist doch irgendwie eine Schieflage, oder sehe nur ich das so? Also, dass die einen 75% ihres letzten Einkommens haben und die anderen nur 48%. Also da, ich sehe da eine leichte Inäquivalenz. Aber ihr wollt ja nicht, dass mehr Geld in diesem System drin ist. Das heißt, dann ist automatisch klar, dass die armen Rentner dass wir zurzeit bei der arbeitenden Bevölkerung bei der Höhe der Steuern und Sozialabgaben jenseits des Verträglichen sind. Du kannst bei der Höhe der Steuern und Sozialabgaben, also bei der Differenz von Brutto zu Netto, kannst du nicht weiter erhöhen, weil die Arbeit... Wie gesagt, du kannst sie sogar senken, wenn du auf 100% des Volkseinkommens was erheben würdest. Beitragsbemessungsgrenze abschaffen, Beamte und Selbstständige einzahlen lassen und auf Kapitaleinkommen Sozialbeiträge erheben. Das ginge, wenn man das wollte. Dann würde der Beitragssatz für die normalen Bürger deutlich sinken. Die Reichen müssten nur etwas mehr bezahlen. Also die Reichen müssten genauso viel bezahlen wie alle anderen auch. Also quasi Sozialismus. Als heute in Deutschland zu unattraktiv ist. Habe ich verstanden, aber dadurch wird es dann nicht mehr Geld in dem neuen Rentensystem geben? Du kannst ja ein bisschen umschichten. Also du kannst von wo denn? Aus dem Bundeshaushalt selbst. Aber das hast du gerade kritisiert. Man kann umschichten. Ich kritisiere, dass es so viel ist, weil das Rentensystem über Jahre nicht angepasst wurde. Aber du kannst natürlich deshalb umschichten, weil wir uns ja extrem viel linken Förderfonds leisten, den wir nicht brauchen. Also allein... dass wir zurzeit absichtlich wegen der Klimaschutzziele die deutsche Industrie zerstören und damit unsere Wirtschaft... Er hat gerade gar nicht gesagt, wie er für ein höheres Rentenniveau sorgen will, aber jetzt sagt er schon, wie er einsparen will. Also, wie gesagt, Klimafördefonds kann bestimmt ganz viel einsparen, aber ist doch sehr interessant. Erzählt hier gerade jede Menge neoliberale Lügen, die vor allem von der Finanzindustrie gepusht wurden, damit sie irgendeinen Schwachsinn wie die Aktienrente oder die Riesterrente durchsetzen kann. Und jetzt erzählt er uns... einsparen. Ist doch alles sehr, sehr interessant. Solche Grundlage würde die AfD beenden. Die AfD würde auch die Kosten der Einwanderung, die sich mittlerweile auf rund 50 Milliarden Euro pro Jahr, je nach Berechnung summieren, signifikant senken können. Das heißt, wir könnten schon kurzfristig Gelder frei machen, um eben eine Mindestrente einzuführen. Aber auch diese Mindestrente ist zwar besser, als wir heute haben, um Längen. In Sachsen hat mittlerweile selbst ein Durchschnittsrentner keine 1.000 Euro, ja, nur damit das klar ist. Aber diese Mindestrente wird immer noch knapp bleiben. Wenn man sich dein Buch anguckt in Sachen Ökonomie und Steuern, dann bist du ja nicht nur gegen eine Vermögensteuer, was ja den Sozialstaat mehr Einnahmen generieren würde, bist du für eine generelle Abschaffung der Erbschaftssteuer. Steuerpolitik für Reiche, lese ich daraus. Ende gesetzlichen Renten haben wir jetzt gerade schon besprochen. Nicht wirklich. Sozialabbau. Glaubst du, dass ein Reicher heute wirklich Erbschaftssteuer zahlt? Ja, je reicher... Die Reichen zahlen weniger, Thilo Jung will es gerade sagen, ich sag's nochmal, die Reichen zahlen weniger Erbschaftssteuer als die normale Bevölkerung. Da es da elendig viele Schlupflöcher drin gibt. Also jetzt nicht folgern, ach, die Steuer, die belastet einen reicheren Mittelstand mehr als die ganz Reichen. Schaffen wir sie ganz ab. Nee, muss man die Abschlusssteuer reformieren und dafür sorgen, dass die Reichen, die Milliardäre, wirklich Steuersätze von 50%, 60%, 70% haben. Also wenn du ein Aktienpaket im Wert von mehreren Milliarden Euro vererbst, dann kann man dir auch drei Viertel davon abnehmen, ohne dass das der Volkswirtschaft irgendwie schadet.
Du bist, desto weniger Erbschaftssteuer zahlst du. Naja, also das Problem der Erbschaftssteuer ist doch, es ist doch zurzeit eine Steuer, die vor allem die Mittelschicht trifft und nicht die Reichen. Die Reichen zahlen keine Erbschaftssteuer. Ja, darum sollte es vielleicht gerecht sein und dass mindestens die Reichen also genauso zahlen. Genauso jetzt in Österreich einmarschieren, weil es da das Privatsteuergesetz gibt. Das Privatstiftungsgesetz. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen. Den Populismus lasse ich jetzt nicht durchgehen. Weil der Punkt ist doch ganz einfach. Wenn du richtig reich bist, machst du eine Rechtswahl. Das heißt, du kannst, da bin ich nur mal Experte, du kannst jederzeit dein Vermögen so gestalten, dass es unter eine andere Rechtsordnung fällt. Es gibt einfach auf dieser Welt Rechtsordnung. Dagegen könntest du ja auch sein. Du könntest. Ja, man kann sagen, wer in Deutschland muss in Deutschland Steuern zahlen, auf sein gesamtes Vermögen, auf sein gesamtes Einkommen, es sei denn, er gibt seine Staatsbürgerschaft aus. Also Österreich auswandern, du kannst deine deutsche Staatsbürgerschaft aufgeben, aber solange du Deutscher bist, zahlst du in Deutschland Steuern. Also die AfD ist ja immer so für Patriotismus und fürs Vaterland, aber dass man in Deutschland wenigstens Steuern bezahlt, wenn man meint, unsere Staatsbürgerschaft hier besitzen zu müssen, dann dafür ist man nicht. Da kann man ja immer die Rechtsordnung wechseln. Also das ist jetzt wirklich absurd. Das könnte man in den USA, ist das Gesetz. Wer US-Amerikaner ist, der muss in den USA Steuern zahlen. Warum können wir das in Deutschland nicht machen? Ich meine, wie denn? Die Position von den... Müsst du jetzt mit der Kavallerie kommen? Die Position der Familienunternehmer... Nein. Ich will vorschreiben, dass Leute, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben, in Deutschland Steuern zahlen müssen. Und wenn sie auswandern wollen, ja, dann sollen sie eine andere Staatsbürgerschaft annehmen. Aber ja, dann sind sie halt Ausländer. Also dürfen sie ja sein. Aber wer halt die deutsche Staatsbürgerschaft hat, der soll in Deutschland Steuern zahlen. Der Superreichen in Deutschland decken sich mit ein. Du bist gegen die Erbschaftssteuer, du bist gegen die Vermögenssteuer. Weil sie nicht umsetzbar ist. Du bist gegen diesen Sozialstaat. Sie ist nicht umsetzbar. Du bist gegen sie ist umsetzbar. Und auch die Vermögenssteuer wäre umsetzbar. Völliger Quatsch. Dieses Rentensystem, was unterscheidet denn deine, meiner Meinung nach, neoliberalen Position? Ich gelte in der Partei ja fast als Marxist. Ja, das weiß ich nicht, aber die Realität... Ja, das zeigt, wie neoliberal die AfD ist. Das ist doch sehr interessant. Also, wie völlig enthemmt der Diskurs da ist. Also, Beatrix von Storch, die hat sich ja nicht entblödet, Sarah Wagenknecht als Kommunistin, kurz nachdem das BSW gegründet wurde. Also das ist doch sehr interessant, wie völlig radikalisiert, wie völlig marktradikal der Diskurs in der AfD ist. Anders aus. Nein, die Realität sieht so aus, dass wir ein völlig dysfunktionales Rentensystem haben, das endlich mal reformiert werden muss. Und jeder, der dieses System, das Dysfunktionales reformieren will, muss sich anhören, dass er neoliberal. Also die Dysfunktionalität kommt von der Riester-Rente. Die Dysfunktionalität kommt von den Rentensenkungen unter Gerhard Schröder, die erst die Altersarmut, die wir heute sehen, möglich gemacht hat. Wenn wir noch das alte Rentensystem von 1957 dann ginge es vielen Rentnern heute wesentlich besser. Wenn wir heute noch Rentenniveaus hätten wie in den 70er Jahren, dann ginge es, also dann hätten wir lange nicht so großes Problem mit Altersarmut. Also ja, die Dysfunktionalität, die kommt eben von marktradikalen Reformen. Und die kommt halt von dieser Lüge, dass sich das Ganze nicht finanzieren ließe. Also damit wurde das Ganze ja begründet. Das Problem ist, wir haben einen Sozialstaat, der jedes Jahr teurer wird und aber noch mehr Armut generiert, als es vorher gab und der dazu noch ein massiver Migrationsmandant ist. Jeder, der diesen Sozialstaat in seiner heutigen Form angreift und umbauen will, muss sich anhören, er sei unsozial. Dabei gibt es einen Großteil der Armut, der erst dadurch produziert wird. Dann haben wir eine Erbschafts- und Vermögenssteuerdebatte, die völlig absurd ist, weil gerade die Superreichen, gegen die es immer geht, weder Erbschaft noch Vermögenssteuer zahlen. So blöd, da wären sie schon blöd, wenn sie das tun würden. Das heißt, die ausschließlich die Mittelschicht trifft und die Mittelschicht verarmt lässt. Natürlich, wir kriegen in dem heutigen weltweiten System, wie es nun einmal ist, weil wir eben kein Deutschland wollen, wo in Berlin entschieden wird, wie das Steuersystem im Rest Europas aussieht. Das wollen wir nicht. Leadership hin oder her. Nein, genau. Darum geht's nicht. Wer Deutscher ist, zahlt hier Steuern. Punkt. Das könnte man festlegen. Aus diesem Grunde ist es so, dass du oberhalb von, sagen wir mal, 20 Millionen imstande bist, dein Vermögen so zu strukturieren, dass du keine Erbschaftssteuer zahlst. Das heißt, du erwischst die Mittelschicht, die Familie. Also das wird mir jetzt zu blöd. Er wiederholt immer wieder den gleichen Punkt und ich sage euch, wie man das ändern könnte. Wer Deutscher ist, der sollte in Deutschland Steuern zahlen. Das muss gesetzlich festgeschrieben werden. Wenn du keine Steuern mehr zahlen willst, dann gib deine deutsche Staatsbürgerschaft auf. Also ich meine, Malta verkauft ja Staatsbürgerschaften. Also wenn du mit einer maltesischen Staatsbürgerschaft meinst, besser bedient zu sein, kannst du es ja machen. Unternehmer, diejenigen, die vielleicht 2-3 Häuser sich zusammengespart haben, die fettest du ab. So, und anstatt, dass die Superreichen auch Erbschaftssteuer zahlen, wie die Mittelschicht, wie sagst du, dann müssen wir Erbschaftssteuer ganz raus. Wie willst du die Superreichen Ja, Agi, dann geh halt in die AfD und mach Wirtschaftsminister. Nee, danke. Also die Maximilian Kratz zeigt dir ja sehr gut, warum ich mit der AfD, warum das absolut nicht meine Partei ist. Also die hat ja konträre Positionen zu den meinigen. Das sehen wir hier gerade. Wir sind in einem Europa, wo wir nicht entscheiden können, wie andere Länder ihre Steuersysteme geben. Ja, das wird jetzt euer Problem. Der Schattenmacher als Queer-Beauftragter, das
Das finde ich schon witzig. Nicht neoliberal wert, aber ich stelle ja... Wie wirst du es nicht? Na komm, es geht halt nicht. Ich stelle ja fest, dass deine Positionen, die du aufschreibst und hier nennst... Nein, sind einfach vernünftig. Sich sehr ähneln mit denen der Superreichen, mit der FDP. Also mit den Superreichen bestimmt keine nicht. Erbschaftssteuer, keine Vermögensteuer. Vermögensteuer haben wir ja bereits gar nicht. Ja, die wird nicht angewendet. Wir haben eine, aber die ist außer Kraft gesetzt. Weil die verfassungswidrig ist. Du Verfassungspatriot. Nein, die ist nicht... Das ist eine Lüge, das stimmt einfach nicht. Die die Werte, wie Immobilien bewertet wurden, die waren damals nicht aktuell und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, zu diesem kann man keine Vermögensteuer erheben, aber wenn die Immobilien neu bewertet werden, dann kein Problem, dann kann man wieder Vermögensteuer erheben. Also nicht die Steuer ist verfassungswidrig, sondern die Art, wie der Wert von Immobilien berechnet wurde. Also wirklich. Gut. Die Ausgestaltung der damaligen Vermögensteuer, das kann man ja anpassen. Nee, kannst du nicht. Weißt Natürlich. Du warum? Ich nenne dir ein Beispiel. Stell dir vor, irgendjemand hat von seiner Oma ein Gemälde geerbt. Dann ist das Vermögen. Jetzt stirbt die Oma. Jetzt hast du dann dieses Gemälde. So, damit du jetzt Das ist nicht der große Streitpunkt. Also Gemälde und sowas, darin steckt nicht das Vermögen in Deutschland. Das Vermögen steckt in Aktien, Immobilien und Land. Also oder dann noch in Schuldverschreibungen und so. Also das Aktien, Immobilien, Anleihen, Schuldverschreibungen, darin steckt das Vermögen. Und das kannst du relativ einfach bewerten. Also bei Aktien hast du Börsenkurs, bei Anleihen auch. Bei Krediten weißt du auch, wie viel sie wert sind. Und bei Immobilien, da ist jetzt die Schwierigkeit, wie bewertest du die? Aber wenn das gelöst ist, dann kann man eine Vermögensteuer erheben. Also da geht es nicht um Gemälde, das ist eine Ablenkungsdiskussion. Also das sind ein paar Prozent des Vermögens. Da kann man auch sagen, okay, das nehmen wir aus, weil man das halt nicht bewerten kann. Das ginge auch, aber ja. Also Krah will hier ablenken, um halt hier diesen Punkt durchzubringen, Vermögensteuer böse, darf man nicht erheben. Maßen vernünftig machst, müsste jetzt ein Bewerter kommen und dieses Gemälde schätzen. Du hast einen bürokratischen Aufwand. Das ist doch immer das Problem aller dieser Umverteilungssysteme. Da kannst du ja sagen, diesen bürokratischen Aufwand hast du, je mehr das Leute das befasst. Wenn du eine Vermögensteuer mit einem hohen Freibetrag hast, was weiß ich, 5 Millionen, 10 Millionen kann man ja machen, dann betrifft eine winzig kleine Zahl von Leuten, aber sie betrifft sehr große Vermögen. Das heißt, die Verwaltungskosten, die werden wirklich ja nur ein Bruchteil der Einnahmen. Und das ist ja das, was gefordert wird. Sowohl von der Linkspartei als auch vom BSW werden Vermögensteuern mit Millionen Freibeträgen gefordert. Also niemand fordert eine Vermögensteuer, die schon ab 100.000 Euro oder so erhoben wird, sondern es geht wirklich nur um das oberste Promille der Bevölkerung. Nicht mal um das oberste Prozent, sondern wirklich um die ganz, ganz Reichen. Und ja, wie gesagt, dadurch, dass das von wenige Leute betroffen sind und dadurch, dass hier, es geht nicht um Gemälde, es geht um Aktien, Immobilien und Schuldverschreibung vielleicht noch, aber darin steckt der Großteil des Vermögens. Der steckt nicht in Gemälden. Also, und der steckt auch nicht in irgendwelchem Hausrat oder so. Darum geht es nicht. Es geht um Kapital. Aufwand ist so gigantisch und das Ergebnis ist eher so klein. Nein, das muss auch nicht, weil es gerade einer im Chat schreibt, jeder Bürger sein Vermögen offenlegen. Sondern die Bürger, die oberhalb dieser Grenze kommen. Und wie gesagt, wie viel deine Aktien wert sind, das weißt du. Das aktualisiert dein Broker. Also du kannst wirklich in dein Depot gehen und gucken, ach, so viel besitze ich gerade. Also das kann jeder Kleinanleger machen. Das kann jemand, der milliardenschweres Aktienportfolio hat, erst recht machen. Wie viel die Immobilien wert sind, das muss jedes Jahr, also oder jedes Jahrzehnt muss man dann Zeitraum finden, neu bewertet werden. Das ist die Schwierigkeit. Aber auch die Immobilien, das wird im Grundbuch eingetragen und dann hast du diese Immobilie. Also das ist ja nicht unbekannt, wem die Immobilien gehören. Der Staat hat ja eine Behörde. Eine Million Euro wäre auch noch eine zu niedrige Grenze, meiner Meinung nach. 10 Millionen Euro wären, glaube ich, besser. Sowohl für eine Erbschafts- als auch für eine Vermögensteuer. Was da drüber liegt, das sollte man dann aber auch ordentlich besteuern. Also wer jetzt, nehmen wir mal noch deutlich höhere Werte, Vermögen von mehr als 1 Milliarde hat, da kann man mit 10% Vermögensteuer drangehen, um das abzuschöpfen, was diese Leute sich in den letzten 40 Jahren übermäßig angeeignet haben am volkswirtschaftlichen Wachstum. Ja, auch du kannst auch Gold zu Hause lagern, aber auch Rohstoffe machen nur einen Bruchteil aus. Das meist Aktien, Immobilien. In Wahrheit sind diese ganzen Steuerformen, Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, diese ganze Umverteilungsmaschine, die dient nicht den Armen, sondern sie erzeugt einen riesigen Apparat an überbezahlten und ökonomisch unnützen Beamten. Das ist die Argumentation habe ich. Ja, das kann man dadurch beheben, indem man wirklich nur einen kleinen, also indem das dann dafür sorgt, dass das nur einen kleinen Teil der Bevölkerung betrifft, nämlich die wirklich Reichen. Indem man den Großteil der Bevölkerung da raus so nicht viel Vermögen hat. Das kann man durch hohe Freibeträge regeln. Ich meine, es ist ja, sollte ja auch nicht das Ziel sein, das Einfamilienhaus zu besteuern, sondern es sollte ein Ziel sein, den zu besteuern, der 50 Häuser hat. Also über solche Leute reden wir hier ja.
ich von vielen neoliberalen Ökonomen hier in der Sendung gehabt, verweise ich gerne darauf, dass das ein riesengroßer Aufwand wäre mit der Vermögensteuer. Ja, dann sparen wir uns den Aufwand. Trotzdem erkennst du wahrscheinlich die Realität an, dass die Bevölkerung verarmt in Deutschland, die Reichen trotzdem immer reicher werden. Du schreibst selber in deinem Buch, dass ihr eine möglichst breite Eigentumsverteilung und Vermögensverteilung angehen wollt. Ja. Wie passt das zusammen, wenn du gegen eine Vermögensteuer bist, gegen eine Erbschaftssteuer? Na genau deshalb. Was? Na genau deshalb. Ich will die Leute, dass sie Vermögen aufbauen und Kinder haben. Und das tun sie genau deshalb, wenn sie auf das Vermögen nicht... Es geht doch hier gerade um die normale Bevölkerung. Die soll doch von der Vermögensteuer und auch von der Erbschaftssteuer, die vernünftig gestaltet wäre, wären die doch überhaupt nicht betroffen. Also, normale Bevölkerung, für die macht es keinen Unterschied, ob die Reichen jetzt höhere Vermögensteuer oder Erbschaftssteuer zahlen. Beziehungsweise doch, es macht einen Unterschied. Wenn die Reichen kleineres Vermögen haben, dann haben sie weniger Geld, mit dem sie Vermögenspreise aufblähen können. Also die Vermögenspreise für die gemeine Bevölkerung, die wären dann sogar niedriger. Also es wäre für eine normale Familie einfacher, sich ein Haus zu leisten, wenn die Leute, die, wie gesagt, 50 Häuser besitzen, wenn die etwas höher besteuert würden und deswegen ein paar von den Häusern vielleicht verkaufen müssten, dann würden die Häuserpreise fallen. Also es wäre für die normalen Leute gut, wenn man hohe Vermögen höher besteuern würde. Versteuert werden und sie haben dann viele Kinder und werden Vermögen aufbauen, wenn sie wissen, meine Kinder kriegen das, was ich aufbaue. 30 Millionen Menschen haben kein Vermögen in Deutschland. Und ja, das ist zu wenig. Wir müssen viel mehr Leute haben, die Vermögen haben und wir wissen auch, wie es geht. Der Trick, um Vermögen breit zu... Höhere Löhne. Höhere Löhne, niedrigere Steuern für die Mitte und für die Armen. Mehrwertsteuer abschaffen, beispielsweise Konsumsteuern abschaffen und Tarifverträge ausbauen. Also so schafft man Vermögen. Aber das hat Maximilian Klein keine... ...zu streuen, ist Wohneigentum. Wir sind in Deutschland bedauerlicherweise ein Land von Mietern und wir müssen es wieder schaffen, dass auch eine Sekretärin und ein Busfahrer, wenn sie zusammenleben, sich eine Eigentumswohnung leisten können. Und das werden sie nur dann tun, wenn sie wissen, erstens, diese Eigentumswohnung wird mir am Ende nicht besteuert gegen die Vermögensteuer und zweitens... Wie gesagt, nein, kein Vorschlag für die Vermögensteuer, der auf dem Tisch liegt, sagt, wir besteuern eine Eigentumswohnung. Völliger Schwachsinn. Wie gesagt, die Linkspartei hat, glaube ich, gerade einen Freibetrag von 2 Millionen Euro in der Diskussion. Ich würde sagen, dass ein bisschen zu niedrig. Man sollte sagen, 10 Millionen Freibetrag, damit wirklich jeder aus dem Mittelstand weiß, ich bin davon nicht betroffen. Und damit man auch weniger Verwaltungsaufwand hat. Je höher der Freibetrag, desto geringer der Verwaltungsaufwand im Vergleich zu den Einnahmen. Das ist relativ einfach, weil man da wirklich nur die ganz großen Vermögen trifft. Und das sollte ja auch das Ziel sein. Diese Eigentumswohnung können wir irgendwann mal an unsere Tochter vererben, ohne Erbschaftssteuer. Genau deshalb. Ja, auch Erbschaftssteuer, 10 Millionen Freibetrag von mir aus. Oder 20 Millionen. Also mach nur von mir aus ganz hoch. Wie gesagt, es geht mir um die Leute, die hunderte Millionen Milliarden Vermögen haben. Es geht mir nicht um die Leute, die eine eigene. Die sollte man gar nicht besteuern. Natürlich nicht. Vermögenssteuern Gift, denn sie verhindern den Vermögensaufbau der arbeitenden Mittelschicht. Wir wissen, brauchen mehr Vermögen in der Mitte. Als Anwalt weißt du, dass es Freibeträge gibt, auch heute. Ja, genau. Und alles, was bei der Vermögensteuer zur Diskussion steht, wie gesagt, bei der Erbschaftssteuer, da sollte man die Freibeträge, die wir gerade haben, deutlich erhöhen. Sage ich hier die ganze Zeit. Selbstverständlich. Steuer, wie gesagt, alles, was da überhaupt auf dem Tisch liegt, geht von sehr hohen Freibeträgen aus. Das heißt, es steht gar nicht zur Diskussion, dass davon eine Eigentumswohnung betroffen sein könnte. Heute schon. Und bei Vermögensteuer wäre das ja natürlich ähnlich. Diese Freibeträge decken zurzeit nicht einmal eine Eigentumswohnung in einem Ballungsraum wie München ab. Das heißt, ja, und das ist katastrophal. Also der Freibetrag, der liegt, glaube ich, bei 500.000 Euro bei der Erbschaftssteuer bei nahen Verwandten, den sollte man auf 10 Millionen erhöhen. Wie gesagt, ich sage jetzt 10 Millionen so aus dem, was jetzt bei 10 Millionen, bei 5 Millionen oder bei 15 Millionen macht, das ist jetzt nicht so entscheidend. Das sollte auf jeden Fall so hoch sein, dass eine Eigentumswohnung beispielsweise nicht betroffen ist. Also, ja. Sagt, ich baue was auf, ich bin Münchner. Nehmen wir München, ist ein schönes Beispiel. Nee, Outlaw, was du da gerade zitierst, da geht es um Spitzensteuersatz, das ist was völlig anderes. Also, was du da gerade meinst, das ist Einkommen, das ist nicht Vermögen. Redet nicht jeder was. Du bringst ja gerade zwei Sachen durcheinander, die wenig miteinander zu tun haben. Und die bauen auf und sparen sich vom Munde ab und haben rechtzeitig investiert und haben jetzt 3 Eigentumswohnungen und 2 Kinder. Dann wird eine dieser Eigentumswohnungen im Erbfall dran glauben müssen. Und das finde ich ungerecht. Trotzdem ist der Stand heute, die Realität heute, dass 2 Superreiche in Deutschland so viel Vermögen besitzen wie die untersten 42. Das finde ich nicht gut. Ja, aber dass du da was ändern willst? Nein, es ist der Politiker muss auch einsehen, wenn er etwas nicht ändern kann. Man kann da nichts ändern, dass 2 Menschen in Deutschland so viel Vermögen haben wie die untersten 42. Ja, du kannst nichts ändern. Da kann man nichts ändern. Nein, weißt du warum nicht? Da kann man natürlich was ändern. Nein, weil der einfach geht. Dieses Vermögen liegt doch nicht in Deutschland. Der hat das Vermögen doch nicht in einem Bargeldkoffer unterm Bett. Der hat das auch nicht in deutschen Immobilien. Meinst der du? Hat auch nicht nur deutsche Aktien. Mhm. Sondern dieses Vermögen... Der reicht die Fabrik dann ab, oder was? Dieses Vermögen besteht bereits heute, wird verwaltet von einem Family Office,
das vermutlich noch nicht mal in Deutschland sitzt. Dieses Vermögen besteht aus Immobilien in der halben Welt. Ja, und man kann auch keine Kapitalverkehrskontrollen einführen, wenn es zu Kapitalflucht kommt. Sowas geht nicht. Nein, also wir können die Einwanderung können wir ändern, Familienpolitik können wir ändern, Außenpolitik können wir ändern, alles ändern. Wir können wirklich Verfassung können wir ändern, aber was wir nicht ändern können, ist die Freiheit der Finanzmärkte, Freiheit des Finanzkapitals überall das Kapital hinzuschieben, wo es es gerade will. Kapitalverkehrskontrollen, das gibt es gar nicht. Über sowas sprechen wir gar nicht. Oder halt Steuer einfach an die deutsche Staatsbürgerschaft binden. Also 90% aller Superreichen und auch aller Topmanager leben in ihrem Heimatland. Wie gesagt, die Zahl ist von Michael Hartmann, die zitiert er immer wieder. Das ist ein Elitenforscher, der seit 40 Jahren zu gesellschaftlichen Eliten forscht. Oder also, ich glaube sogar noch länger. Der war hier auch bei Jung und Naiv zu Gast. Und das schon beim jetzigen System, wo es relativ einfach ist, an ein anderes Land zu ziehen. Wenn du jetzt sagst, Steuern werden an die Staatsbürgerschaft gebunden, könntest du effektiv fast alle Superreichen, die es in Deutschland gibt, damit dazu zwingen, hier in Deutschland Steuern zu zahlen. Und es mag dann die paar geben, die sagen, okay, kaufe ich mir jetzt eine maltesische Staatsbürgerschaft und zahle da Steuern, aber das ist wird eine absolute Minderheit sein. Es besteht weiterhin aus Aktienportfolios, die auch nicht nur deutsche Unternehmen betreffen, sondern die... Völlig egal. Also wenn der eine deutsche Staatsbürgerschaft hat, dann muss er auf sein ganzes Vermögen Steuern zahlen. Punkt. Andere betreffen. Wenn du jetzt mit deiner Vermögensteuer um die Ecke kommst, dann zieht er erstmal aus Deutschland weg. Dann kannst du ihm zwar deine deutschen Immobilien enteignen, aber seine österreichischen Immobilien, seine britischen Immobilien, seine Immobilien in Dubai. Da könnte man ja Lösungen finden. Ich meine, wir wissen, die USA machen es anhand deines Passes. Wenn du Amerikaner bist, hast du auch in Amerika Steuern zu zahlen. Egal, wo du in der Welt bist, du kannst nicht. Aber nicht Vermögensteuern. Die gibt es in den USA für Ja, auch das könnte man so regeln, dass du weltweit auf dein Vermögen Steuern zahlen musst. Und wenn du das nicht machst, wenn du Steuern hinterziehst, dann wirst du halt als Steuerhinterzieher ins gesperrt. Und wenn du ins Russland fließt, wirst du über Interpol gesucht. Also, meine Güte, da kümmert sich dann der Rechtsstaat um dich. Das ist ja wohl eine Selbstverständlichkeit. Also, wir können die Steuergesetze nicht ändern, wir können Kapitalverkehr nicht kontrollieren, wir können, also, wirklich albern. Alles kannst du ändern, die ethnische Zusammensetzung Deutschlands kannst du ändern, aber Steuergesetze, die kannst du nicht ändern. Freiheit des Finanzkapitals, das kannst du nicht ändern. Also, merkt ihr mal auch, wo Maximilian Krah steht. Das ist doch sehr, sehr aufschlussreiches Interview. Also du kannst alles ändern, außer die Vermögensverteilung, die ist heilig. Also ich würde wirklich mal, ich habe jetzt hier auf das ganze Interview reagiert, aber ich würde wirklich mal einem von euch empfehlen, klippt hier diese Dinge, die ihr über Wirtschaftspolitik sagt, raus und schickt das ruhig mal linken Streamern und soziale Marktwirtschaft beispielsweise, Zeller, Marlon, also klippt wirklich mal den Teil raus oder macht Timestamps, wo es um diese Themen geht und Proletopia. Schickt das Proletopia. Also schickt das wirklich mal linken Streamern, wenn ihr euch den Aufwand machen wollt. Ich habe jetzt auf alles reagiert, aber schickt das ruhig. Das zeigt wirklich, wie neoliberal die AfD ist. Klippt, wie gesagt, den Teil der Wirtschaftspolitik raus, den wir jetzt hatten. Der ist sehr, sehr interessant. Also, wenn ich mir das ganze Interview vorher angeguckt hätte, ich meine, wir haben ja jetzt live drauf reagiert, wir wussten ja gar nicht, wie es aussieht, konnte man ja gar nicht wissen, aber dann hätte ich jetzt nur auf den Teil mit der Wirtschaftspolitik reagiert, den finde ich doch sehr, sehr interessant. Ausländisches Vermögen auch nicht. Aus dem Grund. Ich möchte nur feststellen, du bist ein Vertreter, der für die armen und kleinen Leute da sein will, aber wenn es darum geht, wie man die Superreichen weniger superreich... Guter Punkt, Agi. Da ist die AfD schon ziemlich blind, muss ich eingestehen. Thorsten Schulte wollte meinen Vortrag bei der AfD über das Geldsystem halten und wurde kurz vorher von Goldman ausgeladen. Ja, diese Neoliberalen müssen auf jeden Fall noch raus. Ja, wie gesagt, also die Freiheit der Finanzmärkte, die ist nichts Ewiges und auf europäischer Ebene kann man das problemlos einschränken, macht man ja auch schon. Also wenn es gegen russische Oligarchen geht oder gegen die russische Zentralbank, dann ist es ja plötzlich kein Problem, Vermögenswerte im Wert von 100 Milliarden Euro von heute auf morgen einzufrieren. Und gegen internationaler Verträge, also und auch zu massiven eigenen Schaden, also das hat ja die Bedeutung des Euro wirklich kollabieren lassen. Aber wenn es gegen die eigenen Vermögende geht, die man ohne Probleme höher besteuern könnte oder wo man ohne Probleme mal härter regulieren könnte, dann Hilfe, dann geht gar nichts mehr. Also das würde uns ein CDUler oder ein FDPler genauso erzählen wie Maximilian Krah. Also braucht man jetzt gar nicht einseitig auf die AfD gehen. Ein SPDler, der würde das vielleicht noch ein bisschen, ja, wir sollten ja schon was für die Armen tun, aber der würde letztlich auch genau das Gleiche erzählen oder ein Grüner. Also die würden letztlich sagen, ja, es wäre ja schon schön, wir haben das Parteiprogramm stehen. Aber letztendlich können wir daran ja nichts ändern. Also die drucksen dann viel mehr rum. Krah sagt das ja ziemlich offen. Dafür kann man ihm auch dankbar sein, dass er hier ehrlich ist. Aber ja, wirklich interessant.
reich machst, das kann man nicht machen. Ich stelle fest, ich bin ein Vertreter, der die Armen reich machen will, aber nicht die Reichen arm. Das ist der Unterschied zwischen mir und Sozialisten. Ja, du willst den Reichen eben nichts wegnehmen. Nein, ich will den Armen reich machen, aber nicht den Armen reich. Wie willst du die Armen reich machen? Ja, wie willst du die Armen reich machen? Mir gefallen die Fragen von Thilo irgendwie. Also das hier ist wirklich viel näher am Gauland-Interview als am Erika Steinbach-Interview. Das gefällt mir bisher. Also Thilo, gutes Interview. Indem ich ihn Wohneigentum zum Beispiel verschaffe. Schenke. Durch günstige Kreditzinsen. Ja, aber wie bekommt man einen Zins und Kredit? Du bekommst, wenn du arbeitest. Wenn die Arbeit nicht da ist? Die Arbeit ist da. Ah ja. Die Arbeit ist da, sie lohnt sich. Ja, die hat doch die Niedrigzinspolitik der EZB kritisiert. Also, und die Zinserhöhung, die hat sie gut geheißen. Also das ist ja das Gegenteil von dem, was Krah hier erzählt. Zeit nicht. Bei mir geht es um den Vermögensaufbau für die breite Mittelschicht. Das ist das. Das heißt, die Armen reich machen. Bei Sozialisten geht es immer nur darum, die Reichen arm zu machen. Das ist ein absolutes Idiotenkonzept, weil die Reichen verschwinden einfach und mit ihnen letztlich auch deren Unternehmen und so weiter. Und das ist immer gescheitert. Aber wie gesagt, du bist ja Jurist. Es gäbe ja rechtliche Möglichkeiten, wo man genau das... Nein, die gibt es nicht. Die gibt es nur, wenn ich bereit bin. Kapitalkontrollen gibt es nicht? Wenn die Immobilien bereits jetzt im Ausland sind. Ja, das ist was anderes. Naja, also aber du hast ja gesagt, das Geld verschwindet ja dann ins Ausland. Die Immobilien sind doch schon im Ausland. Glaubst du wirklich, irgendeine reiche deutsche Familie? Aber eben meintest du gerade, das steckt eben nicht in den Immobilien. In den deutschen Immobilien, ne? Ach so. Nee, der Superreiche, der Superreiche. Kein reicher Deutscher hat heute mehr als 50% seiner Assets noch im Inland. Und er wird auch die Masse seiner Immobilien längst im Ausland haben. Im Übrigen genau wegen Diskussionen, wie wir sie hier führen. Weil er genau weiß, wenn ich nicht aufpasse, ist es bald weg. Also sichert er es. Jetzt bereits. Gut. Vermögen ist das eine, Einkommen das andere. Ist das alles Fake News? Ich habe mal nachgeguckt, 23 verschiedene Wirtschaftsfakultäten, Unis oder Zentren sagen, die unteren Einkommensschichten bis 40.000 Euro pro Jahr profitieren gar nicht von den AfD-Vorschlägen. Lügen die alle? Können die nicht rechnen? Ich würde sagen, sie können nicht rechnen. Du ja schon. Wenn wir einfach die Sozialkosten und wenn wir die Sozialabgaben reduzieren, das ist ja das ist der Kern. Profitieren die kleinen Einkommensgruppen. Das Ding basiert in der Regel darauf, dass man irgendwelche komischen Gegenrechnungen... Ja, aber Sozialabgaben sind Pflegeversicherung, Rentenversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung. Will die AfD irgendwas davon kürzen? Also sie hat ja, also Krah hat ja nichts davon, Amt und Selbstständige mit reinbeziehen sollen, dass wir weiter das Bemessungsgrenze abschaffen sollen, dass wir Kapitaleinkommen einbeziehen sollen. Also wem will Krah Geld wegnehmen? Das wäre die Frage, die man jetzt an der Stelle stellen müsste. Wie gesagt, hier geht es nicht um Bürgergeldempfänger, hier geht es nicht um Flüchtlinge, hier geht es wirklich um Leute, die zum Arzt gehen, Krankenversicherung, um Leute, die Pflegeheimplatz brauchen, Pflegeversicherung, um Leute, die kurzzeitig temporär arbeitslos werden, Arbeitslosenversicherung 1 und um Rentner, Rentenversicherung. Um diese Leute geht es hier gerade, wenn er von der Senkung der Sozialabgaben spricht. Also wem will er Geld wegnehmen, wenn er nicht an die anderen Stellschrauben ran will? Das ist jetzt die interessante Frage, die er uns vielleicht mal beantworten sollte. Ja, macht. Und dann öffentliche Infrastruktur und so weiter meint er einrechnen zu müssen, würde ich nicht viel drauf geben. In der Regel schreiben die auch alle voneinander ab. Die irren sich alle. Ich habe das jetzt hier zum Beispiel gerade vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung zitiert. Das ist, glaube ich, Fratscher, der irrt immer. Nee, Fratscher ist von Deutschen, die IW. Okay, ich kenne nur die Fratscher-Studie, der hat immer. Das ist immer eigentlich eine Bestätigung, dass wir recht haben, wenn der das Gegenteil sagt. Ich habe bisher keine einzige Studie gelesen, außer die, dass ihr selber sagt, dass ihr für die Armen, also die kleinen Leute sind. Aber die kleinen Leute würden von euren Steuervorschlägen gar nicht profitieren. Okay, aber es ist ja Lügen. Alles, wir können gerne eine Studie erstellen. Sag mal, hast du ein bisschen Zeit mitgebracht? Ich habe Zeit, mach rein. Okay, wir können bis zum 20. April machen, wenn du willst. Ist ja, heute ist Freitag, es ist ja Wochenende Arbeit. Wohnen haben wir ja schon angesprochen. Wir setzen auf Vermögensbildung der Mittelschicht. Ja, aber das ist das eine. Die Leute leiden aber heutzutage schon hier in den Großstädten unter den hohen Mietpreisen. Immobilienpreise gehen durch die Decke. Ja, ist doch klar, warum. Ja. Es gibt zwei Dinge. Das eine ist, die Bauvorschriften, dank der Grünen, sind so absurd, dass ich nicht mehr so bauen kann, dass ich am Ende zu einem sozialverträglichen Preis vermieten kann. Das heißt, selbst wenn die Grundstücke... Ja, Bauvorschriften. Es gibt auch was anderes, was sich in den letzten 2 Jahren verändert hat. Also wenn wir uns den Neubau von Wohnungen ansehen, das kann man, ich suche die Statistik jetzt nicht nochmal extra, kann man sehr gut zeigen an den Neuanträgen für den Wohnungsbau. Die sind 2022 mit den Zinserhöhungen der EZB eingebrochen. Die waren vorher auf einem stabilen Niveau, Neuanträge auf Wohnungsbau von ungefähr 30.000 Jahre lang. Und die sind jetzt bis auf unter 20.000 eingebrochen. Warum? Weil die EZB die Zinsen so stark erhöht hat. Die Bauvorschriften, die haben sich ja vorher in den letzten Jahren schon die ganze Zeit verschärft und trotzdem ist der Wohnungsbau gestiegen. Es wurden mehr Wohnungen gebaut, trotz Verschärfung der Bauvorschriften. Der Neubau von Wohnungen, der ist eingebrochen mit den Zinserhöhungen der EZB. Und diese Zinsen, die müssen dann natürlich letztlich von den Mietern gezahlt werden, die höhere Mieten zahlen müssen. Also es werden weniger Wohnungen gebaut, was bei der hohen Nachfrage natürlich zu Preissteigerungen führt, zu höheren Mieten.
Und diese Zinsen, die werden als Kosten sowieso an den Mieter weitergegeben. Das heißt, wenn man etwas tun wollte, dann müsste man jetzt entweder Kreditprogramme auflegen, die an der EZB vorbei für niedrigere Immobilienzinsen sorgen, oder man müsste die Zinsen direkt senken. Also das sind die zwei Optionen, die ich sehe. Die zwei direkten Optionen, die man hätte, wenn man die private Wirtschaft in Schwung bringen wollte. Dann nützen Subventionen oder weniger Besteuerung oder Bauvorschriften relativ wenig. Man braucht niedrige Zinsen. Das ist das A und O bei Unternehmensinvestitionen und auch beim Wohnungsbau. Von der Stadt kostenlos zur Verfügung gestellt werden würden und ich müsste nach den heutigen Bauvorschriften zu den heutigen Preisen bauen, habe ich Quadratmeterpreise kalt, die nicht unter 12 Euro sind. Das ist nämlich in Dresden passiert. In Dresden gibt es Wohnungsgenossenschaften viel. Müsstest du ja noch kennen als Ostkind, die AWG. Die haben wir noch sehr viele. Und die haben relativ große Grundstücke. Warum? Weil man in der DDR hat man mit sehr viel Zwischenraum gebaut. Und daraufhin hatte die Stadt die gute Idee, diese Wohnungsgenossenschaften sollen verdichten. Sie sollen also auf ihrem eigenen Grund neu bauen. Und das wollten sie auch tun. Das Problem ist, die Bauvorschriften und die Baupreise sind so idiotisch mittlerweile, dass dann selbst die neu gebaute Wohnung, damals waren es 10 Euro, mittlerweile ist es nochmal teurer geworden, ungefähr 12 Euro kalt den Quadratmeter kostet und damit überhaupt keine Entspannung der sozialen Frage bringt. Das ist das allererste Thema. Das zweite ist, es tut mir leid, auch wenn es keiner hören will, wir haben eine Einwanderung nach Deutschland, die ist netto im Jahr 2023 bei 1,1 Millionen Menschen gelegen. Diese Einwanderung erfolgt ganz überwiegend in die Ballungszentren. Das heißt also, es strömen in die Ballungszentren sehr, sehr viele Menschen, die Wohnraum brauchen. Aber aufgrund der falschen Baupolitik kann nicht neu gebaut werden. Insofern ist es jetzt ein ganz einfaches Spiel. Die Nachfrage steigt, das Angebot bleibt aber gleich. Es steigt der Preis. That's it. Bei 1,1 Millionen muss man nur sagen, es gibt natürlich auch Hunderttausende, die wieder Deutschland verlassen pro Jahr. Es sind 2,3 Millionen neu hinzugekommen, also gekommen, um dauerhaft hier zu leben. Und es sind 1,2 Millionen gegangen, netto. Ja, ich glaube, seit 2015 10 Millionen dazugekommen in Deutschland. Also das, die Zahlen an Menschen, die hier in Deutschland sind durch Zuwanderung schon deutlich gestiegen und das brauchen wir nicht. Können wir ja zumindest so außerhalb der EU relativ leicht fast auf null reduzieren. Also durch konsequente Anwendung des Asylrechts, wie wir gerade haben, und durch eine Beendigung von Wirtschaftsmigration. Also, oder ja. Ja, de facto einen kompletten Stopp von Wirtschaftsmigration. Das ginge ja, wenn man das politisch wollte. Also man kann auch die Freizügigkeit einschränken, genauso wie man das freie Handeln der Finanzmärkte einschränken könnte. Ja, wie gesagt. Heißt das, wir sind im letzten Jahr 2023 um 1,1 Millionen Menschen mehr sind im Leben in Deutschland. Dauerhaft und diese Zuwanderung erfolgt nahezu ausschließlich in die Ballungszentren. Also die Ausländer sitzen in unseren Wohnungen, darum steigen die Mieten oder was? Nachfrage erhöht sich, Angebot bleibt gleich. Was heißt das für den Preis? Das ist jetzt, Entschuldigung, das ist Ökonomie real. Ja, ist völlig logisch, was Kai hier zur Einwanderung sagt. Wie gesagt, damit sind wir jetzt beim nächsten Thema, aber natürlich sorgt er für eine Steigerung der Wohnungspreise, gerade in den Ballungszentren. Bei Einwanderer ja eher Raum verändern, sondern eher dahin, wo die Arbeitsplätze sind, dahin, wo sie schon eventuell Verwandte haben, also in die Ballungszentren. Und damit hat Kahn natürlich völlig recht mit dem Argument. Aber bisher, also ich würde sagen, damit beenden wir die Reaktion, da ich gleich noch einen Talk mit dem Brotfunk habe. Wir sind mit dem Interview leider nicht fertig geworden. Vielleicht machen wir noch einen zweiten Teil zu den Aussagen, die Kahn gleich noch bringen wird. Ich weiß es nicht. Vielleicht lohnt sich auch nicht. Ich schau da mal, vielleicht wann anders. Aber war doch sehr interessant, hier drauf zu reagieren. In diesem Sinne, eventuell bis zum zweiten Teil, eventuell auch nicht. Ich finde, man hat hier gut gesehen, wie neoliberal die AfD war, wie ja stark das Wirtschaftsprogramm vor allem den Reichen dient und mit welchen wirklich hanebüchenen Antworten sich Krall hier da rauswindet, wenn es beispielsweise um eine höhere Besteuerung von Reichen geht und wie wenig Konzepte die AfD eigentlich dafür hat, um die arbeitende Bevölkerung in Deutschland in irgendeiner Art und Weise besser zu stellen.